Jawohl. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Alpen. Der fliegt hier den halben Hang hinunter. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Alpbachtal. Sonnenschein, blauer Himmel, Pulverschnee. Bernd Reinbucher, wir sind bereit für einen neuen Contest der Superlative. Flo Orli, was für eine Ehre, mit dir das Pistengerät zu teilen und das möglicherweise aufgrund der hohen Rideranzahl von 80 Frau und Mann hoch. Möglicherweise sogar die nächsten 3-4 Stunden. So ist es, so ist es. Wir haben 2 Contests heute für euch. Wir haben einen Freeride World Qualifier und einen Junior Contest heute. Genau, so schaut's aus. Der Freeride World Tour Qualifier kommt mit einem Stern zu uns ins Skijuwel, während die Juniors mit 2 Sternen am Start sind. Genau, das Ganze passiert am Widersberger Horn, dem höchsten Punkt vom Skigebiet Alpbachtal. Auf 2128 Meter ist der Gipfel und gleich neben dem Gipfel sehen wir hier direkt über uns das Starttor, wo sich die Rider in wenigen Minuten in die Tiefe stürzen. Weil du gesagt hast, Pulverschnee und Sonnenschein, es ist angerichtet, es könnte eigentlich schöner nicht sein. Die Frau Holle hat gestern circa, was würdest du sagen, einen 15er, einen 15er abgeladen im Alpbachtal und vor allem die Skiers Ride-Seite schaut mir sehr, sehr lecker aus. Genau, einen 15er abgeladen, also Fachsprache von Bernd, heißt 15 cm Pulverschnee auf einer sehr soliden Altschneedecke und vor allem im oberen Bereich haben wir hier jungfräulichen Schnee, da wo es steil ist, wo die Felsen sind und da wird es, glaube ich, heute richtig zur Sache gehen. Like a virgin. Ich weiß nicht, kann man bei DJ Kai vielleicht dann sogar Musikwünsche äußern oder wie schaut denn das aus für uns? Werden wir probieren. Like a virgin war der Startpunkt. Welcome to everyone also in English from the Alpbach Valley where we have this open faces stop, we have a 1-star freeride world qualifier and a 2-star freeride junior tour stop here on the Widersberger Horn, the highest peak of the wonderful Alpbach Ski Valley. The crown jewels, das Skijuwel, the ski jewel. Not sure how to translate that, but that probably wasn't totally wrong. No, but crown jewels is definitely something different. The crown jewels. Die Kronjuwelen sind auf jeden Fall was anderes. I would say, either way, Flo. But I like the way you're thinking. Yeah. I also like the way the drone is flying right in front of our face. It's now going up to the mountain to give us some impressions from the face, hopefully, from more detailed and a closer view. Huh? As a matter of fact, we're going to start with the juniors ski today. Under 16, Simon Zwischenbrugger has the honor to kick things off. And in this case, I would really say it is an honor. I can't really recall freeride competitions where the conditions are as close to perfect as they are today. No, but before the comp starts, we'll have a couple of videos prepared for you, and this is the first one. Stay tuned.
Ja, Bert, jedes Mal, wenn ich diese Bilder sehe, hier von den Contests der letzten Jahre, dann zieht es mich selber zum Start. Am liebsten würde ich jetzt oben stehen und schon meine Bindung langsam zuschrauben. Ja. Sie ist zwar auch mit dir in der Moderatorenkabine nett, aber lieber war ich selber am Start. Es ist tatsächlich so, auch wenn oben aus dem Südwesten noch eine steife Brise hereinweht, durchaus winterliche Bedingungen, auch was die Temperaturen betrifft. Aber du sagst es, picture perfect, um es gleich wieder ins Englische zu übersetzen. Genau, picture perfect ist auch dieses Face hier im Albachtal vom Widersberger Horn hinunter, wie es sich gehört für einen Freeride Contest. Ein toller Start mit vielen Felsen, mit 35, glaube ich, 40 Grad Gefälle im oberen Bereich. Und dann geht es in diesen Mittelteil mit diesen Rolling Hills, wo wir sogar man-made Kickers drinnen haben. Total feines Skigelände, du hast es bereits gesagt. Vier Kicker wurden mit der Hand hineingezaubert. Zwei eher Skiers left, zwei eher auf der Skiers right Seite. Das ergibt dann quasi auch eine logische zusammenhängende Linie. Und ja, ich bin gespannt. Würde darauf tippen, dass vor allem bei den vorderen Startnummern die Skiers right Seite gerne gefahren wird. Aber lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Jetzt lassen wir uns auch noch überraschen von der Matronenaufnahme vom Face. Bitte die Regie, die einzuspielen, so that we can see what the face looks like when you're actually up there. The Widersberger Horn, here we are with the start up at 2,100 meters altitude and the finish line about 400 meters lower, 400 meters vertical drop and the length of the slope about a half a kilometer. So I would say definitely enough space to show your skills. Ganz interessant, gleich oben die Windklippe zum Beispiel für einen Dreier geeignet. Der Startgate steht da ein paar Meter quasi hinter der Lip. Also wirklich sensationell. Genau, and now we want the drone clip, but we're actually waiting for. I think they have it now ready for us backstage. Here it is. Look at the Widersberger Horn. There you are. Embedded between the Zillertal Valley and Wiltschenau, the highest peak of the ski whale Alpachtal with 2,212 meters. And right there, right to the right of the avalanche fences, we have the start of the competition. Das sieht man schon, im Laufe des Tages wird dann Lukas Left, Skiers Right Seite mit ein bisschen einem Schatteneinfall gesegnet werden. Dementsprechend dort natürlich auf der Schnee. Wahrscheinlich den ganzen Tag über besser. Bin mir jedoch auch nicht hundertprozentig sicher, ob die Sonne bei den tiefen Temperaturen des heutigen Tages tatsächlich in der Lage sein wird, ihr Tagwerk zu verrichten. Das ist schon sehr interessant. Ja, die Fahrer müssen sicher ihren Run der Nummer anpassen. Frühe, späte Nummer, schauen, was macht die Sonne, wo bleibt es länger pulverig. Da schauen wir uns doch gleich die Startliste an, oder? Machen wir das. Wir haben bereits erwähnt, Simon Zwischenbrucker hat die Ehre, hier loszulegen. Jonas Wolfram, Laurin Falch und der Erste, der außerhalb Österreichs hier ins Skijuwel gekommen ist, dann Konstantin Sinnesberger mit der 4, Patrick Lehnert mit der 5, aber wir werden natürlich dann auf jeden Einzelnen dementsprechend eingehen. Genau, die Juniors dürfen zuerst, the first ones are the Juniors, we have the under 16 category, then the under 18 and then the grown-ups to top it off. Kicking with the whipped cream. It off, absolutely. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, leichte Gänsehaut kommt auf, denn es ist angerichtet und wir haben es bereits erwähnt. Es könnte schöner bzw. besser nicht sein, das Widersberger Horn is providing the goods. Und wir sind gespannt, was uns der Simon hier mit der Startnummer 1 zeigen wird. And it's on, dropping in, Bib number 1, Simon Zwischenbucker. The contest has started and he goes right for the main cliff below the start gate. Look at it. What a thing to kick off the day. Schöner Transfer, das geht sich schön aus. Und jetzt da hinüber in Richtung, mit dem Gegenlicht, der weiße raus. Schau dir das einmal an. Nimmt das Cliff dann im rechten Bereich in der Falllinie und jetzt am Weg zum Raiffeisen-Club-Kicker. Dort oben noch den Side-Hit an der Windlip. Flo? Genau, jetzt kommt er zum ersten Kicker. Der geht weit hinunter. Da wird sich halt die Spreu vom Weizen trennen. Die Juniors dürfen ja keine Überkopftricks machen, also keine Saltos, keine Flips, aber 360er, 720er ist schon erlaubt. Mhm. Und ich glaube, fast für ein Podium werden wir da schon den einen oder anderen Trick zeigen müssen. Bin ich gespannt. Simon Zwischenbrucker. On the way to the Mons Royal Kicker. Darf er das? Darf er das? Das ist jetzt die große Frage. Darf er das? Wenn du mich fragst, dann dürfte er das nicht. Die Frage, wie die Judges an die Sache herangehen, vielleicht kann uns da die Regie ein bisschen aushelfen. Simon Zwischenbrucker, möglicherweise overexcited. Also auf jeden Fall war es ein totaler flüssiger Run. Komplett fehlerlos, oder? Die Felsen oben, keine Hand im Schnee, total flüssig, alles connected. Ich glaube, er hat genau sein Programm so runtergebracht, wie er sich
vorgestellt hat. Ja, und schau auf, ich meine, allein die Spur, einfach wunderbar, oder? Es ist tatsächlich ein Traumtag im Alpbachtal. Wobei allein nichts mit einer Lawine zu tun hat, was auf Tirolisch heißen jetzt, sondern in deiner Sprache heißt allein. Du sagst das. Schau dir diesen Ball an. Wahnsinn. Ja, unglaublich. Simon Zwischenbrugger oben beim Rijker-Kicker, wenn wir kritisch sein wollen. Da haben wir noch ein paar Replays. Fein, das Love wird von... Achso, das ist der Nächste. Da ist bereits Bit Number 2 on the way, Jonas Wolfram. Kann das sein? Der ist genau die gleiche Line von oben, deswegen hast du gedacht, das ist die Wiederholung. Ja, genau so schaut's aus. Also, ganz, ganz ähnliche Linie im oberen Bereich. Ja, das ist ja so eine natürliche Linie. Das ist irgendwie, wenn man den Berg als zum Spaß, also ohne Contest fahren würde, würde man wahrscheinlich auch diese Linie wählen. Now on the way to kicker number 1 and he is going for a 7! One of the first 720s we've ever seen in an under 16 category freeway comp on the open faces. And it's clean, like amazingly clean. Right side 720. Whoa. Jonas Wolfram, da schau mal, der hat nämlich bereits einige Achievements under his belt. Ladies and gentlemen, dritter Platz. Left side 3 und auch den stellt er auf die Füße. Mm-hmm. Two cliff drops, a 7 and a 3. No hand in the snow. Wow. 14 Jahre jung, Jonas Wolfram. The way to go, my friend. Das war tatsächlich das erste Ausrufezeichen. Schauen wir mal, was er da quasi bereits bei den Meriten stehen hat. Naja, er war heuer schon Dritter. Auf die Füße. Und dann der vierte Platz bei der NTC Youngstars Challenge. Und da sehen wir bereits den Nächsten. Das ist jetzt leicht verwirrend für mich, aber möglicherweise bin ich der Einzige, der da jetzt... oder war das der Vorläufer, der Erste? Nein. Ich kann mir das ja nur so vorstellen, dass der Simon Zwischenbrugger das Erste der Vorläufer war, dass wir jetzt nicht bei Start Nummer 3, sondern wirklich erst bei 2 sind. Hat das Jonas Wolfram da oben kommt, Skiers Ride über die Windlip herein mit einem ersten Straight Air. Ah, da oben, das wird natürlich relativ schnell ausgetrackt sein, aber auch eher mit einer etwas anderen Variante da über diese zwei kleinen Bäume. Dann schauen wir, da verschwindet er mal ganz kurz, geht auch da hinauf in Richtung Wächtenrand und jetzt on the way to the Raiffeisen-Kicker. Approaching left side 3, nice one. Das ist jetzt eher das offenere Feld und da kann man tatsächlich dann auch zeigen, was man an Ski- bzw. Bordtechnisch drauf hat. Genau, apropos zeigen, was man drauf hat, ich bin mir sicher, der mit dem Backflip, das war eben kein Teilnehmer, das war ein Vorläufer. Ah, siehst du. Ja, und der mit dem Siebener und dem Dreier, das war der Simon Zwischenbrugger und jetzt haben wir Start Nummer 2, den Jonas. Damit haben wir auch das geklärt, warum einer plötzlich kopfüber in der Luft hängt, was er doch gar nicht darf über 18. Schöner Grab beim Straight Air. Das ist jetzt Jonas Wolfram, den wir vorher bereits mit Simon Zwischenbrugger verwechselt haben. Er, der heuer der dritte Platz in Kappel bereits zu seinen Gunsten ausgefallen ist. Gut. Exactly. Another clean run and I would say conditions are really exceptional. Like it's really, really good. It's powdery, it's soft, the base below is good, no crust. And especially for the juniors, there's a lot of fresh tracks to be made out there. Thinking back, Flo, you have been in this situation so often. How often actually did you have a contest where the conditions were as great as today? We know on the World Tour, usually we would wait till the conditions were very good, so more often than not. But in the qualifiers, it's not that you have powder on every competition. Not 100% common. Für uns geht's so heiß her, dass uns schon die Scheibe anläuft und wir nicht mehr hinaussehen zu den Riders. Das ist Herr Orle, meine Damen und Herren, das kann an mir nicht liegen, aber der Heat is on. The Heat is on. So, the band is trying to defrost the windows. We are looking back at their start and we have Laurin Falk up there. That sounds like someone from the Arlberg area, because they mostly called Falk. That would have been my next sentence. Falk can only be one way. And this is Laurin was on the fifth place on this year's Open Faces in Kappel on the under 16 juniors compass two star there just a few weeks ago. Absolutely. So really close to the podium on the first one of the season, and I'm sure he's gonna go for it to finish on a podium this time. Nestled up there on the ridge line of the Wiesersberger Horn. What a nice scenery, the Zillertaler Alpen in the background.
And there he goes. So great wow, to see. Seems really motivated. Huh? The body language speaks for itself. That's what the judges want to see right there. First over little the roller. Drop. So new line tries to go back up to the right side. Yep. And tries that as a little double nice. Maybe. Da gibt es nämlich auch noch einige Möglichkeiten in dieser Senke. Da mhm. sehen wir schon, da sind noch zwei, drei so kleine Roller. Da haben sich einige Jungs bereits was herausgeschaut. Kleiner Shifty. Schöne Shifty, ja. Das kristallisiert ja schon ein bisschen heraus, also die Main Line. Gell? Mhm. Oben die zwei Felsen und dann zum Raiffeisen-Kicker mhm. und unten zum Montreal. Ich bin gespannt, wann wir auch meine andere Linie sehen dann. So, da ist er schon in der Anfahrt zum Montreal-Kicker. Zeigt uns da schöne Ski-Action und jetzt mit einem ja. Weiter so, jetzt fliegt er locker mal 15, 17 Meter in Richtung Ziel. Perfekt, das war nämlich auch die große Frage bei der Besichtigung, hat mich dort oben beim Montreal-Kicker ein bisschen aufgehalten. Das war die Frage, wie weit wird der gehen? Yeah, that's always the question, how far do those kickers go? I mean, I think it's a great idea to put kickers in this terrain. Oh, absolutely. Yeah, so there's more chance for the riders to show what they can do. Yeah. But they have never had the chance to jump them. That so the actual flight curve and the speed you need is always a big question mark. I would say the Montreal kicker is kicking a bit more. That's the info for you guys back home, while the Raiffeisen kicker on the top is more a flat takeoff, so to say. So especially for the Freeride World Qualifier, I guess the upper one will be more a 360/720 kicker, while the other one, the Montreal, the lower one, is made for flipping. But so we can say that they're both perfectly shaped because the flight curve looks great, the landing's really smooth, so I think they can go big and go for good tricks. Absolutely. Absolutely. And we have our first participant who's actually not Austrian, Konstantin Sinisberger. Grüezi nach Switzerland zu den Fans von Konstantin, die jetzt sicher mitschauen und da ist er schon unterwegs. Not too many infos here on our Freeride World Tour database. Releasing a little slap, that's what we obviously also can see during those competitions, ladies and gentlemen. Obviously, we did everything for the safety, but the wind breeze was definitely picking up over the last 2 hours, so there was a little slap forming up there. Genau, der Konsti hat jetzt diese kleine Windlippe auch zwischen mitgenommen, wie du gesagt hast, schon vor dem Raiffeisen-Kicker. Dafür ein bisschen weniger Speed für den Kicker und jetzt ist er im Mittelbeil. Bin gespannt, was er uns beim Montreal-Kicker, den er definitiv ansteuert, noch zeigen wird. Picture perfect conditions. The ski juvel is delivering without a doubt and we are in the thick of it with bit number 4 of the Freeride Juniors Tour here with the under 16 category. Another straight air, Flo, to sum it up. Nice and clean run by Konstantin. He's 15 years old, so for sure one of the younger ones of the field. I think his plan was to like bring a safe run down. He didn't go to his very limits, but a very smart riding today for him. Is this probably something where you get spooked as such a young athlete when you release a little slap in the upper part? Well, to me, this is really just a 2-3 centimeters surface thing. But yeah, of course, it's the moment the snow starts moving, you are alert, but then I'm sure he realized at the same moment it's nothing dangerous and safe for him to keep on riding. And we keep on riding the competition with Patrick Lehnert. And this is a very, very experienced young guy. Der junge Mann, Schwarz-Rot-Gold, unsere Lieblingsnachbarn. Da geht das Extreme High Five natürlich auch in Richtung Norden. Der erste Deutsche am Start. Und er war zweiter vor wenigen Wochen in Kappel beim Zwei-Stern-Junior-Contest. Also der hat es drauf, aufs Podium zu fahren und dementsprechend motiviert, fährt er auf dem Startgate. Nimmt den Felsen an der höchsten Stelle. Wow, ganz kontrolliert. Zieht hinüber zu Windlip. Bisschen Cross-Court auf den Kicker zu. Schauen wir, was er da macht mit einem Straight-Air. Da wird die Landung natürlich dann dementsprechend auch etwas zerhackt sein. Ja, da haben es die ersten natürlich jetzt noch schon sehr fein, gell? Schöner Shifty, ja. Das war kein Kicker da oben. Nein, das ist ein natürlicher, genau. Eigentlich bietet das sich wunderbar. Jetzt bin ich gespannt, ob er genug Speed da hat. Da kommt der Left-Side-Dreier. Patrick Lehnert. Man sieht, der Mann, der hat sich was gedacht bei der Inspection. Vier Features und bei allen was gemacht. Sehr gut. Und jetzt steuert auch er auf den fast schon obligatorischen Montreal-Kicker zu. Approaching the lower end. Oh. Ja! Das war vielleicht sogar World's First.
Weil eine Mischung zwischen Grätsche, Jagerschritt und Truckdriver. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Drei Tricks in einem Sprung von Patrick Lennart. Ja, das muss er irgendwann am Trampolin geübt haben. Er kann auf jeden Fall stolz sein. Also der Run war aus einem Guss. Der linke right, Left Side Dreier. Jetzt kannst du mal schauen. Aber es war schon Absicht, glaube ich. Ja, ja. Wie gesagt, der Montreal-Kicker, der kickt ein bisschen mehr, als es der vom Raiffeisen-Club macht und dementsprechend er vielleicht möglicherweise ein bisschen überrascht von der Take-Off-Neigung. Und jetzt geht es überhaupt noch international zu. Ciao, Bella Italia. Benvenuti Adrian Töni. Forza Adrian, großer Name im Skisport. Töni. Und auch er war in Kappel mit dabei. Na? Und der war bitte Vierter in Kappel bei den U18, obwohl er jetzt hier in der U16 startet. Also ich weiß noch mal da einen... Na, lustigerweise, auch ich strauchle da, da sind wir nämlich bei Cosmin Thurnwalder. Macht aber nichts. Schauen wir uns das an, wie das Adrian Töni angehen wird. Okay, ich nehme das zurück. Das war wirklich ein Fehler in unseren Informationssheets. Über den Adrian wissen wir nicht allzu viel. Ja, dann lassen wir uns doch gerne überraschen. Ich wollte gerade sagen, lean back and enjoy. Coming up, Frecce Tricolore mit Adrian Töni. Wunderbar zu beobachten, die anderen Rider mit den späteren Startnummern, die stehen jetzt natürlich hier an der Seite des Faces. Da haben wir vor unseren Augen noch ein paar Backflip-Tests gesehen. Grooven sich ein und für die späteren Startnummern, die haben da jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit. Ja, das ist immer diese Sache, Vor-Nachteil, niedrige Nummer bedeutet jungfräuliche Landungen, hohe Nummer bedeutet, du weißt genau die Flughöfe, du kannst den Fahrern schon zuschauen, hast mehr Informationen, musst dafür mit härteren Landungen rechnen, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, die hohen und die niedrigen Nummern. Weil wir jetzt zum Beispiel auch bei den Skifahrern immer ein bisschen die Teamarbeit herausgehoben haben, glaubst du, dass es tatsächlich auch, oder aus eigener Erfahrung, dass wenn du eine spätere Startnummer gehabt hast, dass du ein paar Kollegen gehabt hast, die vielleicht vor dir dran waren, wo du tatsächlich dann auch noch ein paar Infos gekriegt hast? Ja, natürlich. Das Freeradsport ist ja auch von dem ein Teamsport, dass man nie alleine ins Gelände geht, sondern immer mit Freunden gemeinsam. Und es wäre dumm, das beim Contestfahren nicht zu machen. Wichtig ist nur, dass der Fahrer, der dir die Information hinaufgibt, deine Sprache spricht. Also es muss wirklich ein Freund von dir sein, der weiß, wie du tickst, wie du fährst, damit er auch die Info so dir hinaufgibt, dass du sie verwenden kannst. Also wenn die von einem anderen Dritten kommt, die Info, dann hilft dir relativ wenig. Super Info, meine Damen und Herren. Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben hier. Flo Orli, Godfather of Austrian Big Mountain Snowboarding. Ich hoffe, da gehe ich nicht zu weit. Nein, war nur ein neues Wort. Godfather habe ich nicht auch gehört. Aber es stimmt, ja klar. Ja, also. Mittlerweile sind wir auch im biblischen Alter, lieber Flo. Mein erster Freeride-Contest ist 22 Jahre her und die hier starten sind jetzt gerade 15 und 16. Naja, keine weiteren Fragen. Okay, on course, ladies and gentlemen. This is bit number 6, Adrian Töni, representing Italy. Ja, da hebt es ein bisschen aus, deswegen... Hat der jetzt seinen Cliff verpasst? Ja, aber dafür ein schöner Transfer. Schau, der war weit, aber hat tatsächlich dort... Der Chef ist zwar der Außenski, er hat es super gemacht, aber beim Nachgeben, beim Entlasten hat er leider Gottes ein bisschen am Bock geschossen. Oh! Gottes Willen! Go big or also, go home. Ich kann jetzt nicht aufstehen, weil es hier so nieder ist, aber ich... Szenenapplaus für einen huge Siebener. Gottes Willen! Die Italiener mit Self-Confidence ausgestattet. Und schau auf, ich, Flo... Du kannst jetzt die Tomahawk-Einschläge schön zählen in der Falllinie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Über 10 auf jeden Fall. Dieci. Gustavo Töni, Adrian Töni. Da brauchen wir den Ski-Dude. Aber ich glaube, wir haben es jetzt sogar noch mal in der Zeitlupe gesehen. Entschuldige, dass ich dir da ins Wort falle. We could have seen it in the replay, but we were counting the... holes of his crash, but you could kind of tell that he was a little off axis really immediately after takeoff, but nevertheless he kept on rotating and then open for landing, but had a bit too much weight to the front and it ended in a big bam 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 bam. Tomahawk, and we are not talking about a steak, ladies and gentlemen. Why is it called tomahawk among skiers and cartwheel for snowboarders? That's interesting.
And what's also interesting that the person picking up the skis now is a big VIP. It's Christoph Schöffecker, former Austrian freeride master and champion, now working as ski-do today, and he collects all the material that Adrian left behind. Yard Sale, meine Damen und Herren, da gibt es bereits den Winterschlussverkauf im Alpachtal. Ski und weiteres Equipment günstig zu haben. Aber das Wichtigste bei allem, er ist unverletzt. Also er ist auch gleich aufgestanden, der Schnee ist weich. Also Adrian. Die Tomahawks schauen sehr spektakulär aus, ist aber nicht unbedingt das, wo man sich jetzt als Skifahrer dann verletzen würde. Na, wie du richtig sagst, Schatz, aber ich glaube da auch. Ist er noch. Schau. Akrobat. Picture schön. Perfect. Also wenn die Judges Tomahawks judgen müssten, dann ist vielleicht die Hüftbeugung in dem Fall ein bisschen zu ausgeprägt gewesen. Aber ich würde mal sagen, wenn wir das judgen müssten, an einer halber auf einer zehnteiligen Skala. Nein. Apropos Judge. Es kann nur Achter sein. Aha. Einen Punkt Abzug für die Mangel, für die Hüftbeugung und ja, einen, schön. Weil der Airbag in der Aufgang ist. Ah, okay. Okay. Gebe ich dir. Da sieht man die Erfahrung. 10,0 gibt es nur, wenn Airbag aufgeht. Da sieht man die Erfahrung. Bravo, Flo. Apropos Judgen und apropos Punkte. Ja. Judges-Panel. Schauen wir uns das vielleicht einmal an, oder? Wer heute die Punkte verteilt, genau. Ganz wichtig. Wir sind zwar zum Spaß da, zum Zuschauen, aber die Fahrer sind natürlich grundsätzlich zum Punktesammeln da. So, Adrian is on the way. A spectacular crash. Look, he just got his keys together. He's already racing. I wonder if he's going to take that last kicker, which he's not supposed to do it. He's supposed to ride down probably peacefully. Not. Yeah, absolutely. Adrian, ja, möglicherweise ein bisschen am Grand, weil er das erste Cliff quasi ausgelassen hat und dementsprechend dann ein bisschen übermotiviert mit dem Sima. Ja, mit dem würde ich jetzt gerne ein Interview machen. Ja, aber die Zeit haben wir nicht. Es geht nämlich schon weiter. Der 7. von 10 U16 Juniors, der Jakob Herovic, ein weiterer Österreicher, ist schon gestartet. Skiers right. Neue Linie. Über die Lippe. Coming in hot. Ah, schöne Powder Cloud hinten noch. Mhm. Der Spray nimmt den auch. Center punching it. Straight line. Jetzt in diesen Teil, wo da Skiers right, der Schnee wunderbar ist. Kleiner Spray Turn herunten. Und dann in Richtung Reifeisen. Dreht auf, auch er wieder. Wow. Schöner Left-Side-Dreier. Ja. I must to the bank, würde Hermann Mayer sagen. Genau, rechtzeitig aufgemacht. Er hat fast ein bisschen überdreht, hat es rechtzeitig gesehen, hat die Arme ausgebreitet, dadurch die Rotation gerade noch rechtzeitig abgestoppt. Hat das sehr gut gemacht. Da sieht man gleich beim Fahrer, ob der eben sozusagen sein eigener Passagier ist oder ob er einen Sprung kontrollieren kann. Ja, der geht weit. Das ist ein schöner. Oh! Bleib stehen! Ah! Sehen das die Judges? Das ist die große Frage. Ich fürchte schon, die sitzen nämlich da. Ja, auf der Skiers Left-Seite, wo sie wirklich jeden Bereich vom Berg einsehen, auch den kleinen Fehlerabsitzer, haben sie vermutlich gesehen und da sind sie natürlich dann beinhart. Weil alte Regel, Fehler. Der Judge mit dem Gesicht immer zur Sonne und weil wir es gerade da haben, Michi Strauß, Dodo und Amadeus Klage sind unsere Ski-Judges am heutigen Tag. Was wird eigentlich gejudged, Flo? Ja, wir haben 5 große Kriterien, die in einen Overall-Punkte-Stand einfließen. Das ist einmal die Wahl der Linie, dann ist die Flüssigkeit, wie gut du es hinunterbringst, wie flüssig, dann Air-Style, also welche Sprünge du machst, dann die Kontrolle, wie kontrolliert du deinen Lauf hast, idealerweise fehlerlos, und die Skitechnik. Und es gibt aber nicht für jede dieser 5 Kategorien eine eigene Punktewertung, sondern nur eine Zahl von 0 bis 100. Overall Impression. Genau. Paul Anton Falch, die Falchs. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Truppe und dementsprechend grüßen wir den Adelberg, weil ich bin mir ziemlich sicher, da ist Häusl Steff und der Skiclub Adelberg nicht weit weg, werden wir jedoch noch genauer in Erfahrung dringen. Da Skitechnik zum Beispiel schon einmal sensationell. Der versteht sein Handwerk und das war jetzt jedoch... So wie immer, wenn du einen Fahrer lobst, dann geht was schief. Nicht loben, merke dir, nicht loben. Der Paul Anton hat einen neuen Approach gewählt, eine neue Richtung für diesen Feld. So wirklich mehr als Transfer. Ja, genau. Und da ist aber in der Anfahrt an einem Grasbüschel, an einem Stein hängen geblieben mit einem Ski und dann natürlich ganz aus der Achse gekommen beim Absprung. Aber hat sich aber nicht vom Sportgerät befreit. Das heißt, er ist ja eigentlich theoretisch sogar noch im Rennen, oder? Ja, natürlich. Ja, eben. Solange du deine Ski anhast, kannst du auch Punkte sammeln. Wenn du einen Ski verlierst, dann gibt es einen sogenannten No-Score. Das heißt, du wirst hinten nachgereiht. Aber auch er beschließt halt nichts mehr zu riskieren, sondern weiß, mit dem Fehler gewinnt er halt nichts mehr.
Das ist auch sehr smart. Das sieht man nämlich schon öfters, dass Fahrer, die einen großen Fehler machen, dann doch wieder in ihre Line einstellen wollen, aber nicht mehr die Konzentration haben. Und dann kann es auch gefährlich werden, weil die Leistung, die die bringen, die Jungs und Mädels, die sind natürlich echt top. Würde da muss man auch top konzentriert sein. Ganz klar. Musste ich hier in dem Fall oder würde dich in dem Fall sogar gerne korrigieren. Was du nämlich lernst, beziehungsweise was du gewinnst bei solchen Experiences, ist vor allem Erfahrung. Und das ist das Wichtigste für die Jungs und Mädels, vor allem bei den U16-Startern und Teilnehmern. Und dementsprechend, wie gesagt, gewinnen an Erfahrung. Das ist möglicherweise sogar mitunter das Wertvollste. Exactly, and we are looking at Mika or Mika Rolshofen, our first only Canadian. The Maple Leafs are in the house. Oh, he's racing towards that upper cliff. Mm-hmm. Nice. 5 nationalities among 10 stars. Super international field that we have today at the under 16 category. Auch er nimmt. Whoa. Ja, boah, die Lerchen, die hat jetzt kurz auch mal den Mika bereits mit Hack gesehen. So he puts in a big air where there's not even a kicker, but therefore decides not to go for a trick, a straight air off the yellow Raiffeisen kicker, and are showing his ski technique on the way to that big Mons Royal kick at the bottom. Solid skiing there by Mika Rolshofen, representing Canada. Whoa! Geht sie das aus? Is sticking it? Boah! No. Oh, er hat den G verloren bei der Landung. Lost one ski. And that's what I thought. He's skiing it out on one plank. And he almost did. He skied for another 5-6 seconds. And look at how grumpy he is. Definitely give it to him. What a performance so far. And how did that happen? Really, really bad luck. Somehow, the ski's already gone. The ski got trapped in the landing. And he skied it out almost all the way. And then eventually got caught up in the powder. Just hypothetically, he would ski it out and crossing the finish line on one ski. How would the judges react on that one? Still no score. Still no score. Yeah. That's harsh. That is harsh. It is. Wenn einer bei der Zwischenzeit... Ich zwanglos von einem Schieb. Ach, Maria. 90% der heutigen Zuschauer, die... haben das Lied überhaupt, die haben nicht einmal eine Ahnung von der Existenz dieses Liedes, lieber Flo. Wir sind echt oldschool. Sollen wir es auflösen? Ja, ich würde schon sagen. Eigentlich die eigentliche wahre österreichische Nationalhymne. Der Sportler zumindest. Der Sportler, du sagst das. Reinhard Fendrich, es lebe der Sport. Gottes Willen. Sind wir alt. Nico Traxl. Aber immer noch gut. Ja. Dein Wort in Gottes Ohr. Da fällt mir ein guter Spruch ein. Der alte Specht, der klopft nicht schlecht. Der früher, als ich jünger war, da klopft der wunderbar. Na, siehst du das? Auch das für die jungen Zuseher überhaupt nicht geeignet. Nico Traxl. Aber wir müssen ja die Zeit überbrücken, Thema bis der Nico Traxl im Start geht. Das heißt, er ist schon da, er darf noch nicht fahren, weil der Mika unten noch seine Ski anziehen muss und dann sich ins Ziel vorarbeiten muss. Da sehen wir es. Mika bekommt soeben das Gerät vom Ski-Dude und wir sind bei Nico Traxl, der in Kappel sich heuer bereits gekrönt hat. Dropping in, bit number 10, Nico Traxl. And we are finishing off our first category of the day. Going big up there. Nice one, Nico. Sauber. Nico Traxl. Whoa. Ah, der geht weit. Ja, mach diesen Transfer. Mit dem Selbstvertrauen eines Siegers, wie du gesagt hast, in Kappel vor wenigen Wochen hat er die U16. Schöner Shifty, auch er bei der Lerche. Entschuldige, Flo. Ja. Das ist ein interessantes Feature dort, weil den kannst du super mit dem Raiffeisen-Kicker linken. Auch da, schöner Shifty. Nico Traxl, der junge Mann, weiß, wovon er spricht. Ja, der lässt auf jeden Fall laufen. Ja, wenn ich Judge wäre, würde ich mir hier jetzt natürlich auch in puncto Skitechnik ein bisschen was wünschen. Go big or go home. Go big or go home. Also das Einzige, was hier gefehlt hat beim Nico, war ein Trick. Also ja, oben kein Spins. Und es hat schon ausgeschaut, als war ein bisschen am Limit da. Also mit der Geschwindigkeit und dem, da, wo die Buckeln oben waren. Du würdest sagen, in puncto Control... gibt es kleine Deductions. Ja, nichts Größeres. Nichts Größeres, wie du richtig sagst. Man muss ja da eigentlich schöner Speedcheck, macht es gut im Stile eines Profis. Super, ja. Er hat einfach ein bisschen einen unruhigeren Fahrstil, weißt du? So ein bisschen die Arme, die Ruder und so. Das muss nicht schlecht sein, aber
wenn du es vergleichst mit dem Cristobal Todello oder dem Reine Barkeret, den wir von der World Tour kennen, denen kannst du dann Espresso auf den Unterarm stellen und der steht unten immer noch da. Und der serviert dann, wie genau, du sagst. Genau. Nico Traxel, nevertheless, 15 years of age, still time to improve as he gains experience. Nevertheless, what a run, and I would almost think that it's enough for a podium. But let's see. We saw crashes, obviously, along the way. So, but what we have definitely seen is the complete field of the under 16 category. Man. 10 male skiers, and that wraps it up. And we proceed to the under 18. And that's what it is. Kicking things off with bib number 11, representing Bulgaria. And what I think is very shocking, that we have a whole bunch of young under 18 riders, but only two snowboarders in the whole field. One's a lady, one's a boy. Bulgaria and Australia are representing the snowboard flags, as far as I can see. 18 riders and two of them are snowboarders. Yeah, seven nationalities in the field of 18 riders in the under 18 category. Super international as well. I'm stoked. Absolutely. Absolutely. Well, Open Faces is proving again that this is the framework, the groundwork to become a superstar at the Freeride World Tour. Ich glaube, was da in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, ist an dieser Stelle auch einmal eine Lobeshymne wert. Ja, unglaublich. Also, wie gesagt, vor 22 Jahren mein erster Wettkampf für B-Extreme. Da gab es keine Qualifikationscontest. Und jetzt haben wir eine World Tour. Wir haben Qualifier weltweit, 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, 4 Stern und jetzt sogar die Junior dazu in U12 bis U80 Kategorien. Also ja, es ist alles ausgelegt. Man muss als Fahrer eigentlich nur sich ja, auf seine Hintern Füße stellen und Gas geben. Theodora Ilieva, representing Bulgaria. Und da oben mit dem Snowboard-Flow, ich bin natürlich ein Blinder am Brett, aber das ist wahrscheinlich Genuss pur. Ja. Hier schaut es auf jeden Fall auch so aus, als würde sie nicht nur Wettkampf fahren, sondern hat auch einen Spaß dabei, oder? Das meine ich wohl ja. Ja, auf der Frontside. Approaching the Raiffeisen Club Kicker. Mm. Straight air. She did it very smart. She put all of her turns in areas where there was no other tracks yet, so to maximize her speed and to make it look nice, because that's crucial on the snowboard. Once it's tracked out, it's so much harder to go fast and make it look nice on snowboard. And also here, she puts her turns where there's fresh powder, very smart riding. Theodora Ilieva, representing Bulgaria, mentioned that already, I think, next week or in 2 weeks' time. Bansko, one of the Bulgarian ski fields, is also hosting a Freeride World qualifier or even a junior, not 100% sure. But let's sum it up. Freeriding is a global sport in the meanwhile. Oh, it totally is, yeah. Wow, and a very fluid, very complete run from Ilieva. She is the only one in her category, to my knowledge. If there's less than three riders in the category, then the categories have to be mingled. Exactly. So she's basically competing against the snowboarder who will be our next starter. Well, so the next Flo, snowboard at least. Ich muss dich unterbrechen. Yeah. This is Kitzbühler Ski Club in the house, ladies and gentlemen. Und da wird natürlich der Puls vom Coach ein bisschen höher. Elias Grander, einer der ganz, ganz heißen Eisen, die wir ins Rennen schicken. Und jetzt schauen wir, wie dem Elli der Run aufgeht. Wunderbar, schöner Shifty. Und jetzt ist der Druck natürlich auch bei mir dementsprechend hoch. Schön, genau so haben wir uns das angeschaut. Schaut euch das einmal an. Der Bernd neben mir. Overexcitement. Aufgeregt wie ein Papa. Hier kommt der Dreier. Ja, Elli! Man leibt und lebt natürlich mit, dementsprechend bravo, jetzt ein paar feine Turns und jetzt bin ich gespannt, ob er sich auch in Richtung Mons Royal Kicker auf den Weg machen wird. Das war ursprünglich einmal der Plan. Schaut sich den nochmal von der Seite ja, an. Ja, da über die kleine Windlip reicht der Speed jetzt aus, macht einen Straight Air. Ja, schöner Shifty. Warum denn nicht wunderbar mit einem Dreier oben beim Raiffeisen Club ohne Sturz? Ah, Flo, wunderbar. Ich bin happy. Wir sind ja mit 7 Mann bzw. 6 Mann und einer Frau am Start. Okay, so for those wondering why Bernd was like rocking the house just now, this is one of 7 kids he brought along today. We meet coaches with our Austrian free ski legend Matthias Haunholder. 7 kids from the Kitzbühel Ski Club. And
Elias was the first of them and did a solid performance. Congratulations. I would say so. Yes. More than happy. Solid run. And this is Vaughan Hardwick from Australia, our only other snowboarder aside from a Bulgarian girl, Ilieva, in the under 18 category. So he is basically battling it out with Ilieva right now. Theodora Ilieva. And you can tell the surfer in him, huh? He's staying under the wind lip, puts two cutbacks in, just like a surfer would do. Shane! Well done! The first one spinning up at the upper cliff here with a 360. And it's a snowboarder. Super nice. I'm just really proud right now. Yeah. And also taking quite a bit of speed for the Gigger. Schöner Straight Air. Jetzt wird der Speedcheck interessant auf der Backside. Ja, macht das wie ein großer. Vaughan Hardwick. Were you able to find some infos about Vaughan? Yeah. Very, very experienced guy. Third place at the Freeride Junior Tour this year in Kappel. And a frontside three over the bottom Montreal kicker. Two threes, one over the cliff, a couple of nice cutties, a lot of speed. Pretty complete run by Mr. Hardwick. In 2020, already second place in Fieberbrunn at the Freeride Junior Tour. And as the Aussies would say, good on you, mate. Oh! Well done, buddy. Wow. Aussie. So nice to see the young guns. This was actually his most unspectacular air because the threes were above and below. But no time to rest for us. Germany representing Benny Beck. Benny Beck. Unfortunately, no informations around Benny here within our database. But Which could mean it's one of his first competitions. Mm-hmm. Otherwise, we would have him in the database. Absolutely. Yeah. Let the skiing speak. Nice try. Yeah. A left at three over a so far unknown kicker. Oh, was it the Lerchen kicker? Whoa. That was the Lerchen kicker, as you said it. Kind of a screaming seaman, or there was a special name for those kind of Jagerschritte back in the days. And now it's the approach towards the Mons Royal kicker, which we can see live here as well. Where is he? Ah, he is choosing the side hit. Totally new line. Unfortunately, I didn't watch the run live on the TV as I was glancing out the window of our Radtrack and not 100% sure why he did choose a slightly different line here in the lower part. Yeah, well, that's the beauty about our sport of free riding. We have only two gates, one at the start called start gate and one at the finish called finish gate. And in between those, you can do what you want as long as you stay on your feet and make a good show. Pure freedom. And as you said, the beauty of our sport, the beauty of the Alpbachtal we just saw here in one of our shots from our cameraman. The beauty is that the ski tourers together with the spandex suits and our free riders are here edge to edge and everybody is having an awesome time while the next one on course, Tina Blisnakova representing Bulgaria, is approaching the upper cliff. Taking it a little bit to the left, skiers left. Enjoying the awesome snow up there. Probably not on full throttle mode so far. Yeah, but when she was here 2 years ago, she finished on a podium. Yeah, Alpbachtal 2020 was a third place for her, so she's got to be full of good memories on this mountain, the Wittersberger Horn. Tina, representing Bulgaria. So nice to see many nationalities, even with the juniors here. Might also enjoy some well-deserved school holidays in Bulgaria currently and doing the only right thing, skiing some turns in the wonderful Alpbachtal. Yeah, we talk about that riders can and have to choose their own line, which also means they have to choose their own speed, going over the kickers through the terrain. It doesn't make sense if you go over your own abilities and then crash multiple times. So if you
I think pretty smart riding. Yeah, absolutely. Tina. Knows her capabilities. Getting into the backseat here. One more time, smart riding flow. There is no better way to sum it up. Und wir sehen schon, wie eigentlich auch erwartet, die Skiers Ride-Seite, vor allem am Vormittag, bei den Juniors, the way to go. Aber da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Linien. Die Wächte noch weiter auf der rechten Seite würde natürlich auch einige Möglichkeiten bieten. Bin gespannt. Flo und ich werde wieder nervös. Der Blutdruck im ungesunden Bereich. Kitzbühel. On course mit Dani Winkler. One of the crew that Bernd brought you himself from his Ski Club, Dani Winkler. Third place this year already in Oberstdorf. Sending it deep. Und die Powder Cloud lässt nichts Gutes verheißen. Ah, das ist natürlich ewig schade. Winkt zwar mit den Armen, das ist einmal ein gutes Zeichen, aber in der Landung scheint hier etwas gefuchst zu haben. Wie bereits erwähnt, schauen wir nochmal hin. Ah, bleibt da der Ski stecken? Oder was ist da passiert? Ja. Bei der Landung ist ihm der Ski. Ist ihm der Ski abhanden gekommen. Warum genau, lässt sich jetzt aus der Drohnenperspektive nicht nachvollziehen, zumindest nicht für mich. Hat eigentlich sehr kontrolliert ausgeschaut und dann sieht man nur, dass ja, da oben steckt der Ski. Was ist da passiert? Vielleicht ganz ist er einwartig. Mit einem Fuß durch alte Kruste durchgebrochen. Mhm. Irgend sowas muss gewesen sein. Kann also natürlich sein. Fehler war eigentlich kein erkennbar. Dani Winkler, wie gesagt, bereits auch das Kidu, schau mit am Strauchler. Schön zu sehen. Obwohl die natürlich skitechnisch auch mit allen Wassern gewaschen sind. Flo Allee ist kurz beim Zahnarzt, meine Damen und Herren, wenn Sie sich über die Hintergrundgeräusche wundern. Jetzt gibt unsere Heizung, glaube ich, endgültig den Geist auf. Und Dani Winkler verlässt das Face in Richtung Skiers Ride. Leider Gottes. Aus der Traum im Alpachtal. Aber wie gesagt, hat ihr heuer in Oberstdorf bereits am Podium angeschrieben. Dritter Platz. Und bei uns geht's weiter mit Ilona Heckel. Genau, Dani Winkler genauso außer Gefecht wie unser Heizlüfter. Das heißt, wir hoffen jetzt auf heiße Runs, damit es warm bleibt in unserem Radtrag. Und die Ilona kommt auf jeden Fall schon mit so viel Schwung aus dem Start geht, dass uns wieder warm wird. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit Geist aufgeben. Vielleicht hätten wir ihn doch nicht an den Starkstrom anschließen sollen. Ja, ganz interessant, was du gesagt hast bezüglich Linienwahl. Wer macht das smart über den Felsen? Wir haben natürlich auf der rechten Seite den Bezirksblätterkicker und den Scott-Kicker, die noch niemand angesteuert hat. Mhm. Aber du musst natürlich deine ganze Linie komplett anders ansetzen, wenn du in diese Richtung willst. Wir haben auch gehört beim Riders Meeting, dass in dem Zentralbereich des Faces eine alte Lawine abgegangen ist und da liegen einige Knödel. Und da sind natürlich einige Fahrer, die sagen, da halte ich mich lieber fern davon. Und was noch dazu kommt, die Kicker auf der linken Seite sind direkt neben der Besichtigungsspur. Das heißt, die konnten die Rider von 10, 15 Meter Entfernung anschauen. Mhm. Und das ist natürlich fein, wenn man einen Kicker von so nahe sehen kann. Da hat man ein besseres Gefühl, wenn man hinfährt. Also das sind alles Gründe, die uns zumindest noch dazu führen, dass die meisten Fahrer auf der Lucas Left oder Riders Right Seite sich bewegen. Ilona Heckel, die erste, die da etwas Skiers Left am Weg ist, da vielleicht auch jetzt anhand der Rollerballs zu erkennen, die Sonne vielleicht schon ein bisschen was ausgerichtet hat, auch was die Schneequalität betrifft, aber die Ilona schwingt da die letzten Meter herunter in Richtung Ziel. Solider Run, interessante Linienwahl, zuerst Skiers Right, dann Skiers Left, also definitiv den Hang bzw. die Möglichkeiten hier ausgenutzt. Genau. So, und jetzt warten wir auf den Raffi Fritz und da können wir uns was gefasst machen. Der war nämlich Zweiter in Kappel bei den U18 Jungs vor wenigen Wochen. Also man sieht schon, wie er aus dem Start geht, fliegt quasi. Der lässt nichts anbrennen. Oh, in the White Room. Schauen wir, was der vorhat. Die hohen Spuren. Nimmt dem Kicker ein bisschen früherer Absprung.
Ja, pre-gepoppt, damit er nicht vorne hängen bleibt. So, jetzt the large kicker. Oh! And that looked like a 540, which was never meant to be a 540. That was not planned that way. That was not planned that way. I think he massively over-rotated and landed switch, but that did catch him by surprise. Not it's impossible to land switch, but... Raffi Fritz, schauen wir noch einmal, ob wir das Bombhole sehen können. Ja, und da sieht man erst, dass man auch an dieser Windlip, schauen wir da jetzt noch einmal hin, durchaus gut und gerne ein paar Meter weit springen kann. Schauen wir genau dort bei dem Felsen, das merken wir uns. Ja, und die Lerche. Die Lerche. The large tree, I think in English it is. Ich glaube auch, ja, large für sends Lerche. Sends him down, ja. Gott sei Dank ist But I like Flo the motivation, Orlik. I like the approach, absolutely. I like the balls, the just go for it attitude. Absolutely. No hesitation or whatsoever, but... Big disappointment, of course, by Raffi. He leaves the competition venue, skis off to the slope of the side. You can tell by his body language that he's angry about what just happened, but who can blame him? Next up, Teresa Novotná, representing the Czech Republic, ladies and gentlemen. And looking... at her achievement list, this is a very, very long one. With claiming victory 2020 in Standen at the Freeride by Ski Club Adelberg under 18. And this year, she was winning the NTC Young Stars Challenge in the under 18 category. Let's see what she is able to show us here at the Widersberger Horn. It should be our last female under 18 rider. Before we have a block of another 10 boys coming down after her. There she is, Teresa. Teresa Novotná. On course. Ein paar kürzere Schwünge oben. Interessant. Da neben den Lawinenverbauungen. Now approaching the really, really good snow in there where the winds obviously deposited also some centimeters of greatness. Was hat sie da vor? Send some spray over the cliff, making it look very spectacular. Yeah, we are switching between the view on our big screen and the live view. Because he's right now coming into a few of our rat truck. It is a beautiful face, isn't it? I mean, it's like, it makes you just want to be up there and ride. Absolutely. And you know what? A lot of riders are always saying, well, you know, if the face is in the dark or the weather is not so nice, it's super, super hard to judge your possibilities. But once it's bluebird and you can see it in its full awesomeness, then there are actually... endless amount of features, especially with the handmade kickers in there. So there are really no excuses to have an action-packed run through those 450 vertical meters. Exactly. And Teresa making full use of the terrain. A lot of turns in her run, a lot of powder turns. Not the spectacular drops that the boys showed us, but still very safe, joyful and free riding. Yeah. Joyful. Nice word. Joyful free riding at the Alpine Juwel. Ski Juwel Alpbachtal, das ist rausbringt. 45 lifts in the Alpbachtal, 90 kilometers of piste, and what I especially like, 25 huts. It's a good combination. 45 lifts, 25 ski huts. Mm-hmm. Yeah. To have your Kaspressknödel soup or whatever. Also the gourmet side isn't coming short by any means here in the Alpbachtal. And if you are not able to join us live here this year, you are doing everything right by joining us on the live stream. But make sure you are visiting the Alpbachtal here yourself at one point. Laurin Falkensteiner on course. Führt jetzt einen Block an von 10 Ski-Jungs aus Österreich, Deutschland und Kanada. Und wir sind gespannt, was er uns zeigt. Solider Cliff-Drop oben, vielleicht nicht der weiteste, den wir gesehen haben. 17 Jahre jung. Fehlerlos. Lasst jetzt hier den Lerchen eher aus
konzentriert dich ganz auf den oberen, den Raiffeisenkicker. Shifty. Weit kontrolliert, ja, nach wie vor fehlerlos unterwegs. Ist eher der Speed, der Speedfahrer. Der ganz gut krachen, ja. Darunter. Ha? Also du als Kiezspieler, warst ja an der Streif aufgewachsen, oder? Ja. Ja ganz besonders aufgewachsen wäre jetzt gelogen, aber zumindest geduldet, das Duldungsrecht in der Gamsstadt. Das muss man sich auch erst erarbeiten. Wie du sagst, hat aber eh nur 10 Jahre gedauert. Hast du einheiraten müssen dazu? Das ist noch nicht getan, aber zumindest hat es tatsächlich eine weibliche Hälfte gebraucht, die quasi den blauen Blutstest bereits überstanden hat, okay, was die Gamsstadt betrifft. Ja. So, Flo, Laurin Falkensteiner ist im Ziel und jetzt muss ich leider Gottes noch einmal lauter werden, weil mit Tobi Wallner steht einer meiner Nächsten oben im Startgate und ich will natürlich nicht zu viel versprechen vorab, aber du kannst dich auf ein Feuerwerk gespannt machen. Ich sehe hier einen ersten Platz, ja, in der Database. Erster offizieller Ausflug Kitzbüheler Skiclub 2020 beim Stanton Freeride. Und den hat er gleich gewonnen. Tobi Wallner hat sich gleich die Trophäe abgesahnt. Und ja, bin gespannt. Wirklich ganz, ganz feiner Skifahrer, netter Kerl. Hat mit dem Papa und mit Eli Grander gemeinsam in der Parking Lot geschlafen. Also da ist tatsächlich auch Dedication da. Wow. Die Jungs nehmen das richtig ernst. Ich freue mich schon sehr auf das, was uns Tobi Wallner jetzt zeigt. Wird. Erzähl uns was über ihn. Kommt er aus der Freestyle-Ecke? Ist er ein Racer oder? Er ist tatsächlich ein Freerider. Er ist tatsächlich ein Freerider, hat definitiv auch Aerial Skills, aber ist ein Freerider ganz viel, wie gesagt, mit dem Papa unterwegs. Das ist die Going Posse quasi. Mhm. Going Sport, der Papa der Chef. Und dementsprechend natürlich auch darf es am Equipment nicht scheitern, während wir hier einen wunderbaren Brezen vor unseren Augen erleben dürfen. Was wir auch erleben, ist, dass die Drohne gerade landet, wahrscheinlich um neue Batterien zu bekommen. Und jetzt startet sie wieder und damit darf auch der Tobi starten. On course, so. Tobi Wallner. Fingers auf der Windlip. Oh, da war noch keiner heute. Wow. Ja. Beherrscht perfekt die indische Technik. Es muss ein Kitzbüheler Spezialität sein. Mit einem Monstrum Left and Dreier von der Windlip hinunter. Wow. Flo Orli. Bist du deppert? Nice. Der Straight Air fein gelandet und jetzt zum Raiffeisenkicker. Ganz kreativ bis jetzt. Ganz Neues. Und noch ein Dreier. Fein! Super kontrolliert. Bravo, Tobi. Composure. Kein er ist Backler. Nämlich auch ein super Skifahrer. Schau das an. Und jetzt macht er einen Turn, wo andere Offensiven machen. Der hat jetzt nur einen Schwung gemacht seit dem Kicker. An zweiten. Your du, wenn friend. Da jetzt mit dem Speed über den Kicker geht, dann fliegt er aber ein bisschen zu. Na, feiner Speedcheck. Okay, das war gescheit. Oh, nein! Das war ein Tobi. Weg zum Winning Run, sage ich dir. Wenn er den steht, dann ist er mal am Podium. Da würde ich jetzt einmal den jugendlichen Leichtsinn attestieren. Why? Kommt da in der Anfahrt links herein und zwirbelt den weg. War in dem Fall möglicherweise einfach taktisch nicht das Allerklugste. Naja, du, wenn du gewinnen willst, dann passt den letzten Kicker nicht in den Schwanz einzügen. Du hast recht. Ach, Maria. Das Coaches Herz blutet, lieber Flo. Ja, aber das Zuschauersherz und Moderatorsherz und früher das Herz in mir lacht, weil der hat so viel gezeigt, jetzt Kreativität in der Linienwahl, Stabilität, Luft bei den Sprüngen und dann das Herz auch am Ende des guten Runs nicht zu sagen, den bringe ich safe nach Hause, wie es wahrscheinlich ein Stefan Häusl-Jüngling gemacht hat, sondern den Berg Reinbucher mit seinem ganzen Herzblut widerspiegelt und sagt, den mache ich jetzt auch noch Vollgas. Ja. Da hast du möglicherweise recht. Ja, ja. There is no holding back. Nein, die Leichtigkeit des Seins bis ins Ziel wollte sie tragen. Sensationell. Oben der Dreier über die Wächte. Eine Augenweide. Also das war glaube ich einer der schönsten Moves des Tages, wenn nicht der schönste. Der war so überraschend und der war weit und sicher gestanden. Feinsten. Aber ich habe mir das irgendwie schon gedacht, er ist mit so viel Speed zu dem letzten Kicker hinkommen. Hat er noch diesen
Doppel-Speed-Check gemacht, ja. Da war er nicht, ja, es war nicht ganz rund in der Anfahrt. Die, genau, das Problem war die Einfahrtsrichtung dort, oder? Ich glaube, dieser Geschwindigkeitswechsel von High-Speed auf Abbremsen, so ist und es. Dann noch den Dreierherrichter. Und dann das Einfahren, ja, genau, in den In-Run. Da hat so er vielleicht lieber sagst, zwei lange Turns machen sollen, statt den einen riesigen und zwei kurze. Genau. Weil er ist beim Wegdrehen schon ein bisschen aus der Achse gewesen. Das da hätte die Vari, genau so war es. Mhm. Und vielleicht auch die Einflugschneise in Richtung Monts-Royal-Kicker etwas weiter übers Kies Right wählen können. Genau. Gut, sei es drum. Eli Grander nach wie vor ganz, ganz vorne. Zwischenstände, Flo. Entschuldige, dass ich was haben sehr Wichtiges. Ja, eben. Das war jetzt eigentlich die Frage an dich. Ich glaube, wir kriegen die Resultate einfach erst am, okay, Ende. Wir haben ja kein Live-Judging. Wir haben auch die Kategorien abwechselnd mit zwei Judging-Panels. Perfekt. Wir warten einfach, bis der letzte Runden ist. Wunderbar, so machen wir es. Wir haben jetzt auch keine Punkt, also wir haben kein Eigenjudging gemacht sozusagen, gell? Das tun wir auch manchmal, sondern wir lassen uns überraschen. Eli Grander da draußen glaubt gerade sein Klump zusammen, da gibt es jetzt natürlich die Props hinüber in Richtung des Juniors, des Kitzbüheler Skiclubs, der eine blitzsaubere Leistung geboten hat und bei den Juniors, wie gesagt, der Herr aus unserem Triangle war, der seinen Run wirklich clean heruntergebracht hat. Der Bruder vom jungen Mann, den wir bereits in der U16-Kategorie gesehen haben, the Canadians are in the house again, the Crazy Canucks on the way with Timo Rolshoven. Wow, transfert den zweiten Klifter, also auch fehlerlos bis jetzt. Schauen wir, ob er den Lerchen eher mitnimmt. Nimmt ihn mit einem Straight-Air, wow, vorne hinein. Ganz zentral auf dem Ski. Puh. Der setzt nicht hinten rein. Und jetzt bin ich gespannt. Zeig uns einen Spin. Ja, da kommt der Lerchen. Der ist weit. Der ist weit. Über 20, 25 Meter. Da-dong, 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 da-dong. Wie bitter. Weil der Dreier hat wirklich schön unter Kontrolle ausgesehen. Ja, wenn du halt so weit fliegst, dann reicht schon ein Hauch aus der Achse zu sein. Du landest mit hoher Geschwindigkeit und genau das hat ihm jetzt dann die saubere Landung gekostet. Schauen wir uns das noch einmal an. Ganz kontrolliert, Spin nach rechts, links weg, Entschuldigung. Die Grätsche, ein bisschen drückt es hinten hinein. Das sind natürlich jetzt schon ein, zwei Hugel drin, ein, zwei Löcher von den Ridern vor ihm und einer von denen werden zum Verhängnis. Es drückt ein bisschen auf die Seite und dann kommen schon die Cartwheels. Aber es geht ihm gut. Die Fahrer wissen ja, wenn sie einen Sturz haben und es geht ihnen gut, es ist, tut nichts weh, sie sind nicht verletzt, gleich mit den Armen winken, da wissen alle gleich, der Contest Director und die Hersthelfer, dass alles okay ist. Wenn ein Fahrer mal verletzt ist, wenn er spürt, oha, da tut der Knie weh, ich kann nicht weiterfahren, dann verhält er sich ruhig und dann weiß das Safety Team, dass sie sofort hinkommen müssen, um zu schauen, wie es ihm geht. Ja, Stichwort Safety, wir haben ja nicht nur die Skidudes, die seine verlorenen Ski zu einem Fahrer hinbringen können, sondern natürlich auch Ärzte auf Ski, am Start geht, auf der Seite. Also wenn ein Fahrer wirklich mal eine Verletzung haben sollte, können innerhalb weniger Sekunden Helfer bei ihm sein und nach dem Rechten schauen. Ja, so langsam bekommt er wieder sein Material, zumindest einen Ski, aber er scheint, er hat sich entschlossen, Timo, zu Fuß hinunterzugehen. Oder ist ein Ski so weit hinuntergefahren? Wir haben es nicht genau gesehen. Er marschiert auf jeden Fall jetzt einmal zu Fuß Richtung Ziellinie. Und solange er unterwegs ist, kann natürlich auch der Nächste nicht starten. Der Jake Müller, der oben schon im Start geht, wartet. Was auch nicht leicht macht, man hat ja so einen gewissen Rhythmus, man hat so einen internen Count und man weiß, okay, noch drei Fahrer vor mir, so ungefähr 6 Minuten, 4 Minuten, 2 Minuten und dann läuft dein Countdown auf null, du willst den Start, gewiss los und dann stürzt der vor dir und dann hast du plötzlich eine 5 Minuten Pause. Ist ganz schwierig, da die Konzentration aufrechtzuerhalten oder runterzufahren und wieder raufzufahren. Und generell, Flo, die Frage von mir an dich, jetzt hast du am Grat oben quasi auszuharren, es ist oben wirklich schweinekalt, der Wind bläst herüber, was machst du, um dich da quasi in the zone zu halten? Ja, das ist nicht einfach, weil du willst ja beim Fahren jetzt nicht heiß haben, jetzt hast du oft eine Zwischenschicht, Primaloft oder Downen, weißt du, die Jacke ziehst eigentlich dann schon aus, machst dich zum Start ready. Was ich dann oft gemacht habe, da ziehst du sie wieder an, oben drüber und wenn es dann heißt 2 Minuten, nimmst du nochmal den Rucksack nach vorne und stopfst die Jacke da rein. Aber es ist nicht fein oben warten, wenn du eigentlich schon
sein musste. Wir haben auch kein Starthäuschen, wie es bei den Abfahrtsläufern auf der Streife ist oder so, sondern wir stehen ja auf einem Gipfel, ja genau. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wie ich meine letzte World-Tour-Saison gefahren bin in diesem Gorilla-Anzug. Mhm. Das war das unfunktionellste Kleidungsstück, das du dir vorstellen kannst, weil wenn du gestanden bist, dann war das so heiß, dass du dachtest, das rinnt oben rein, unten raus, aber wenn ein Windhauch war, dann hat der komplett durchgeweht. Also genau das, was ein Berg nicht haben. Spricht umso mehr für dich, dass du das durchgezogen hast. Ja. Nach 17 Jahren als Profi muss man in seinem Abschlussjahr schon ein bisschen eine Show mitmachen. Allerdings recht. Und eine Show macht sicher auch jetzt der Jake. Jake Müller. Next one on course. Oh, going for the big cliff. Bam. Kein Problem für ihn. Bib number 23. Jake Müller representing Austria. Ja, da ist ein bisschen zum Aufpassen, leichter Gegenhang. Und auch er wahrscheinlich in Richtung der Lerche unterwegs. Nimmt den als Straight Air. War heuer schon am Podium bei der NTC Youngster Challenge in Oberstdorf. Da war ich auch zum Zuschauen. Der war ganz flawless, glaube ich, muss sagen, oder? Absolut. Was heißt flawless auf Deutsch? Ja, eigentlich geschmeidig, oder? Und was heißt geschmeidig auf Deutsch? Eye Candy bei Jake Müller und Thomas. Oh. Das war, wow! Wir am K-Punkt. Um Gottes Willen, das waren gut und gerne. Ja, Flo, lass uns das nachzählen. Das waren vielleicht 30 Meter. Ja, also 25, 30 Meter. Schauen wir nochmal hin. Schauen wir nochmal hin. Im Replay. Der dreht aber ab. So ein bisschen ein Flatspin. Ja. Lass es ein 20er sein bis zur Landung. Die Flatspins sind ja gar nicht blöd, wenn man Kicker nicht so gut kennt, weil du siehst die Landung ja viel früher. Besser? Genau, du drehst, siehst du eigentlich gleich. Mhm. Das Problem ist, dass du natürlich um eine zweite Achse auch noch drehst und damit ist es auch leichter, dann off-axis zu sein, was ihm jetzt auch passiert ist. Weil beim normalen Dreier siehst du die Landung später, aber du bist halt doch in deiner Achse drin. Hast du größeres Landefenster. Jake Müller. Du hast gesagt, in Oberstdorf war er schon mit dabei. In Oberstdorf war er heuer Zweiter, genau. Und vor zwei Jahren in St. Anton war er schon mal Dritter. Also, wenn dem seine Runs aufgehen, dann kann er auf jeden Fall am Podium stehen, aber das hat man auch gesehen. Absolut, ja. Ja, Österreich, Gott sei Dank, auch bei den Skifahrern wieder vertreten heuer bei der World Tour mit Walle Rainer. In diesem Fall der Gruß in Richtung St. Anton macht seine Sache bis jetzt sehr gut, würde ich sagen. Der Walle Rainer, mit dem habe ich auch gesprochen, bevor er losgefahren ist Richtung Baquera und Andorra und gesagt, Walle, fahr bitte mit 90%. Er hat gesagt, nein, ich fahre mit 80%. Weil das müsste eigentlich reichen, dass er sich in diesen Top 10, Top 12 haltet und bis jetzt geben das auf. Er ist sicher nicht 100% vorn von dem, was er kann, aber das wollte er gar nicht, sondern er wollte einfach safe Runs runterbringen und das, glaube ich, macht das sehr gescheit. Absolut. Als Rookie auf der Tour. Nach Kicking Horse ja jetzt dann auch der Cut. Kicking Horse übrigens heute Nachmittag, ich glaube 16 oder 17 Uhr. Siehst du das? Ja, ist der Livestream von der Freeride World Tour. Das heißt, das ist hier die Vorspeise heute und die Hauptspeise gibt es dann um 17 Uhr. Obwohl das, was der David da macht, auch schon ziemlich hauptspeisig. Das Money, wo es kommt eigentlich schon ein Schnitzel daher. Mhm. Ist eine vollwertige Mahlzeit, die wir hier sehen. Der ist schön. Der gefällt mir am besten. Ich wollte gerade so sagen, der Transfer ist fein. Wenn du da ein Right-Side-Spinner wärst, dann wäre es auch ein idealer Dreier. Und was macht er? Aha. Aha, dazwischen der Lerche durch. Bei der großen, ein bisschen weiter Skiers Right. Macht er noch einen Schwung kurz vor dem Kicker, fein. Sehr gut. Ja, das ist bis jetzt aller Ehren wert. Ja, für die Judges nicht einfach, weil diese sehr ähnlichen Runs auseinanderzuhalten, da geht es echt um Nuancen. Ist der Dreier ein bisschen weiter, kürzer? Ist die Geschwindigkeit höher? Auf der anderen Seite denke ich mal, Entschuldigung Flo, ist es fast leichter, ähnliche Runs miteinander zu vergleichen, als... Bleib stehen! Bravo, David! Weit gesendet. Den Montreal-Kicker weiter left side Dreier. 16 Jahre Gegensatz, jung. Genau. Und wenn Jake du mich fragst, Flo, ist der jetzt ganz, ganz vorne bei den U18-Jungs. Von oben. Das hat vom ersten Moment an sehr solide ausgeschaut. Alles mit viel Geschwindigkeit, auch der Transfer. Feiner die Kreativität genau war drin. So. Ja, auch die kleinen Nuancen, so wie da bei der Lerche, was wir gesehen haben, hat da einen anderen Sprung gewählt, wie die anderen den Dreier komplett ohne ein Problem eingestellt. Und der letzte unten, den haben wir jetzt leider nicht mehr gesehen, auf jeden Fall das Highlight vom Run, also dass er den so ausgefahren hat. Wow. Super, super, super. Ski-Juwel Altbachtal is providing the goods, ladies and gentlemen.
And you are part of our live stream here, second Open Faces stop of this year after the kickoff in Kappel. We are hosting the event in the beautiful Alpachtal. Exactly. And we're going back up to the start. Five more boys to go in the under 18 category of ski men. The next one, Florian Michelini. And I have a nice story to you because I met his dad 2 days ago in St. Anton climbing a Via Ferrata, a Winterklettersteig. Mm-hmm. And where he was with Tao Kreibich's dad. Ah. It was really nice to see that the daddies of the so hot right now youngsters are still ripping it up and climbing skis. And skiing. This sounds familiar to me. Big shout out to the Michelini family for their passion for skiing. Michelini, it's a Corinthian name, but in this case they might be based somewhere else. I just know that Florian is a very nice name. Mm-hmm. 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 Oh yeah, Florian Michelini. Xieberger. Xieberger. Mm-hmm. Es ist super gsi. Ja. Verstanden die uns? In Vorarlberg überhaupt. Ich glaube, da ist ja die Gebärdensprache. Für alle Vorarlberger Zuhörer gibt es die Gebärdensprache bei uns. Wir sollen ja heute hier zweisprachig moderieren, aber vielleicht müssen wir es dreisprachig machen, damit sie uns überall verstehen. Genug gescherzt, konzentrieren wir uns auf die Action. Flo Michelini, ganz solide, schau dir so an. Ganz entspanntes Shifty in 5 Meter Höhe. Also das kann ihn überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, dass er da kleiner Speedcheck, das müsste da vielleicht gar nicht so sein. Wow. Ah, hat da tatsächlich auch ein bisschen Fetten. Ja, landet eigentlich mehr auf einem Ski, ist aber auch um einige Meter weiter gekupft als der Rest der Bande hier. Genau das will ich sehen. Der Dreier oben bei der Lerchenwächte. Weil der macht den Dreier da schon, wo eigentlich noch gar nicht angedacht ist. Und gleich noch einer. Und der weit. Der ist weit. Bleib stehen. Boah. Gott sei Dank. Wir bringen uns da zum Wackeln. Bissl im Backseat bei der Landung. Aber der geht einfach weit. Aber er war nicht mit dem Hintern im Schnee. Es war nur die Hand. Also maximaler Stage 1, wie es heißt. Die Judges unterscheiden ja das Stage 1, 2, 3 Landing. Mhm. Hups, hat fast die Kompression übersehen. Jetzt konzentrieren noch einmal. Das war jetzt, glaube ich, smart, dass er hier gerade gekopft ist, weil sonst wäre es ihm so gegangen wie deinem Schützling. Tobi Wallner. Den es beim letzten Kicker noch ausgehoben hat. Genau, so schaut es aus. Ja. Also ganz stark heran bis zum Montreal-Kicker. Da wird natürlich im Vergleich zu den anderen nicht die Punkte mitnehmen, die man braucht, aber trotzdem ziemlich weit vorne dabei wird er da schon sein mit dem Randerflor. Unerhört solide Florian Michelin. Ja, das war super. Es ist nämlich auch da oben so, dass das genau schön in die Trainee eintreffen musst. Genau. Und der hat mir sehr gut gefallen. Schau, wie den schön langsam dreht. Ah, da ist er vielleicht 1,2 Meter gewesen. Aber trotzdem clean. Aber mich hat interessiert, was da noch beim letzten passiert ist. Die Einfahrt zum letzten Kicker, da hat irgendwas nicht passt. Genau. Und dann hat er einfach gesagt, gut, ganz sanft nur drüber, nichts riskieren. Genau. Ja, da haben wir ein paar gute gesehen. U18 bei den Buben. In dem Fall kann man ja von Buben warten. Oh, da kommt der Nachwuchs. Schau, roter Helm da beim Red Bull Wigwam vorbei. Da kommt der Freeride-Nachwuchs. Was ja ganz interessant ist, wir haben es schon mal einmal kurz angesprochen, es sind ja bei den U18 und U16 Juniors keine Kopfübertricks erlaubt, keine Frontflips, keine Backflips, also auch seitliche Spins, Flatspins, nur so, dass der Kopf immer über den Skiern ist. Was aber nicht heißt, dass wenn mit den Jungen Skifahren geht, so wie wir das oft machen vor einem Event, dass die nicht den halben Tag Kopf überhängen. Ja. Die machen Backflips über jede Windlip. Ja. Aber im Contest dürfen sie es erst, wenn sie 18 sind. Perfekt. Danke, Flo, für diese Klarstellung. So, das kristallisiert sich da oben jetzt ein bisschen als the place to be heraus. Und dann da ein bisschen Cross-Court. Schauen wir, was er macht. Simon Wiedauer nimmt den Falllinie. Ja, aber auch smart, weil da war er der Erste, der da gelandet ist, oder? Und kann da auch diese leicht flache Landung tadellos abfedern und nimmt den Speed voll mit zum Lerchenkicker. Auch mehr als nur ein Nobody. Dritter Platz heuer in Kappel bei den unter 18-Jährigen. Da ist natürlich beim Reihenfeißen-Kicker die Erwartungshaltung schon groß. Ich kenne es selber vom Judgen. Wenn du 3, 4, 5 Leute gesehen hast, die einen Dreier gemacht haben an einem Kicker und dann kommt einer, der einen Straight-Air macht, der ist natürlich der Wow-Moment nicht so wie bei den anderen. Schauen wir, was er hier unten beim Montreal-Kicker macht. Auch da wird es ein Straight-Air, auch wenn der weit geht. Wunderschöne. Die Amplitude ist nämlich, die Flugkurve ist. Oh, was ist jetzt das? Das ist jetzt natürlich bitterst.
Gottes Willen. 20 Meter vor der Ziellinie. Hat dort unten die Kompression übersehen oder was ist dort passiert? Es hat ausgeschaut, als hat irgendwer seine Ski festgehalten auf einmal. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Das ist die alte Regel. Schau mal hin. Hat die Konkurrenz da Skifänger vergraben? Ja, und da ist so eine kleine Kompression drinnen und genau dort war er ein bisschen zu weit vorne in der Position. Es schlägt ihm den Ski auf. War das nicht der Bode Miller in der zwischen Hausbergkante und Zielsprung in Kitzbühel einmal mit Tempo 130, der plötzlich am Innenski rumgefahren ist? Ja. Und der auch das Netz genommen hat, oder? Ausfahrt Steilhang, der da die 30 Meter Wallride am Netz dahin gefahren ist, auf der Plane. Das Alpbachtal, der Raiffeisen-Club, Scott Mons-Royal, die Main-Partner bei den Open Faces an dieser Stelle. Natürlich, man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ein Reason-Shoutout an all unsere Partner, die uns schon seit Jahren die Treue halten. Ohne die unmöglich, so eine fantastische Serie aus dem Boden zu stampfen. Und mindestens genauso wichtig wie alle Heinzelmännchen, die uns beim guten Gelingen quasi am heutigen Tag hier helfen. Genau, big shout out to the organization crew, more than 10 years now, a tight-knit couple of friends who've been organizing the Open Face events for many years, and thanks also to our sponsors, to Alpbachtal here especially, but also Scott, Mons-Royal, the Bezirksblätter, let us not forget any, the Raiffeisen Club, and all the other partners who are helping to make this come true and give the kids and juniors a platform to show what they can do, and what we do see is a great show. Absolutely. Fantastic, yeah. And this is what I'm most fascinating about is the level within the juniors categories. Luca Wieland, the next one, who will display free riding at its finest. Da sieht man auch skitechnisch, sind die Jungs bereits wirklich mit allen Wassern gewaschen. Und auch der Line, auch er, also him, taking this cliff a bit further over to Lucas left, where he has a fresh landing. Maybe the coaches called him up. Ciao. And here we see the air you were asking for. Left-Zeit. Das ist jetzt die Frage, ob das dort oben, habe ich das jetzt richtig gesehen, dass er es tatsächlich mit dem Left Side probiert hat. Ich mir natürlich, Jesus. Und der will es aber noch einmal wissen. Und jetzt geht es aber dahin. Fuß über Kopf quasi, ja. Der Run ist leider zum Abhaken, da gibt es nochmal den Spread Eagle. Der ist zum Abhaken, ja, wie schwer ist das? Du stehst da oben eine Stunde voller Vorspannung und dann machst du deinen zweiten Cliff und weißt, okay, eigentlich ist es schon vorbei, da sind 20, 25 Punkte weg. Das heißt, selbst ein perfekter Run von da weg wird ihn nicht mehr über die 50, 60 Punkte bringen und damit nicht im Podium nähe. Dann ist es gescheiter, man macht so wie er noch ein Spread Eagle für die Seele und safe hinunterfahren. Schauen wir nochmal hin. Der Left Side Dreier. Aber es ist ein schwieriger Absprung. Ah, ganz, deppert, ganz, also. Ganz hart. Ganz, ganz hart. Over the handlebars. Over the handlebars. And that means we're down to two. Two more riders in this key male category in the under 18 crew for the Freeride Junior 2-Star at Alpbach. Cosmin Thurnwalder, der Vorletzte, der bei den Juniors hier in die Vollen geht. Vierter Platz, Jössers, vierter Platz bereits heuer in Kappel bei den U18-Männern und in Oberstdorf mit ein wenig Pech nur an der 11. Stelle. Wir schauen ganz genau hin, was er uns im Alpbachtal imstande ist zu zeigen. Das Alpbachtal übrigens, wie ganz oben auf der Website steht, das wohl schönste Tal Tirols. Mhm. Ich bin gespannt, was die Touristiker in Kitzbühel, im Zillertal und sonst wo sagen. Ich aber es glaube, ist wirklich schön. Ja, also, so ist es. Und hat was ganz Eigenes da. Dem ist da eigentlich nichts hinzuzufügen und da greift man auch nicht allzu hoch. Das Alpbachtal tatsächlich nicht umsonst auch seit gefühlt 100 Jahren der Austragungsort des Forum Alpbachs, wo sich quasi nicht nur die guten Skifahrer, sondern auch die Gescheiten. Seit 1945 treffen sich die. Also rechnen wir es zusammen, 67 Jahren gibt es dieses Forum Alpbachtal schon. 67 Jahre. Rechnen wir noch. Ja. Die Mathematur, meine Damen und Herren.
Ah ja, das auch ist schon 1945. Ja, ungefähr. Bleiben wir lieber bei unseren Leisten und schauen dem Kosmi zu und schauen, was der macht. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich wurde mit 1 sehr gut maturiert bei Mathematik. Das war, glaube ich, mein erster 1er in der ganzen Oberstufe, war bei der Matura, weil da habe ich das einzige Mal was gelernt. Na, siehst du das? Auch das ist normalerweise wegzubiepen. Bitte lernen, liebe Kinder. Ja, ich hoffe, dass meine Kinder heute nicht zuhören, dass ich nicht gehört habe. So ist es. Also jetzt freut es mich, wenn sie zuschauen und schauen wieder, Kost mit einer ganz eigenen Interessant, Technik. Interessanter Speedcheck, ja. Den rutscht der Hammer. Die Judges zu sehen, ob die das jetzt so quasi als Style-Faktor oder positiv bewerten. Ja, genau. Oder eher als technisch mangelhaft. Schade. Ein Ski in dem Landeloch des vorigen, ein Ski im Tiefschnee und die sind nicht mehr auf gleiche Geschwindigkeit. Eins muss man dort natürlich sagen, Flo, die Landung bei der Lerche ist eine flache. Das heißt, zu weit vorne, der Leitz tut einfach nicht. Das der Leitz nicht und wenn ich jetzt ein Coach wäre, dann hätte ich das auch schon hinaufgefunkt, sag Achtung bei dem Lerchen eher. Da sind jetzt auch schon 1-2 gestürzt, das heißt, die Löcher, du hast Fußstapfen. Tja, siehst du, das Gelände ist ganz variabel. Steigt er da auf, der nächste landet vielleicht eine Skispur, es wird hier nicht einfacher. Schauen wir hin, wie es dem Cosmin geht. Glaubt er noch sein Klumpzammern? Der Stecken geht ihm noch ab. Aber jetzt scheint es, als ob er da auch alles beisammen hätte. Da sieht man noch einmal den Tumble. Cosmin Turnwalder. So, auch die Drohne sortiert sich, dass du noch wieder kurz Zeit zum Durchschnaufen und dann machen wir weiter mit dem letzten beiden Juniors, aka Lukas Schweiger, representing Austria, der letzte, der es für die rot-weiß-rote Skination am heutigen Tag tun wird. Gut, dann, wie gesagt, haben wir die Juniors auch bereits abgefrühstückt, super smooth bis jetzt, Gott sei Dank, alle Slams ohne gröbere Zwischenfälle verlaufen und dementsprechend sind wir dann natürlich auch gleich bei den Freeride World Tour Qualifiern und das ist jetzt der bereits angesprochene Lukas Schweiger, on course, der letzte. Ah, das war eine schöne Variante mit dem Spray-Turn über die Wächter hinunter, haben wir in der Form auch noch nicht gesehen. Aber jetzt leider Gottes ein bisschen zu weit unten, um das Griff mitzunehmen. Schwer zu sagen, ob das geplant war oder ob er da tatsächlich im oberen Bereich ein bisschen die Linie verloren hat. Luki Schweiger approaching den Raiffeisen-Kicker. Da kommt der Dreier. Smart, nicht zu weit. Und somit dementsprechend hart angespinnt. Oh, auch er. Speed is your friend. Skitechnisch durchaus einiges zu bieten. Jetzt der Speedcheck für den Montreal-Kicker. Holt weit aus. Macht es gescheit. Hat eine lange gerade Anfahrt am Schluss. Da kommt vielleicht noch ein Spin. Na, sendet ihn gerade. Bringt das sicher nach Hause. Lukas Schweiger, wir notieren oben möglicherweise, oben sehr kreativ, das gilt es einmal festzuhalten, mit diesem Spray-Turn auf der Wächte. Dadurch jedoch bewusst oder unbewusst wissen wir nicht, den Felsen im oberen Bereich ausgelassen. Dann der Left-Side-Dreier beim Raiffeisen-Kicker und herunten solides Skifahren. Ich würde sagen, so wollen wir es eigentlich sehen. Gell? Stay within your limits. Stay within your limits. Genau, so ist es. Das waren die Juniors für den heutigen Tag und ich muss sagen, hat mir getaugt. Ja. Also da waren Wow-Momente, da waren riesige Sätze, auch ein paar spektakuläre Tomahawks. Ja, absolut. Kreative Linien, es war alles dabei. Du hast ja bereits auch in Kappel Dienst getan und der Vergleich, Kappel-Schneebedingungen möglicherweise etwas ranziger, als sie den das heute wir, hier sind. Ja, den Vergleich müssen wir verschieben, weil unser Contest Director hat schon das Okay gegeben für die Großen, ja. Der Freeride World Qualifier Einstein ist schon gestartet und zwar mit unserer ersten Snowboard-Dame Junior Bertolotti. Ja. Also wenn man eine Italienerin ist, dann möchte man eigentlich Giulia Bertolotti heißen. Genau. Ciao Giulia. Wow. Die Giulia scheißt sich nichts, sondern springt gleich einmal einen riesen Felsen. Ja. Ja, ist zwar da eingeschlagen, aber
das Judging bei den Snowboard-Mädels, das muss ich auch dazu sagen, ist nicht so hart bei den Landungen, weil man möchte die Mädels einfach ermutigen, einfach es zu probieren, einfach Sprünge zu machen. Okay. Und es werden hier weniger Punkte abgezogen für den Sturz als bei den Jungs, wo man sagt, die sollten es schon schaffen, auf ihren Füßen zu bleiben, auch wenn der Fels mal etwas größer ist. Okay. Also Big Props für die Julia. Ja. Ja. Bellissimo. Ancora una volta, ciao a tutti in Italia, la famiglia e amici di Giulia Bertolotti. Das hast du so einstudiert, nehme ich an. Nein, das geht, das ist ein Stegreif. Das kommt quasi aus der Hüfte geschossen, wunderbar. Spanisch dauert immer leichter, das kann ich besser nach vielen Jahren am Segelboot in Spanisch Gewässern. Ja. Aber Italienisch geht auch ein bisschen. Okay, so. Man kann tatsächlich alles. Das ist kein Gerücht, was man sich erzählt. Julia, beim letzten Kicker, jawohl. Okay, auch der war's. Julia Bertolotti. Der Name geht hinunter wie Honig, muss man sagen, gell? Ja, das tut die Sprache generell so. Italienisch ist einfach wunderschön. Bertolotti. In puncto Informationen sind wir da etwas dünn gesät für die Julia. Aber was wir wissen, ist, dass wir 6 Snowboard-Mädels am Start haben. Das ist wichtig. Das freut mich immerhin. Schau noch einmal, das ist ein ganz guter Satz. Er hat sich einfach freiwillig ein bisschen nach hinten gelegt. Also ich glaube, die hat das drauf, die könnte noch locker stehen. Ich glaube, dass sie da vor allem mit dem Approach ein bisschen nach links zu springen, auch genau auch wie in das Loch gesprungen ist, quasi dort, wo der Gegenhang auch ein bisschen anfängt, vielleicht nicht hundertprozentig ideal. Es ist mit dem Snowboard immer schwierig, wenn du aus der Achse landest. Mit den Ski ist das einfacher. Das kannst du durch die 2 Ski, die auf verschiedenen Ebenen sind, dann leichter austrieren. Mit dem Snowboard ist es viel schwerer. Also mein Tipp an alle Snowboard-Jungs und Mädels, bleibt in der Falllinie. Da tut es euch leichter, die Sprünge zu stellen. Siehst du das? Bitte mitschreiben zu Hause. Und wenn Sie sich jetzt denken, was will mir der Orle übers Skifahren erzählen, tun Sie sich nicht täuschen. Ich habe bereits davor gesagt, der Mann kann wirklich alles. Und der ist auch auf 2 Gleithölzern aller Ehren wert. Ich bin ja immerhin Landesskilehrer auch geprüft. Ja, keine weiteren Fragen, um Gottes Willen. Ich musste vorgestern, war ich mit Gästen am Arlberg führen, wo ich die Familie Michelin getroffen habe. Und dann ist einem meiner Gäste am Splitboard die Bindung gebrochen. Und wir konnten sie dann nur mehr in Aufstiegsmodus montieren. Und ich musste ungefähr 700 Höhenmeter abfahren auf einem Splitboard im Skimodus in Snowboard-Schuhen. Also es war wirklich eine Herausforderung. Weil ich gerade die Ehre hatte, mit Xavier Delerue in der Schweiz was zu moderieren. Der hat gerade ein Tutorial herausgebracht online, How to Splitski, wo es genau um das geht, wie du quasi mit dem Splitboard bergab unterwegs bist. Ja. Und zwar ohne dir sämtliche Knochen im Körper zu brechen. Und du brauchst das Tutorial zwar nicht, aber für all jene, die hin und wieder in diese Situation kommen, das ist definitiv was, was man sich anschauen kann. Es ist so gut, wenn man das mal freiwillig gemacht hat und nicht erst dann das erste Mal macht, wenn es irgendwo brennt. Sein muss. Ja. Genau. So, jetzt lassen wir den Schnee brennen. Helena Launay Orlando. So soll es sein. Representing España, ladies and gentlemen, international is the word we are looking for. The next one from abroad, representing España on her skis, dropping in just a few moments. Okay, dann probieren wir das auf Spanisch, oder? Ich bitte dich darum. Bienvenido a toda la gente que están con nosotros ahora con el live stream hoy con Open Face Alpachtal. Ja, la primera señorita en la categoría Ski Señoritas, Helena Launay Orlando de España. Hört sich so ein bisschen an wie ein Bordfunk, Flo. Wie ein Bordfunk, ja. Wie der Bordfunk vom Boot, wenn du um Einlaufgenehmigung in Barcelona bittest. Wow, aber die kann's, das ist Skitechnik, wie sie mir gefällt, lieber Flo. Das ist wunderbar. Das ist ein Spray, wie er schau, mir schau, 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 schau. Die Dame versteht's, die Latten gehen Tal zu bewegen. Wunderbare Skitechnik, auch wenn sie da das Cliff dann auslässt. Aber dort oben die Kurzschwünge, die lassen mich mit der Zunge schnalzen. Ja, die steht gut drauf. Komisch, warum hat sie den Felsen jetzt so auslassen? Hat sie das spontan entschieden? Da, das Trade auch. Vielleicht bei den Airs ein bisschen Safety First. Lassen wir uns das Ganze weiter zuführen.
Wir steigen um auf Direct View, wenden unseren Blick auf den Berg. Der Live-Viewer, ja, die versteht es wirklich. Schau her, die Achsenparallelität, ja, die Rechtsschwünge. Chef ist der Außenski. Der Hüftknick, ja, da laufen. Genau. Mhm. Da schlägt das Herz des Skilehrers höher. Ja, vielleicht ist ja Skilehrerin. Aha, das sehe ich gerne. Sie entscheidet sich da für den Natural Takeoff. Mhm. Das ist diese Halfpipe, dieser Takeoff da an der Skiers Right Seite. Und jetzt muss sie zurück herüber in den Finishline Corral. Und hat sich diese Kompression ein bisschen übersehen und hat sich dort sitzt im, kurz ab am Rücken. Im Firn eingebaut. Ja klar, das schaut komplett von der Nordseite durch diese Kompression und in die genau Südseite so und ist vom Pulver in diesen schweren Schnee ein und das hat sie überrascht. Genau. Die Skistempel bleiben stehen. Der Sulz. Genau. Der da Sulz. Kann die beste Skilehrertechnik nichts ausrichten. Da brauchst du die Schranzhocke für ein paar Meter und dementsprechend ist das jetzt natürlich der Walk of Shame da herüber. Die kennen es in Spanien nicht wahrscheinlich, das ist das Problem. Nein, du hast recht. Ach Maria, das tut mir jetzt wirklich im Herzen weh. Ich fühle mit der Helena, weil das war gerade skitechnisch einfach stellar, was sie uns da geboten hat. Also die ersten 15 Fahrsekunden oben, das war wie in einem Freeride-Movie, oder? Bonissimo. War wirklich schön. Bonissimo. Cabron. Naja, gut. Wird sie wahrscheinlich ähnlich giften wie uns. Hanna Gutermann ist die Nächste. On course. Aha, bleibt doch fast auf der Backside ein bisschen hängen, Flo. Schau. Ja. Ein neuer Air ganz oben. Ganz eine neue Line, schau. Genau. Sieht man, hat die Wächte bis halfway vom Startgate heruntergenommen. Wie clean das war, die Landung von diesem Sprung, weil es hat so gestaubt. Der Spur nach schaut es aus, es muss da mal. Hat gerade und gerade den Slam vermeiden, im Schnee gewesen vermeiden sein, können. Ja. Uhu. Da der Straight Air bleibt bitte auf der Backside. Und jetzt aber das Cartwheel. Schau mal her. Bitter. Der große Vorteil bei den Snowboardern ist, sie verlieren das Sportgerät nicht ganz so leicht. Ja, das ist mir immer sehr sympathisch. Also ich fahre ja auch gern Ski, aber diese Idee, dass jederzeit ein Ski nach links und einer rechts abbiegen kann und dann einer weg ist, das ist mir immer wieder suspekt, muss ich sagen. Also. Ich verstehe dein Denken, wiewohl ich es natürlich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann. Und jetzt ist endgültig der Wurm drinnen. Naja, nach ein paar solchen Schleuderstürzen, da bist du natürlich dann nicht mehr ganz so bei der Sache. Da wie kann du man richtig ja das sagst. Nicht da verdenken. 17 G-Forces aushalten müssen da beim oberen Tomahawk und dementsprechend jetzt natürlich nur mehr ein Safety Run hinunter ins Ziel. Bin wirklich gespannt, Flo, ob diese linke Seite unseres Faces Gehör finden wird am heutigen Tag oder ob das was ist, was tatsächlich hundertprozentig vermieden werden wird. Jetzt schauen wir uns das Zoning noch einmal an, wenn ich dich einladen darf. Wo haben wir das? Das ist das. Bei uns geht's weiter mit Local Hero Vicky Candlin. Die hat ja heuer schon gezeigt, in Kappel, wie gut sie draufsteht. Und die kennt natürlich dieses Face wie die Westentasche. Und deswegen öffnet sie auch eine ganz neue Linie. Schau auf, Bernd. Schau. Ein neues Cliff. Von der Vicky. Das ist dieses Center Cliff. Ja, genau. Das nenne ich Local Knowledge voll ausnützen. And there you were die erste, die heute rüberfährt. Sorry, Flo, able to spot the avalanche debris there? Exactly. So, Vicky Candy, local hero girl, lives here in Alpbach and she knows his face like no other. And she showed immediately that she makes use of it by going to a completely new area at the top and showing a cliff which we have not seen until that point. Mm-hmm. And a flawless run by her so far. Mm-hmm. Wow. Nice one, Vicky. For all our English viewers. Oh, holla die Waldfee. Die Dame versteht's auch, die Geräte talwärts zu bewegen. Winner of this year's Open Faces 3-star event in Kappel. Mm-hmm. And this is only at 18 years of age. So she has a bright future ahead of her. Here is the last kicker. Whoa! Straight air. Solid air turn for Vicky.
couple more seconds and she's in the finish. Nice. And she's gotta be stoked. Huh? And listen, the Alpbachtal is going crazy. We open the window. There you go. What an atmosphere. Thousands of spectators in the meanwhile gathering here at the bottom of the Widersberger Horn. Super nice atmosphere. Der weiße Kai am Mikrofon. And Vicky Kanglin, local here on the finish line after a great run. She will not be last today, that's for sure. Congratulations, Vicky. But it goes on immediately. Elena Candagiago. Candagiago. Un'altra chica d'Italia. Elena, good luck for your run. Oh, the wind blowing snow dust off the ridge. Ooh, beautiful pictures. Following the lip for a while and now dropping in to the main phase, approaching the big cliff area at the top. Nächste Snowboarderin. Taking it easy. Slow approach. Looking for the cliff. Sticking it. Nice one. Smart riding once again. Sieht by man schon. An Italian snowboard girl. Yeah, not going too fast, but finding fresh air with a completely fresh landing. I like that. Mm-hmm. Da oben, der Schatten wird jetzt natürlich dann auch immer länger werden, da auf der Skiers Right Seite. Ah, Biesl am Tail gelandet. Wird sie natürlich nicht hundertprozentig happy sein mit dem Slam beim Raiffeisen Club Kicker. Schade, weil bis dahin war es eigentlich clean. Aber da hat sie da auch sie zwei, drei Cutways hingelegt. Es wird auch im Snowboard nicht leichter runter, gell? Man sieht, wie es da ein bisschen umwirft in die Spuren. Es schaut mir immer wieder so aus, als dass sie es fast nach hinten umschmeißen. Ich glaube, die ist auf irgendeinem fischähnlichen Board unterwegs. Was es bei den Skifahrern auch gibt, im Snowboard ist es ganz innen, sehr kurze Boards, lange Nose, hinten ein Schwalbenschwanz, wie man es eigentlich schon vor 30, 25 Jahren zum Tiefschneefahren gehabt hat, gibt, ist jetzt wieder ganz innen. Gibt Schwalbenschwanz natürlich auch bei den Skifahrern, kann mich erinnern, Dynastar hat da glaube ich einmal so eine Linie herausgebracht. Mhm. Man könnte aber nicht sagen, dass sie das durchgesetzt hat. Im Snowboard ist es richtig toll zum Fahren, sowohl auf der Piste als auch im Tiefschnee. Auf Ansage, würde ich fast sagen. Genau. Mhm. Das Einzige, was nicht fein ist, ist, wenn es eben so verspurtes Gelände und hat. Und vor uns feiern die Alpbacher noch einmal. The one and only from the Alpbachtal with a super, super solid run, Vicky Kanglin. Vicky! Next one on course, Madeleine Grasbon, out of Germany. Auch sie da oben auf der Skiers Right Seite unterwegs. Während die Alpbachtaler da all in gehen und die Vicky im Ziel begrüßen. Weißt du was, und die lassen wir jetzt einfach einmal zu uns einer da, oder, die Vicky? Flo, die soll sich da zu dir einer kuscheln? Ja, sicher, Vicky, komm nur einer zu uns da, während wir bei Madeleine Grabon mit dabei sind. On course, nach wie vor die Dame aus Deutschland mit ihren Skiern. Genau, während die Madeleine unterwegs ist, kommt die Vicky daher immer noch aus Orten. Von ihrem Run. Vicky, gib uns einen kurzen erstens gratuliere mal zu deinem super Run. Ziemlich fehlerlos, oben ist unten, tolle kreative Linie. Erzähl uns kurz, wie war der Schnee und wie war das zum Fahren halt? Es war zum Fahren war es richtig geil. Also ich habe einfach so eine Gaudi gehabt. Und ich hoffe, das hat man auch gesehen. Und oben war der Schnee ein bisschen crusty, aber es ist gut gegangen. Total fein zum Fahren, einfach Gaudi heim. Vicky, warum hast du dich dazu entschieden, tatsächlich dann als erste quasi das Middle Cliff im oberen Teil zu nehmen? War
ich habe das jetzt die letzten paar Tage schon gesehen und auf dann habe ich mir gedacht, das schaut ganz gut aus. Ich glaube, jeder steuert so Riders Ride auf die Cliffs zu. Und habe mir gedacht, ja, mache ich das anders. Gescheit, gescheit. Du kennst ja den Berg wie deine Westentasche, oder? Ja. Ist das der Grund, warum du das überhaupt machen hast können? Muss man den Berg kennen, dass man da rüber fahren kann zu dem Cliff, dass man weiß, geht das überhaupt, kommt man da hin, wie ist die Landung und so? Nein, ich glaube, dass man das so auch machen kann. Es ist relativ einfach, das Face. Aber der Cliff hat mich in der letzten Woche schon immer angelacht, weil ich beim Lift aufgefahren bin. Und dann kann man echt den springen. Ja. Der Cliff hat die Vicky angelacht. Vicky, danke fürs Vorbeischauen. Ja, gratuliere. Wir hoffen, dass die Punkte heute reichen, dass du wieder so weit oben stehst wie letzte Woche in Kappel. Bitte. Auch sie lacht uns an, Flo. Ist dir das aufgefallen? Nicht nur das Cliff lacht die Vicky an, sondern auch sie uns, eine Strahlefrau. Und zwar das über das ganze Gesicht. Ja, die ist aber immer so drauf. Mhm. Ich glaube, vor allem, wenn sie schief die hat, dann hat sie einen Grinsen. Ich maße es mir nicht an zu sagen, das liegt an uns. Keine Frage. Aber das ist jetzt eine ganz, ganz feine Skitechnik von der Nächsten. Das ist Lilly Schmidt. Oder bin ich da jetzt irgendwo falsch unterwegs? Weil da handelt es sich wieder um eine Skifahrerin und ich habe tatsächlich nichts mitbekommen, wo wir da umgehen, Flo, leider Gottes. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt Annalena Gurschler ist oder wo wir da jetzt tatsächlich auch umgehen. Ja, tut mir leid, durch unseren kurzen Live-Einstieg mit Report aus dem Face von der Lilly. Wissen wir es nicht? Wow! Schöner Dreier! Der erste Sprung über den Scott-Kicker heute und das gleich mit einem Dreier. Wunderbar. Ja? Wunderbar. Und das von einem Mädel. Also jetzt. Und die Skitechnik ist aller Ehren wert. Deswegen wäre es auch angebracht für uns zwar Nasen da herinnen zu wissen, wer das jetzt da ist. Aber das haben wir schlichtweg verschlafen. Also wenn das jetzt in der Tasche ist, war das davor die Annalena. Naja, die Annalena ist eigentlich eine Snowboarderin, zumindest auf unserer Liste. Nein. Die Natascha, die jetzt kommt, ist eine Snowboarderin und die Annalena ist eine Skifahrerin und die muss das gewesen sein, die gerade gefahren ist. Bitte unsere Zuschauer um Entschuldigung, dass wir hier ein bisschen Chaos hineingebracht haben. Aber bei mir scheint sie ja anders auf. Okay, wir werden uns das schon ausdeutschen da erinnern. Genau. Auf jeden Fall unterwegs, on course right now, that's for sure, Natascha Birnbacher from Austria. Okay. Die war heute schon, die war heute schon in Chamonix und in Verbier. Also die meint es ernst. Hat ja die Westalpen erobert und auch schon zwei Contests dort gemacht diesen Winter. Natascha Birnbacher mit ihrem Snowboard auch auf der linken Seite. Das Face ist unterwegs, nach wie vor absolut perfekte Bedingungen. Ganz viele haben es sich gemütlich gemacht da zu unseren Füßen vor dem Radtrack. Die Ferngläser sind heraus, da schaut man natürlich ganz, ganz genau zu. Fantastische Atmosphäre. Es könnte eigentlich, und das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, besser nicht sein. Und das noch dazu im schönsten Tal Tirols, also was will man mehr. Die Natascha, den Scott-Kicker jetzt als erstes Snowboarderin über den Scott-Kicker und nur mehr wenige Meter auch für sie bis zum Ziel. Haben wir auch schon ein bisschen über die ganzen Qualifikationsgeschichten geredet. Wir sind hier bei einem Einstern Freeride World Qualifier Contest. Es gibt auch 2-Stern, 3-Stern und 4-Stern Contest. Je höher die Wertigkeit, je mehr Sterne, umso mehr Punkte sammeln die Fahrer natürlich. Und warum sind die überhaupt dabei? Ja, um sich grundsätzlich Punkte zu sichern für die Qualifikation, um auch einmal bei der World Tour mitfahren zu können, wo es dann wirklich um den Freeride-Weltmeistertitel geht. Wunderbar ausgeklügeltes System, ist innerhalb der letzten Jahre immer wieder weiterentwickelt und feingetuned worden. Und somit glaube ich sagen zu können, dass da wirklich große Transparenz und absolute Fairness herrscht und all jene, die es dann schlussendlich in die Freeride World Tour schaffen, sind diesen
Ehren und diesen Aufgaben dann tatsächlich auch gewachsen. Und das war jetzt sensationeller oberer Teil, auch da bei der Lerchenlip mit einem Straight Air unterwegs. Großartiges Skifahren, muss man da in dem Fall. Die Lena Cola. Tatsächlich. Lass so. Nichts anbrennen. Ja, so ist es. Ich finde das so nett, wie dein Herz immer lacht, wenn ein Bruder Mädel oben ist, wo die Skitechnik so richtig. Na. Ja, stimmt. Das ist man. Ist man. Sitzt da richtig an, wie du dich freust. Und du wirst lachen, ist mir auch bei unseren Kitzbühler Poppenheimern einfach wichtig. Weil du weißt, wenn ich ein Haus bauen will, brauche ich ein solides Fundament. Und dementsprechend ist mir das gerade bei den Ladies einfach extrem wichtig und auch eine spezielle Erwähnung wert, wenn das mit der Skitechnik passt. Schau dir das an. War das nicht schön anzuschauen? Und das wird doch oft so sein, dass da irgendwo mal ein Race-Training in Kinderjahren im Hintergrund steht, oder? Weil das, da lernst du halt dann draufstehen, oder? Wenn dem ist natürlich so, wiewohl man gerade in Kitzbühel glauben möchte, dass ganz viele Racer dann quasi diesen Switch machen. Mhm. In unserer Gruppe ist es tatsächlich nicht so. Wir haben zwar ein paar Racer, aber es sind eigentlich ganz, ganz viele Quereinsteiger. Ja, viele Jungs aus dem Funpark, die dann quasi das Alpine mit dazu nehmen. Also jetzt nicht das alpine Skifahren, sondern eben das Hochalpine beim Big Mountain Freeriding. Olivia Riedl. On course bit number 40, which marks the halftime of our show here today. 80 riders overall at the start, und dort ist der Schnee ein absolutes Gedicht. Schaut euch das einmal an. Riding the Sun Shadow Line, just as you see it in the movies. Glaubst du nicht, mit dem Papa von Olivia war ich vor 20 Jahren bei der Qualifikation für die Camel Trophy. Nein, nicht im Ernst. Und sie hat gerade die staatliche Snowboardlehrerausbildung hinter sich. Und vor 20 Jahren ist man die Camel Trophy ja noch mit Pferdefuhrwerken gefahren. So ungefähr, genau. Und die Mia, ihre Stiefmama, ist die Haus- und Hoffotografin hier bei Open Faces. Also sie ist auch eingebettet in die österreichische Freeride-Familie an ganz vielen Ecken. Sensationelle Geschichte. Kennt die Family natürlich wie seine eigene Westentasche. Flo Orley seit, wie bereits erwähnt, ewigen Zeiten und noch ein bisschen Teil genau dieser Freeride-Familie in Österreich. So, die letzten Turns für die Olli. Wow, mit Vollspeed ins Ziel hinein. Da müssen sich die Zuschauer verstecken. Macht es sensationell. Bravo, Olli. Vor allem im oberen Teil. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Eye Candy mit den Spray-Turns entlang der Sonnenschattenlinie. Und es geht schon wieder nach Italien. Was sagst du da? Die dritte Delenien heute ist am Start. Elisabeth Glaser. Das dürfte eine Südtirolerin sein. Und bis jetzt alle wirklich aller Ehren wert. Ganz egal, ob am Snowboard oder mit den Skiern. Schöne Technik, gute Runs und auch die Lissi mit viel Selbstvertrauen oben aus dem Startgate. Und gerade bei den Ladies muss man ja sagen, auch auf der Freeride World Tour hat sich die letzten Jahre extrem viel getan. Ja. Vor allem was das Trickpotenzial betrifft. Starke Skifahrerinnen natürlich schon immer dabei. Aber gerade was die Aerials betrifft, die letzten Jahre da exceptional, was den Sprung nach vorne betrifft. Ja, aber auch die Elisabeth ist da, finde ich, ganz exceptional. Super flüssig zu diesem Cliff oben hingefahren. Kein Zögern. Auch aus Smart nicht an höchster Stelle genommen, ein bisschen kleiner, dafür eben flüssig. Es muss einfach schön ausschauen. Wenn die Mädels sich dann so verkopfen und die schwierigsten Sachen fahren langsam, das schaut nichts gleich. Also ganz toll, wie sie das da mit viel Schwung und Elan macht. Das gefällt mir. Interessant, jetzt werden es mehr und mehr, die da noch Skiers Left herüberkommen. Naja, der Bonus des weitgehend Unverspurten auf der Skiers Right Seite, der ist jetzt natürlich dann nicht mehr so groß. Mhm. Also suchen natürlich die Fahrer jetzt auch alternative Linien. Fahrer so, und Fahrerinnen natürlich. Um so wie auch Lisi Glaser das macht. Approaching the Scott Kicker as her most likely last feature of today's run here at the wonderful Alpachtal. Aha, nimmt den seitlich. Also nimmt den gar nicht direkt am Kicker, sondern nimmt den seitlich. Interessanter Approach. Olivia Glasner. Ah, Olivia Riedl. So, das ist mein Zusammendeutsch. Nein, Olivia Riedl war die Dame davor am Snowboard. Das ist jetzt Lisi Glaser. Gut, da habe ich jetzt nur 4 Versuche gebraucht, um das dann quasi final hinzuzimmern. Das ist da los. Immerhin hast du das hingekriegt. Lisi Glaser. Bravo, Flo. Nimm dir Waxi. Da gibt es kein Wort der Kritik. Das gefällt mir.
wir bleiben jetzt gleich bei den Mädels. Und nein, jetzt kommt das, bei den Snowboardern haben wir jetzt alle Mädels gesehen. Da geht es weiter zu den Jungs. Erster Male Snowboarder, Simon Gustafsson, ein Schwede. Wir sind ja super multi-international, global quasi unterwegs, bis nach Kanada, oder? Und Australien haben wir heute Starter. Aber das ist der erste Schwede. Die Olympischen Spiele. Oh, ja, was macht der? Einen Frontflip von der Lip. Einen Frontflip. Das ist natürlich jetzt für die Judges ganz schwierig. Da kriegst du jetzt 10 Punkte plus für den Frontflip. Aber weißt du, kriegt er 10 für die Landung abgezogen. Mhm. Also hat er quasi nichts gewonnen. Mhm. Für den gibt es eigentlich keine Bonuspunkte. Für den leider Gottes eher nur Abzüge. Aber schau, wie schön der das gemacht hat, Snowboard. Ja. Einfach einmal ein Cutwheel und schon wieder auf den Füßen. Die Nose eingegraben. Und dann ist er schon wieder da. Das Material suchen des Skidudes in dieser Kategorie obsolet. Ein Shifty. Über den Raiffeisenkicker. Haben wir irgendwas über unseren Simon Gustafsson? Schauen wir mal nach. Da schauen wir mal. Ein Schwede. Wie wir seit Hans Huber wissen, die Schweden ein ganz harter Brocken. Wissen wir das erst seit Hans Huber? Das wissen wir erst seit Hans Huber, ja. Das hat man davor nämlich wirklich nicht gewusst. Vorher wusste man nur, dass es alte Schweden gibt, oder? So ist es. Wow, den letzten nimmt er da mit Vollspeed. Kommt er da jetzt raus hinterm Hügel? Wir schalten um auf Live-View. Ist schon da. Wird es jetzt in den Finish-Line-Corral schaffen und jetzt ist er durch. Nachdem wir keine Daten über ihn haben, muss es sein erster Contest gewesen sein im Rahmen der Freeride World Qualifiers. Aber für das, dann los. Das erste Mal im Start gestehst, das ist ja... Es ist wirklich schwierig. Mhm. Ich merke das vom Coachen von den Jungen. Mhm. Noch nie es gemacht, eine Line aussuchen und die dann abbringen. Es ist schon ganz was Spezielles. Apropos erstes Mal im Startgate stehen und apropos Coachen, Flo. Female Power out of Scheffau doing it for the Kitzbühler Ski Club. Oben im Startgate. Daniela Sachs. Und da will ich wieder nicht zu viel versprechen. Du kennst mich ja mittlerweile. Wie alt ist denn Daniela? Erzähl uns was von dir. Die Dani, 22 Jahre jung, liiert mit Tom Steiner, einem unserer Jungs. Und die ist sowohl in der Luft als auch skitechnisch aller Ehren wert. Und dementsprechend freue ich mich auf ihre Performance. Sie hat herunten beim Mons Royal Kicker was ganz, ganz Spezielles angekündigt. Insider-Info hier vom Bernd. In der Doppelfunktion heute als Livestream-Moderator und Coach der Kitzbühler-Truppe. Genau so schaut's aus. Jetzt hast du mir wirklich lange Zähne gemacht. Jetzt bin ich sehr gespannt, was die Daniela Sachs uns hier heute zeigt. Come on, da Dani, da steht sie schon. Oben im Startgate. Weil wir vorher gesagt haben, das ist ja beim Freeride-Contest so was Spezielles, diese Unsicherheit. Ja, wenn du die Streife des Hahnenkammrennen runterfährst, dann hast du jeden Zentimeter abgerutscht. Beim Freeriden weißt du ja nichts. Wie ist der Schnee? Wie ist die Landung? Wie hoch ist der Felsen? Geht sich das aus mit dem Schwung etc.? Mhm. Mit dem muss das fertig werden. Mhm. Das muss die Daniela jetzt schaffen. Jeder Schwung, den sie macht, macht sie an Stelle, wo sie noch nie vorher in ihrem Leben gemacht hat. Wird von der Drohne begleitet. Viel Geschwindigkeit. Boah, mega da oben. Aufnahmen. Ganz schön. Wunderbar. Das Lauf rutscht nach. Boah, da sieht man, wie steil es da ist. Gell? Ja, da auf den Kicker hin. Mit viel Schwung kommt sie dann da auf die Sonnenseite des Lebens, wird sich jetzt dann wahrscheinlich wieder ihren Weg zurück herüber bahnen. Genau, nimmt dann dort oben den Roller noch mit. Wunderbar, stickt auch den. Jetzt geht es hinüber in Richtung Raiffeisen-Club-Kicker. Auch da wird es wahrscheinlich ein Straight Air werden. Perfekt, nimmt den noch rechts. Ganz smart, nach rechts rausgezogen, hat eine ganz frische Landung. Und jetzt hat er das hier Coach gesagt? Ich würde auch natürlich keine Meriten einstreifen, aber macht es natürlich gut da drüben im offenen Feld, jetzt mit den langen Schwüngen. Und ich kann dir eines sagen, auch wenn sie es da jetzt skifahrerisch etwas gemütlicher angeht, die ist mental schon lange bei ihrem letzten Move. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie sie es angehen wird. Weil das ist jetzt natürlich auch eine Frage des Speeds. Und wir schauen da ganz, ganz genau hin, was sie macht. Kommt zum... Also das ist schnell. Wow. Das ist schnell. Das ist schnell. Das ist schnell. Das ist schnell. Du hast das nicht zu viel schnell versprochen. Die war sicher schon einige Sekunden vorher bei dem Sprung. Meine Damen und Herren, ein Backflip über 15, nein, 20 Meter, wenn es reicht, ja, von der Dani Sachs.
Das haben wir von einem Mädel auf der Open-Base-Tour fast überhaupt nicht gesehen. Daniela, wow. Wahnsinn. Die Ski sind noch dran, der Kopf ist noch dran. Es ist alles noch dran, sie ist im Ziel. Es war zwar ein riesen Crash, aber das war ein toller Sprung. Also ich gebe wieder einen meiner seltenen Applaus. Ja. Wahnsinn, Flo. Ja, es fällt zwar unter Nice Try, aber wie nice war der Try? Gottes Willen. Jetzt haben wir gar nicht aufgepasst, ob wir noch eine... Get the all in, Dani. Eine Wiederholung bekommen haben. Ja, yes, das haben wir bekommen. War, was den Speed betrifft, so nicht ausgemacht, aber jetzt weiß sie zumindest, dass es kann, überhaupt kein Problem mit der Rotation, hat da so richtig krachen lassen. Also du sagst das nächste Mal einfach, wenn sie mit dem Speed zum Kicker kommt, dann soll sie einfach einen Double Backflip machen, der wird sich nämlich leicht ausgehen mit der Geschwindigkeit. Genau. So, der Georg Skorps ist, der weiß auch, was Geschwindigkeit heißt, ohne Zögern, mit einer Mega-Drohnen-Perspektive, ja, sauste über das Felsband oben, weil das sind so tolle Aufnahmen mit den Drohnen. Schaut's an, jetzt haben wir wieder von oben, also die Technik, die ermöglicht uns da einfach so anders nah dabei zu sein, als das früher möglich war. Wo nur eine Kamera am anderen Berghang war und ein kleiner Berg. Wow! Bleib stehen! Ein Underflip! Bleib stehen, hat da möglicherweise jedoch auf der Backside dann auch ein bisschen eingefadelt. Ich glaube auch, wir haben es nicht gesehen, die Schneewolke war so groß. Ja, jetzt geht's rund. Ein Backflip nach dem nächsten. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch nicht eingeschaltet haben bis jetzt, schalten Sie jetzt ein. Ja, so schaut es nämlich aus. Und sollten Sie bereits eingeschaltet haben, dann... Bleiben Sie dran. So schaut es aus. Und informieren Sie per WhatsApp die Oma, die Tante, den Onkel und alle, die Sie kennen. Wir bieten absolutes Spektakel und alles das, was heute aus Peking zu sehen ist, kann da in keinster Weise mithalten. Boah. Da gibt es noch einmal einen Slam. Na, der will es jetzt aber ganz, ganz genau wissen. Georg Skorpis. Jetzt hat er nämlich über auch fast 20 Meter den R gesendet, steht denn, aber dann im Auslauf an der Fahne vorbei hat er nochmal eingefahren. Wow, hier geht's ab, meine Damen und Herren. Es ist nicht mehr kalt in unserer Pistenraupe, die in der Früher noch Gefriertemperaturen hatte. Uns wird heiß beim Zuschauen, was die Jungs und Mädels da in den Schnee unter dem Wellensberger Horn zaubern. Na, Georg Skorpis mit dem Skorpion. Genau. Der ja ein sehr unbelebter Sturz beim Snowboarden, wenn da das Gesicht vorne im Schnee ist und dann die Beine den Skorpion machen, das kann auch richtig wehtun. Gut, meine Damen und Herren, noch Daniela Sachs und Georg Skorpis, wäre es uns sehr recht, wenn Katharina Ortner das Ganze wieder etwas gemütlicher angehen lassen würde. Unsere Database ist etwas sparsam, wenn es um Informationen rund um die junge Dame geht. Was wir jedoch wissen, sie hat ihre zwei Bretter angeschnallt und wird in Kürze dort oben den Startbereich, wo nach wie vor eine steife Brise weht, verlassen. Das Skijuwel Alpbachtal, Austragungsort des zweiten Open Faces Stopp in der Skisaison 21-22. Bernd, wie trainieren deine Jungs oder Mädels ihre Backflips? Die werden nicht einfach zum ersten Mal auf dem Felsen fahren oder in den Funpark und gleich einen Backflip machen. Wir waren heuer sehr, sehr fleißig am Trampolin, lieber Flo. Wir haben gemeinsam mit dem Kitzbüheler Turnverein das Wettkampftrampolin in Richtung Fußballplatz hinausgestellt, auch den Airtrack und sind da richtig fleißig gewesen. Wir werden dann... Wow! Und fleißig in Bezug auf Geschwindigkeit und Mut war auch jetzt die Katharina. Wo sind wir da jetzt umgegangen? Aha, total Skiers Left drüben. Schaut euch das einmal an. Dort oben versucht sie sich wieder auszugraben. Völlig neue Linie. Und ist da in Gigi Rülf-Manier ganz weit heruntergeflogen. Da gibt es ein ganz berühmtes Video, wer es nicht kennt, wo der Gigi Rülf ähnlich wie sie oben von einem Gipfel wegfährt, hinter einer Mulde verschwindet und dann wieder auftaucht in der Luft und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt. Und gefühlt ein Fußballfeld später, wenn man schon bei Fußball sind, wieder landet. Und so ging es jetzt auch der Katharina. Was für ein Abflug. Ja. Backseat, schau hin. Katharina Ortner Airways. Oh! Ja. Schöner. Missing the landing strip. Aber es ist ja nichts passiert. Die Ski genau richtig eingestellt gehabt. Und stapft jetzt hinauf zu ihrem Zeit. Macht sich jetzt auf
dem schweißtreibenden Weg zurück in Richtung Sportgerät. Ja, das Trainieren der Sprünge für uns im Unterland, dann aber außerhalb des Trampolins dann gar nicht so einfach. Du weißt ja, Bengerpark, Scharnitz, die Gletscher, das heißt die Oberlandler, sind da unter Anführungszeichen Fliplab, Stubai drinnen, die Trampolin-World. Also da gibt es natürlich schon zahlreiche Möglichkeiten, wenn ich denke, wie es der Skiclub Adelberg macht mit den Trampolinmöglichkeiten, die sie dort beim Bahnhof drüben haben. Also schön zu sehen, dass da auch eine Professionalisierung einsetzt, natürlich auch eine Zunahme an Trainingsmöglichkeiten. Mhm. Für uns bedeutet das, für Max Löffler grüßt herein, für uns bedeutet es jedoch auch hart zu arbeiten, dran zu bleiben und tatsächlich dann auch mit dementsprechend viel Engagement an die Sache heranzugehen. Das darf man nicht vergessen. Harte Arbeit steckt hinter jedem sportlichen Erfolg. Auch wenn manche Menschen glauben ja, die Freerider sind nur so Verrückte, die sich kopfüber die Berge hinunterstürzen. Schaltet heute Nachmittag auch mal ein bei der Freerider World Tour und schaut euch das Niveau an. Da steckt jahrelange Trainings dahinter. Aber das fängt genauso an, oder? Bei solchen Contests hat sich jeder der World Tour Recken auch seine ersten Sporen verdient. Bei einem Einstein Qualifier, wie heute schön. Hier im Alpbach. Da oben im Schattenfeld, wo die Sonne dann noch ganz leicht hereinstreift. Wunderbar. Lars Meinl aus Deutschland auf dem Snowboard. Ihr habt es euch gesagt, aber ich sage es noch einmal: so lässig, wie international der Contest besetzt ist. Wir haben jetzt die Nationen noch gar nicht rausgeschrieben, aber ich schätze mal, 15 verschiedene Nationen können wir da halt schon. Da wirst du nicht weit weg sein. Tschechien, Slowakei, Spanien, Italien, Deutschland, die Niederlande, Schweden, Kanada, Polen, Österreich natürlich, die Schweiz. Australien hatten wir auch schon. Australien haben wir gehabt. Wow. Bulgarien, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber wie du sagst, 15 Nationen wird es ziemlich genau treffen. Lars Meinl auf den letzten Metern in Richtung Mons Royal Kicker. Mit einem Straight Air und einem versuchten Grab, der Speedcheck nach rechts, in dem Fall möglicherweise die nicht ganz so smarte Variante. Ja, du musst im Snowboard in so einem Fall einfach warten mit dem Speedcheck. Das heißt, wenn du da jetzt reinhupfst in diese recht steile Landung, dann fahre ich das aus, geh mit Warp Speed durch die sanfte Kompression und dann suche ich mir ein Tiefschneefeld zum Abbremsen. Wenn du gleich nach der Landung schräg stellst, da hast du so eine große Chance, dass du nicht im Balance bist. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Lars Meinl oben beim Raiffeisen-Kicker im Replay. Und jetzt sehen wir das, was ihm da beim herunteren Speedcheck beim Mons Royal Kicker passiert ist. Nach wie vor da oben absolute Traumbedingungen. Und wir machen weiter mit der Startnummer 47. Das ist Lucia Behrendt. Schön, ganz, ganz schön. Bei den Damen bin positivst überrascht über die Skitechnik der Ladies. Auch sie lässt den Kicker zwar aus, aber genießt dort oben in echter Big Mountain-Manier wunderbare Powderschwünge. Oh! Wow. Schön, dass sie den noch hineinbringt. Ja. Safe and sound. Ein guter Safe war das. Ja, auch da nimmt sie nicht den Kicker, sondern die Lip daneben. Schöne Variante, wie ich finde. Ja, das ist skitechnisch wirklich, wirklich wunderbar. Richtig zügig, gell? Ja. Also da ist kein Erholungsschwung dabei oder sonst was. Wow, das Trainer wieder fein! Die Tranny perfekt erwischt natürlich, in den Sweet Spot hineingelandet. Und jetzt der letzte Schwung hinein durch den Scott Zielbogen. Bravo! Ja, bei den Damen, ich sag's noch einmal. Mucho gusto. Mit Augusta. Aus einem Guss war der Run jetzt. Ja. Der war wirklich von oben bis unten die Recovery allein schon eine Reise wert. Bravo. Richtig lässig. Wow. Leider schon unsere vorletzte Dame. Jetzt haben wir den Sebastian Keplinger auf dem Snowboard und dann mit der Ulla Gilott die letzte Dame. Die werden wir auch noch genießen. Aber zuerst Sebastian auf dem Snowboard. Der steht sicher schon im Startgate. Bist du eigentlich am Snowboard auch versiert?
am Snowboard natürlich sehr bewandert, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Es hat einige Gäste gegeben, die mich als Lehrer über sich ergehen mussten. Als Skilehrer, also als Snowboardlehrer. Ja, genau. Mhm. Und wie du ja weißt, da hat man dann im Zuge der staatlichen Skilehrerausbildung auch umgestellt und hat gesagt, das ist jetzt interessant, da kommt jetzt wer ins Ziel, wo wir nicht ganz genau wissen, wie und warum. Was heißt drum? Also die Lucia war schon im Ziel und der Sebastian steht erst oben. Eben. Das war wahrscheinlich die Katharina, die durch ihre Geräte, genau so wird es gewesen sein. Ja, also wie gesagt, meine Snowboard-Skills eher keine Erwähnung wert. Wir mussten so wie du den Skilandeslehrer zwar den Snowboard-Landeslehrer absolvieren im Pitztal, aber ich bilde mir ein, damals unter den Fittichen von Max Löffler sogar gewesen. Ha, den habe ich gerade vorgestern auch am Arlberg getroffen. Ist auch immer noch Auto unterwegs mit viel Herzblut am Guiden. Auch eine Legende da. Wow, und jetzt mal ein richtig schöner Snowboard-Dreier. Haben wir noch wenig gesehen heute, ja, noch gar keinen. Da oben, war es nicht oben, haben wir nicht oben beim Cliff sogar mal einen Snowboard-Dreier gesehen? Ich glaube, gell? Mit der Sebastian, das sagt ihr, der steht gut drauf und lässt laufen. Leider hat es knapp unterm Startgate schon einmal richtig eingewurzelt. Mhm. Da hat er bei hoher Geschwindigkeit eine Rolle vorwärts eingebaut. Und der macht es jetzt genauso, wie du gesagt hast. Genau, landen, ausfahren und dann Speedcheck. Perfekt. Ja, bravo Sebastian. Sebastian Keplinger, der Österreicher, auf seiner Tafel, wenn es da auch noch einmal einen kurzen Batzleit ins Ziel hinein gibt. Da, wie gesagt, hat es außer dem Slam im oberen Teil nicht viel auszusetzen gegeben. Schauen wir, was da passiert. Das macht er super. Also sagt der Ernst, der wird trotz diesem Fehler oben einen ganz guten Score haben. Weil schöner Dreier, schau. Ein schöner Dreier, der Felsen und unten der große R. Also oben wird er 8 bis 10 Punkte verlieren, aber der ist immer noch ganz heiß für einen Topplatz bei den Snowboardern. Heute, Gilotz, schau, was die macht. Fast wehmütig schauen wir unserem letzten Mädels halt zu bei den Ski, oder? Weil die haben echt eine gute Show gemacht. Halt. Sensationell. Und auch sie, wunderbar im oberen Teil. Schau dir das einmal an, skitechnisch. Jetzt bin ich gespannt, was macht sie mit dem Feld? Ja, das ist Skitechnik, wie sie mir gefällt. Ulla Gilot, meine Damen und Herren, notieren Sie sich diesen Namen. Da hören wir möglicherweise nur ein bisschen was von der besten Flo. Was findet man online? Schauen wir mal. Also, Ergebnisse hat sie noch keine, aber wenn das ihr erster Freer Contest ist, nachher kriegt sie mal. Bravo! Unerhört solide. Und ja, Schau dir das jetzt an. Wow! Mit Mach-Speed! Sensationell! Also die kommt nicht aus der Freestyle-Ecke, so ist mir klar. Super G-Turns da herunter, Ulla Gilot, sensationell. Und jetzt on her way towards the Mons Royal Kicker, the last mit one. Mit viel Speed. Sending it deep into the landing. Und gleich noch einmal. Bravo Ulla, schau wie die sauber draufsteht. Da kommt Freude auf, meine Damen und Herren. Wunderbar. Ob das jetzt... Ja, wir klatschen. Flo. Und genau so, wie du sagst. Also, das war jetzt beeindruckend. Also, das war einer der schnellsten Runs, glaube ich, des heutigen generell Tages. Auch von den Burben. So wie du Wahnsinn sagst. Ulla Gilot. Sensationell. Das ist möglicherweise die einzige Unsicherheit da oben. Rolling the windows down. Ja, aber am meisten gefallen hat mir oben die Anfahrt zu den Felsen. Sensationell. Zwei Kurzsprünge hinmacht. Und dann ohne Bremse springt. Und da fliegt sie auch. Schau, kontrolliert, kompakt. Bam. Wunderbar. Also, Ulla. Bravo. Wenn wir nicht völlig falsch liegen, werden wir die Dame bei der Siegerehrung noch mal sehen. Ja, wenn wir nicht völlig falsch liegen, genau. Lassen wir das mal so stehen, vorsichtshalber. Okay. Philipp Lanius, der nächste Österreicher auf seinem Snowboard am Weg. Bib Number 50, this means 30 more to go after Philipp. Ja, da oben der Wind. Schau, ist da pfeift, da. Ja, so ist es. Schaut aber schön aus. Wunderbar, mit der Drohne. Sensationelle Bilder. Beautiful conditions, even now as we are about halfway through today's Riders Field. The wind blowing the powder into the air. Philipp approaching a cliff. Wow, nicely done. A little drift before the speed check, but no hesitation. And a very clean landing. Very flawless up to this point.
I think we've hardly seen any snowboarders yet that didn't have any issues. And he's going for a huge backflip and sticks it. Schau, Flo. Like nothing. Und jetzt live, das ist beeindruckend. And how is he going to deal with that speed? I can't believe it. He's doing look at the straight Philip, line. Please, look please slow down. The man knows. No! Philip. Vor uns greift man sich aufs Haupt. Und wir machen verständlicherweise, um Gottes Willen, war das bitter. Schau die Straightline an, Flo. Das ist jetzt ein Foto wert. Dort, wo normalerweise die Spuren nach links und rechts gehen, beziehungsweise dort, wo die Speedchecks passieren. Philipp drops the top cliff, goes for the yellow kicker, shows a huge back, side backflip and then just points it straight. Pinning it! And then approaches the kicker, slows down, does actually a small jump. And then tumbles goes over down the nose in glory. Bartosz Baturo. Fortunately, the next one on his way. Ski man, freeride world qualifier on course representing Poland. And sets a new record for length of the jump on the first cliff. Cliff. Kommt ein bisschen schief an. Slightly twisted to the right. And a little bit too much speed for the size of the jump. I think it's getting kind of a little flat if you're going too far on this one. Yep. Whew. More fall line would be the key up there. Nevertheless, Bartosz, what a nice upper part. And now, obviously... Sorry, Bartosz, but I'm actually happy we have a second to breathe. It's back-to-back action. Wow. Shout out this number on. Yeah, nice. Like you said, a little twisted. A little twisted to the left. And can't ride that out. All right, ladies and gentlemen, this gives also you some time to breathe through. Grab yourself another drink out of the fridge or look for some lunch. But we'll be back here in a few moments again with the next rider, which is Philipp Rabanza. Italy is following Poland while there is still some philosophicum ongoing up there. Still waiting for his final pieces of gear to get the yard sale together back in place and then be able to leave the face in order to have the next competitor ready to go at the very top. So what do you think about the conditions, Bernd? What's different now from conditions an hour and a half ago when the first riders of the day dropped into the competition phase? To be honest, on the skier's right side, I'd say the tracks are obviously the biggest difference compared to the first early morning runs. Mm-hmm. On the looker's left side, just glancing over, you can definitely see the sun doing its work already. There are some rollerballs coming down, so I would be very, very surprised if there are some boys going all the way to the skier's left along the ridgeline and then dropping into the face on the skier's left side, even though there would be some amazing lines in there. Well, with the skis are so wide these days that the boys and girls are using. Mm-hmm. So I think even when the snow gets creamy from that sun, I think it's still a very skiable snow out there. Might be worth an option. As you can see, there are definitely some cliff drops. Yeah. I mean, shallower over there, without a doubt. A, the wind, B, the sun over the course of the past months. Obviously, taking some snow away. But even there... there would be some nice little features. And the if you have a higher bib and you choose a new line, mm-hmm. the judges reward that. As a judge, you do get kind of tired of watching 10, 20, 30 riders hitting the same areas, and you do award it. So if we have some smart riders up at the start, then we have a chance that some of them will discover new terrain, like Vicky Kenlin did in the skiers field. Yeah. Yeah, but we must not forget that in the middle of the face we have an old avalanche
that came down in the last days. We did have avalanche four, level 4 out of 5 for a couple of days. And there was a big fracture up in that part, and there are some avalanche balls, so maybe that's a reason why most riders try to avoid this field of explosives. Philipp Ravanza, no holding back. That's for sure. Sending is your friend. Also coming over here to the skier's right side. Little more creative line. And that could be a side hit. Is going for the slash turn there. I like that turn. And now out of our visuals, there is the 360. Was he able? Yeah, he was able to stick it. Going for the big yellow Iverson kicker. Another left side. Yeah! Bleib stehen! This man feels very comfortable in the air. You can tell when someone's rotating that slow and steers his rotation speed, he is comfortable in the air. And the judges see that too. Right side free. So very, as I thought. Very good run so far. Not a mistake. And what has he planned for the last kicker? He's doing a variation. Ah, schau her. Und jetzt kommt der Becky. Genau das. Und genau das wollen wir sehen. Whoa. Is skipping the and claiming it. The first claim of the day. Well, and he has the right to serve. I think we have a Bravo Flo. Ja, du bist so umsichtig. Es ist richtig angenehm, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du so umsichtig bist und genau weißt, wann es wert ist, die Handinnenflächen rhythmisch aneinander zu führen. Ja, ich freue mich einfach, wenn einer so einen schönen Run. Schau, fehlerlos von oben bis unten. Philipp Ravanza fährt unten am Kicker vorbei, alle denken, na, und dann reißt du diesen wunderschönen Backflip aus, stoppt die Rotation perfekt, setzt die Füße in den Schnee, fein, wie im Lehrbuch, so wie du es deinen Youngsters im Trampolin, wie du sagst, zeigst. Arme durchgezogen. Machst du da eigentlich mit oder stehst du dann daneben, wenn die Saltos machen im Trampolin? Bist du noch zu retten? Ich glaube, einmal habe ich es wieder probiert heuer. Der Hexenschuss war mir sicher. Oh, ja, der Hexenschuss war mir sicher. Ja, na, ein bisschen was geht Gott sei Dank noch. Aber das ist ein Klassiker. Wir haben das Flip-Lab eine Minute von zu Hause und die Kinder gehen oft mehrmals die Woche. Und meine Frau ist auch einmal mitgegangen heuer im Herbst und konnte sich auch 3 Wochen nicht mehr rühren danach. Ich glaube, das ist ein verbreitetes Phänomen, dass die Eltern beim Trampolin springen besser als Coaches fungieren und die Saisonkarten zahlen. Alter schützt vor Torheit nicht. Ja. Er schützt aber nicht vor Freude am Freeriden und deswegen sind auch wir, wenn es Pulver hat, draußen. Absolut. Lieber als am Trampolin. Absolut. Nein, nein, überhaupt keine Frage. Philipp Ravanza, ich muss noch einmal sagen, möglicherweise Ausrufezeichen, Run of the Day so far, ja. Piecing it together, Right Side 3, Left Side 3, Backflip, smooth, oben das Cliff, wunderbare Sache. Also ohne die Punkte zu kennen, die Judges vergeben. Für uns jetzt gerade ganz oben Philipp Ravanza mit einem fehlerlosen Lauf. 3er Backflips, Felsen, alles drinnen. Bravo. So soll Freeriden ausschauen. Absolut. Hola amigo, Luis Irlan. Next one. Up in the start gate. Nestled up at the Widersberger Horn. Du hast deinen Daddy's on Skis Sticker auf deiner Mütze. Der Patch ist da, ja? Der Patch ist da. Ja, erzähl so uns was zu Daddy's on Skis. Oh, erzähl uns was zu Daddy's on Skis. Ja, das ist wiederum nicht so meine Stärke, über die eigenen Schanddaten zu berichten. Am besten vielleicht einmal googeln, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gott sei Dank fährt der Luis jetzt Daddy's on Skis. Kann man sich online anschauen, sagen wir so. Also ich weiß, da geht es um den Bernd Reinbuch und den Matthias Haunholer, die beide Daddy's sind. Und auch inzwischen schon skifahrende Kids haben. So viel sei verraten. Whoa! Spanish Airways flying down the Widersberger Horn. Mit Iberia sind wir da unterwegs. Mit Iberia, ja. Das ist da. Oh! Habe ich mir gedacht, er würde einen Fünfer probieren. Hat so ausgeschaut im Gegenlicht, gell? Also wie er den abgestoppt hat, das war jetzt faszinierend. Also Bravo, Luigi. Der Luigi hat definitiv Freestyle-Skills, weil sonst hätte er den jetzt nicht gestanden. Kommt da durch das Open Face beim Open Faces herunter. Und wir switchen wieder auf die Direct View. Oh, mit viel Speed zum Kicker. Ah, Mute Grab, hä? Huh? Ja. Sieht man nicht mehr alle Tage. Bravo, Luis. Arriva. Luis Irlan. Und weißt du, was bei dem gerade so gefallen hat?
Der hat richtig Spaß am Skifahren. Oh, I like that you could see that he has fun skiing. Just the way he does his little whip. I think I also observed him a little bit during inspection. Yeah. And always fun. Even though very, very focused, super excited, the Spaniards in the house, Alpbachtal is welcoming the world for an absolutely breathtaking Open Faces contest. And what's almost hard to believe, this 22. is a one-star rated contest. So it is in words the lowest category of the qualifying series, but the action nevertheless is not the lowest. Absolutely. The action is absolutely epic. Yeah. As we see Nick Sommisch from Germany hitting a cliff and being the first snowboarder to go over the big cliff below the start gate. And another hit. Kommt am Tail a bissel. So that's called a stage 3 backflap, which is not quite, but almost rated as a crash. Mm-hmm. But he managed to keep on riding, so fluidity will still be okay. But obviously, in the control section, the judges will deduct quite a few points. Deductions there. All right, der Deutsche, Nick Sommisch, am Weg, hat da jetzt nicht genug Speed beim Raiffeisen-Kicker. Mit einem Indie-Grab über den Raiffeisen-Kicker, auch wenn er klein war. Da wird es für die Snowboarder jetzt natürlich immer schwerer. Je mehr Spuren wir im Face sehen, desto schwerer wird es natürlich für die Kollegen auf einem Gleitholz da herunter. Hast du jetzt Gleitholz? Das Gleitholz. Das Gleitholz. Meine Damen und Herren, ich moderiere mit einem Skifahrer, sei ihm verziehen. Das Gleitholz. Oh! Der Becky! Der Becky! Überdreht leider Gottes ein bisschen. Aber ist schon wieder auf seinen Beinen und am Weg in Richtung Ziellinie. Er freut sich, er hat die Arme in der Höhe, er hat das gemacht, was sich vorgenommen hat. Und wenn man bei dem Schnee und der Steinlandung nicht einfach ein Becky probiert, dann wann soll man dann probieren, oder? Dann gar nicht mehr. Dein Wort in Gottes Ohr. Schau dir das einmal an. As a wise man said, now or never, it's time for the backflip. Das hat sich auch Dani Sachs gedacht. Ich erinnere noch einmal, meine Damen und Herren, an die Lady mit der Startnummer 43. Slam of the day. Ja, wer hätte gedacht, dass der größte Backflip des Tages bis jetzt zumindest eine Mädel geschrieben wird. So schaut's aus. 3, 2, 1, drop in. Das nächste Startsignal für Paul Kandlin. Der große Bruder von der Vicky, die wir heute schon gesehen haben. Auch er kennt diesen Berg und auch er fährt. Bin ich gespannt. Die haben sie abgesprochen. Ja. Mach da die Safe-Version. Mhm. Alpbachtal in the house, the local heroes. In seinem Backyard. Ja, da wird es auch er nimmt die, schau. Oh, da wird es ja eigentlich von seiner Schwester was anhören müssen, dass sie den Felsen da oben nimmt und er ihn nur auf der Seite so mitkommt. Also da. Aber da ist der Schnee noch gut, schau Flo. Ja, da ja. hat die Sonne natürlich noch nicht gewütet. Na, da dreht es wieder ein bisschen weg. Das ist jetzt der Bezirksblätterkicker mit dem Becke. Der war jawohl! Weg. Die Crowd draußen vor uns hat die Hände in der Höhe. Dumping it. Wow, und er hat noch einen Kicker vor sich. Scott Kicker is waiting. Oh. Wow. Shifty. Freut sich der Ball. Hat die Hände schon in der Höhe, obwohl es noch 100 Meter sind bis zur Ziellinie. Bitte konzentriere dich noch auf die letzten Meter, Paul. Wer schaut denn diesen Run? Schaut euch das an. Das Alpbachtal steht Kopf, meine Damen und Herren. Denn einer ihrer größten Söhne with a run to be remembered. Der ist happy. Pauli Kandlin. Und es gefällt mir jetzt, wir schauen beim Fenster raus, er fährt direkt an der Crowd im Ziel vorbei und zu seinen Freunden, die jetzt da stehen, ein bisschen dran mit offenen Armen. Ja, und da gibt es jetzt Schwester Free saust Hugs. Hin. Perfekt. So soll es sein. Das immer noch mal. Das Alpbachtal ist ja nicht nur das schönste Tiroler Seitental, nein, es ist auch eines jener Täler, wo die Einheimischen durch Commitment zu beeindrucken wissen. Und dementsprechend in allen Lebenslagen, sei dazu gesagt. Ja. Und somit ist das eigentlich nur die logische Konsequenz, dass solche Freerider aus dem Tal entspringen. Genau. Aber die entspringen auch in Schweden, obwohl es da
Vergleich zu Österreich verhältnismäßig weniger Freeride-Terrain gibt. Man müsste sagen, vor allem in Schweden, wenn man die Freeride World Tour der letzten Jahre beobachtet hat, gell? Das stimmt auch. Ja gut, die lernen da oben auf vielen Teilen des Jahres beinharten, pickelharten Pisten und Hängen des Freeriden. Und wenn sie nachher in die Tiefschnee kommen in den Alpen, nachher denken sie, pfuh, piece of cake. Genau, so schaut's aus. schau. That is playful, ladies and gentlemen. Wie heißt der Move eigentlich ganz genau? Nose Butter oder? Ja. Ein Nose Butter überdreht allerdings ein bisschen und slidet dann ein bisschen in der Gegend rum. Ew. Auch er da drüben. Skiers left das beim Lokalen. Genau. Kicker mit einem Ansatz eines Stalefish Airs und jetzt am Weg zum letzten, zum Scott Kicker. Das heißt, habe ich mir gedacht, er wird Switch probieren, aber auch da regular und jetzt leider Gottes vorne drüber. Ah, das Schlüsselbein lässt grüßen. Das schaut beim Snowboarden oft so ein bisschen schultergefährdend aus, wenn man so vorne über rein detoniert. Ja, aber ich muss sagen, ich bin in meinem Leben sicher schon viele hundert Mal Kopf und Schulter voraus eindetoniert. Man merkt es da Gott sei Dank nicht an. Danke. Nein, sei schlimmer, an dieser Stelle noch dazu gesagt. Schlimmer ist es, wenn du eine harte Landung hast mit Snowboard und dich hinten abstützt mit dem hinteren Arm, nicht umzufallen, dann poppt die Schulter raus. Wie auch dem Hauni Haunholer, das schon mal passiert ist beim gemeinsamen Vielprojekt, wo er sich am Fuß des Faces in die Schulter wieder einrenken musste. Mm, das klingt nach einem Leckerbissen. Mhm. Es geht Schlag auf Schlag. Kilian, mit dem Nachnamen möchte ich dich alleine lassen. Mewisch. Lass mal götten. Die Lass Holländer, sorry for our Dutch friends, if we did pronounce that the wrong way. Obwohl das Tirolerische dem Holländischen ja sehr nahe ist. That's true. Tyrolean and Dutch is very close. Also the girls are very pretty in both those parts of the world. So a lot of similarities between the Netherlands and our part of the world. The passion for skiing and snowsport is as high in the Netherlands as it is in Tirol. And therefore we are super, super happy to have... Whoa! Ah, der war vor! Das wäre der erste... Backflip zu Knucklehack Backflip gewesen. Ich gebe einen Applaus für einen der schönsten Moves des Tages. Großartig. A really nice backflip, slightly overrotated, going into what happened afterwards? Another side front under back flip roll. It was kind of a Knucklehack. A Knucklehack. Da gibt es auch einen Applaus von mir und wir schauen nochmal ganz genau hin. Schau her. Overrotate. Knucklehack. Right, gets back up, go switch. For a second, and then the French fries are flying in all directions. That would have been one of the moves of the day. What a nice day in the Alpbachtal. The ski juvel, meine Damen und Herren, for a reason. It is named that way. Just looking outside our cat here, we can ski again. Ski touring friends on their way to the mountain while our contestants are coming down. A lot of families are around and everyone is mingling to enjoy a beautiful day out. What a pleasure. Last year, won an award last year as the top friendliest, family friendliest ski resort in all of Austria. Mm-hmm. So it's not only a freeride heaven, it's also a family heaven. Mm-hmm. And as we look out, it's true. We have free riders, we have families sitting out here, stopping at a slope and watching it all as the action continues. So nice. The very little ones are making their first contact to free ride competitions and our Open Faces contest here in the Alpbachtal. What a day. And I'm sure we'll repeat that a few more times. I am sure. I hope Leonard Dravoy does not repeat what he just did a few more times. Our German snowboarder having a small crash right after leaving the start gate. I hope he can get back to his focus. Ah. But it doesn't really look like it. Another small cartwheel. Take it easy, Leonard. Focus, get your stuff together. Oops. Going for the big cliff, but also going down in glory. A hard first 30 seconds for Leonard, but he keeps riding, so he's not one of those who can be put down easily.
Yeah, like we said before, once or twice, it's very hard to stay focused once you're had a mistake or a crash in your run. Yeah, all mental preparation can't help with that. Leonard, lass trotzdem nichts anbrennen und haut sich über den letzten Montreal-Kick noch mit einem großen Backflip. Wow, also auch wenn es nicht perfekt gelaufen ist für ihn, ja, die Show hat gestimmt bis zum Ende. Danke Leonard für einen spektakulären Run, sagen wir so. Da sehen wir nochmal seinen Sturz nach dem Felsen. Den Backflip haben wir leider nicht mehr gesehen. Leonard Travoy mit der 58. Somit im Ziel. Und wir machen weiter mit Alex Bernhardt, der nächste Deutsche. Ganz, ganz viele Freunde aus Germanien zu Gast im Alpbachtalfloh. Die Freerider-Szene da draußen natürlich in Bayern und auch weiter nördlich extrem groß und ausgeprägt. Ganz egal, ob bei uns in Kitzbühel oder am Adelberg oder eben auch im Alpbachtal. Ganz viele Freunde aus Deutschland auf den breiten Latten oder am Snowboard unterwegs. Genau, auch bei mir zu Hause in Innsbruck, natürlich bedingt durch die Universität, gefühlt ein Drittel der Studenten aus Deutschland, die sagen, ja, warum Skifahren, Snowboarden, Freeriden kombinieren mit Studieren? Wo geht es so gut als bei uns in Tirol, in Innsbruck? Mhm. Da erwischen wir ihn wieder auf der Anfahrt zum Raiffeisen-Club Kicker. Wie heißt der Sprung, wenn die Ski so gekreuzt werden in der Luft gleichzeitig? Ja, du fragst mich Sachen. Ich habe mir gedacht, er hat einen Mute-Grab gemacht. Das muss irgendwas mit Cross heißen. Ja, hat man dann eigentlich, weil das eben meistens mit einem Grab passiert, hat man das meistens eben als Mute-Grab abgetan. Mhm. Da kommt der Backy. Ah, leichter Backslap. Aber der war schön. Der war schön, fein sogar. Auch durch die Kompression unten wunderbar ausgefahren. Also wie sich die Backflips etabliert haben beim Freeriden, das ist echt faszinierend. Also es ist wirklich. Ist eigentlich schon gar nichts Besonderes mehr, gell? Ja, aber es ist immer wieder spektakulär zum Zuschauen. Und absolut also schön, vor allem in seiner, in der Manier, in der Art und Weise, genau, wie der Alex gemacht hat, dieser Laid-Out. Wirklich schön. Genau, das sind für mich die schönsten. Rück ins Hohlkreuz und dann fliegen und erst kurz vor der Landung die Ski wieder herunterholen und hinsetzen. Hinhocken, sensationell. Boah, schau dir den Helm an. Das ist der Krieg der Sterne mit Lorenzo Neuchel, meine Damen und Herren. Darth Vader in the house. Full face auf seinem Snowboard. Flo, da ist mein Respekt zu groß, da übergebe ich dir. Also der Berg muss Angst haben, wenn so einer durch Start geht fort. Bleibt ganz draußen, haben wir noch nicht oft gesehen heute. Quasi außerhalb der Windlip. Ich schalte mal gleich auf live um. Schau, wie es toll ausschaut mit dem Wind. Wow. Ah, super schönes. Findet auf jeden Fall den besten Schnee noch im ganzen Face. Fast keine Spur da drinnen. Hat da oben die Felsen quasi dem schönen Schwung geopfert und das kann ich durchaus nachvollziehen. Jetzt am Weg in Richtung Raiffeisen Kicker mit einem Tailgrab. Ja, dann würde ich den Lorenzo bisher einfach als Soul Rider mal kategorisieren, weil hat es auf jeden Fall da oben sehr genossen. Schau, schön! Soul Rider eigentlich diametral entgegengesetzt zu seinem Erscheinungsbild, das er abgibt. mit dem Full-Face-Helm. Aber wirklich ein netter, spielerischer Run. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Auch da bleibt er beim Straight Air. Und fährt das solide du, ins Ziel. Fehlerfrei. Gefehlt hat natürlich jetzt da die weitere Fehler. Ja, eben. Gefehlt hat natürlich schon ein bisschen die Ernst-Style-Kategorie. Und lustigerweise also hätte noch Punkte sammeln können, wenn ein oder anderer Felsen da eingebaut hat. Und nach dem Claim auf einmal die Schwünge dann auch viel, viel lockerer. Schau, freut sich wieder zurecht die Hände in der Luft. Bravo, Lorenz. Lorenz Neuchel. Das war die Startnummer 16. Das ist vielleicht einer der größten Unterschiede
zu den Forstag höherwertigen Contests, wo die Riders und Riderinnen dann so fokussiert sind. Es wird für mich wieder ernst, lieber Flo. Wow. Es ist Mo Prohaska, der sich leider Gottes da oben einmal ganz kurz zu einer kurzen Jause hinsetzt. Oder zum Schwammerl suchen. Auf jeden Fall hat er den ersten Cliff in einem neuen Winkel genommen und beim Ausfahren dann ist er einfach stecken geblieben. Aber der Mann kommt aus dem Funpark. Skiclub Kitzbühel ist auf der Hangelalm zu Hause, doing it for Jochberg. Und jetzt bin ich gespannt, was uns der Mo zeigt. Hat das Potenzial, da den größten Dreier, den wir am heutigen Tag gesehen haben, zu machen? Und der ist schon einmal nicht schlecht. Wow, wir die Geschwindigkeit auch nicht. Auf live, lässt ihn da ausgiebig herunter. Ein Freestyler vor dem Herrn. Und jetzt bin ich gespannt, für was er sich dann final entschieden hat. Approaching. Und ist da mit dem Shifty unterwegs. Interessant. Also hat sie dann doch oben vom Slam ein bisschen einschüchtern lassen. Zieht sein geplantes Programm nicht ganz durch. Wird sie da oben natürlich ein bisschen ärgern. War nicht notwendig. Und somit Moritz Prohaska, KSC Crossing. Ja, Mann, dann schau, da sehen wir nochmal diese eine kreative Absprungvariante. Eigentlich wunderbar, der Einzige, der diese Training macht. Ich glaube, da war der Außenski nicht schief genug. Ah, wie schön hast du das jetzt analysiert. Genau so war es. Lehnt sich leider Gottes im Zuge des Speedchecks ein bisschen hinein und bleibt dann am Innenski hängen. Man hat es aber schon gesehen, nach seinem letzten Sprung am Weg ins Ziel, die Körpersprache. Er hat ihm die Stöcke schon in eine Hand gegeben, bevor er noch die Ziellinie überquert hat. Er hat gewusst, da oben sind die Punkte weg. Der Kass ist bissen. Und auch die Konzentration, genau. Arnaud Carles Subirats. Viva España. Die Spanier. Auch er seitwärts am Sportgerät stehend. Heißt, wir warten auf den nächsten Snowboarder. On course rutscht auf der Frontside hinein. Jawohl, boah, der hat im Fitnessstudio auf jeden Fall vorbereitet. Die Landung ist mit 4 Snowboard-Verhältnissen nicht die steilste. Die Squats funktionieren. Ja. Macht da locker einen Double und super kreativ finde ich das jetzt. Also. Fährt schon seit 2019 Contest, war schon bei einigen dabei. Im Pitztal Wildface zum Beispiel auch schon. Wo es nicht darum geht, wer am schönsten fährt, sondern wer als erster unten ist. Ah, richtiger Wildsau-Contest. Hat es nicht sogar mal Wützau-Kassen am Anfang? Wow, schöner Backside der. Ah! Da war doch irgendwas einmal mit Wildsau auch im. Ja, Wildsau-Rennen gibt es verschiedene. In Innsbruck gab es ein Wildsau-Rennen auf der Innsbrucker Nordkette. Im Pitztal nicht, oder? Und im. Wenn man vom Küter abbiegt, gibt es auch ein Wildsau-Contest. Da muss man allerdings mit Langlaufski rauflaufen und dann wieder runterfahren. Interessant. Mit dem Langlaufski? Ich glaube, es ist ein Team-Event. Okay. Einer läuft drauf, einer fährt runter. Okay. Also Arnaud, wow, toller oberer Teil, toller Cliff-Drop, schöner Double. Und dann hat es ihm leider auch diesen Sturz, glaube ich, die Konzentration gekostet. Schauen wir, wie es Patrick Matula geht aus der Slowakei. Da habe ich jetzt, auf Slowakisch kann ich leider gar nichts. Patrick Matula from Slovakia, our next male skier. And we have to look the wind lip. Since the camera has lost. Double! The first one taking it as a double. Can he manage the speed? Jetzt ist die große Frage. Jawohl, taucht schon auf dort oben bei den Lerchen. Der hat eine Skitechnik, die gilt's wieder. Das war jetzt leider Gottes a pity. What a pity. Very amazing upper part. Warp speed, double, and then for Patrick Matula. Cannot stick the left side three. Totally lost the rotation somehow. Could not finish the rotation. And therefore, slamming hard. But you know, I think I kind of like it that we see so many crashes because it shows that, you know, the riders are going to their limits. Like they are just trying to go hard. Mm-hmm. Oh! Jetzt reicht's dann aber auch irgendwann. Ja, gut. Beim Straight-Air sofort drüber. Okay. Patrick, wave your arms. Show us you're okay. That was a spectacular. Schauen wir nochmal hin. Was passiert da oben? Skitechnik 1A, das haben wir schon analysiert. Und dann dreht er einfach nicht weiter. 180.
Interessant. Und jetzt gibt es da hier unten auch als Draufgabe noch einmal. Looks okay until. Ja, einfach vorne hinein. This was a big crash and Patrick, he's moving but he's not waving his arms. That means he's asking for assistance. Maybe that crash did hurt him to some extent. Yeah. So we have Ace Kido racing down to him. It's indeed racing. Yeah. That's great to see. He hasn't been down for more than 30 seconds and he already has assistance approaching. Let's get the binoculars out and see what we can gather information. This is a boot. Liebe Regie, das war jetzt ein Bild. Flo Orlé, meine Damen und Herren, der es ganz, ganz genau, der es ganz, ganz genau wissen will. Ja. Wunderbar. So, der Skirot ist mittlerweile beim Patrick angekommen. Hoffen wir, dass er sich da nicht ein Bein verdreht hat oder ähnliches, weil es war schon also eine von den wilderen Brezen des Tages. Gell? Leider Gottes unnötigst nach dem Straight Air. Da dann sich noch so einzubauen. Aber so ist es einfach manchmal. Das Widersberger Horn. Ich kann es nur noch einmal sagen, verzückt mich. Verzückt mich, weil wir extrem viele verschiedene Optionen gesehen haben, die es quasi da herunter gibt. Und ich glaube, nachdem ja jetzt dann auch noch viele Skiherren kommen, die vielleicht in der Lage wären, vielleicht dann auch noch einmal Richtung Skiers Left hinüberzuschauen, ich glaube, wir sind noch nicht ganz am Ende mit unserem Latein. Na, und das Widersberger Horn zeigt sich hier nur eine Seite. Ich weiß nicht, ob du schon mal oben warst am Gipfel. Du kannst ja von dort Richtung Südwesten abfahren ins Zillertal. Mhm. Und dann gibt es noch eine Nord-Nordwest Abfahrt, mhm, wo du sicher 500 Höhenmeter in eine Pole hinunterfährst und wieder zurückkommst zum Skigebiet. Mhm. Ganz lohnen, weil der Aufstieg ist 10-15 Minuten und die Abfahrt hinten runter sehr spektakulär. Das war jetzt auch spektakulär, weil der Cliff oben für einen Snowboarder war sensationell. Haben das jetzt kurz verschwitzt. Das ist Karl Ziegler, representing Germany. Wow, schau diese traumhaften Bilder an. Wahnsinn, sending the slough over the cliff. This guy has some legs, as we say, weil das muss auch erst stehen. Was macht er? Ah, Shifty. Er steht auf jeden Fall sehr stabil am Snowboard, das sage ich da. Allerdings. Ja. So, jetzt nimmt er sich Zeit, Konzentration für den Yellow Air. Frontside 3. No grab, aber stellt ihn super hin. Also, Karl Ziegler. Hat er den ersten Cliff oben gestanden, ja, wo er gestartet hat? Aber ja, aber wie? Also, den habe ich leider nicht gesehen, aber dann ist das sicher der Snowboard-Run bis jetzt. Mhm. Schauen wir, wie er ihn endet. Einige Träume haben sich heute schon in Luft aufgelöst beim letzten Kicker. Mons Royal Kicker ist noch ein bisschen eine Mausefalle. Probiert's mit dem Backy. Bleib stehen auf der Backside. Bravo, Kordl. Wow. Ganz dosiert. Ganz kontrolliert. Bravo, der Kordl in dem Fall. Schau dir das an. Karl Ziegler. Ich warte jetzt noch auf die Wiederholung vom ersten Cliff. Und wenn ihr den auch gesehen habt, dann kriegt ihr einen Applaus von mir. Sind wir schon da, schau her. Ah, schön. Durch die Powder Cloud taucht er auf. Cliff, Frontside 3, Backflip. Also von allem, was das Freeride-Menü anzubieten hat, hat er uns eins geboten. Und schau, das muss erst stehen. Und das ist mit dem Snowboard so schwer, das Tail ist so kurz. Wenn du ein bisschen im Backseat bist, dann hängst du. Labt sich am prall gefüllten Freeride-Menü. Bravo, Flo. Oh, speed is your friends. Mit Selbstvertrauen und der zugehörigen Geschwindigkeit. We are gaining some acceleration here again, ladies and gentlemen, out of beautiful Alpbach. This is Flo Orlé and myself, Bernd Kreinbucher, joining you at the live stream. And we are approaching the last 15 riders of the day with Markus Breitfuß. Whoa. And a huge 360. Breitfuß is a big family clan in Saalbach-Hinterglemm. I wonder if this is where he's from. Mm-hmm.
Breitfuß. Very complete upper part. The two jumps and the three. And what is he serving us on the last big kicker? Approaching Mons Royal kicker. Shifty. 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 Yeah, playing it safe. Very, very, very nice upper part by Markus Breitfuß, ladies and gentlemen, representing Austria. Well done. He did what Daniela Sachs did not do today. He played it safe and brings it home. No backflip on the last kicker. Daniela Sachs wird noch ein geflügeltes Wort werden. Doing it like Dani. Doing it like Dani, exactly. That's what we want to see, but we totally understand if the riders played safe after a good run and Dominik do not risk Knapp too much on the last kicker. Hat einen Helm mit roten Bullen auf. Das ist meistens ein Qualitätsmerkmal bzw. ein Gütesiegel. In dem Fall. Oder Zeichen einer Freundschaft zu einem Red Bull-Athleten. In dem Fall schauen wir, woher das rührt. Auf jeden Fall unser letzter Snowboarder. He is our last snowboard of the day, that's for sure. And I should tell you something. This guy is a surfer for sure. Yep. Yeah. The way he puts his board in the snow, he is an ocean lover. Goofy on the way. With a different approach, I would say. Yeah, not a big friend of cliffs and speed. Relaxed. Ist ein Hilfsausdruck. Schau, auch da vermeidet er großräumig die Gefahr des Reifeisenkickers. Relaxed ist ein Hilfsausdruck. Hier kann ich also sprachlich noch sehr viel lernen in meiner Moderationskabine. Doing it like Danny Sachs und relax ist ein Hilfsausdruck. Bernd, es ist wirklich eine Freude. Ich hoffe, ihr liebe Zuschauer habt genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie wir es haben beim Moderieren und beim Zuschauen, wie die Jungs und Mädels hier sich das Wiedersbergerhorn durch den Tiefschnee herunterstürzen. Manche mit vollem Risiko, manche im Genussmodus, so wie der Dominik Knapp. Entschuldige, muss ich korrigieren, Markus Breitfuß, oder? Oder Entschuldigung. Dominik Knapp. Markus Breitfuß war der Skifahrer. Mhm. Dann bin ich da natürlich schon wieder am Holzweg gewesen, dass Dominik Knapp, so wie du sagst, auf seinem Holz, wie hast du gesagt? Auf dem Gleitholz. Ah, Gleitholz. Total gleitet. Genau. Man vermutet übrigens, dass die ersten Snowboarder nicht die Surfer Kaliforniens waren, sondern die Türken. Und genau so ist es. Ich weiß, weil es hat da einmal ein Projekt gegeben, wo man, oder das gibt es noch immer, das ist so ein Small Fire, Red Bull Türkei und das dortige Sportteam, Sportmanagement-Team kümmert sich um dieses Event. Mhm. Während der sehr, sehr engagiert angeht, Lukas Bick. Lukas Bick hat keine Resultate bis jetzt auf Qualifying, aber er hat uns gleich 4 Sponsoren angegeben. Die Ace of Spades. Oh! 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 Aller Ehren wert. Einer der spektakulären Stürze des Tages. 4 fast bodenkontaktlose Cartwheels. Na, wie sagst du bei den Skifahrern? Tomahawk. Tomahawk, danke. Klingt eigentlich eh schöner. Tomahawk. Wow. Schauen wir uns das nochmal an. Da war noch alles in Ordnung. Ja, bisschen zu weit vorne mit dem Gewicht, dann bleibt ein Ski in einer Spur eines Riders vor ihm stecken und der Tomahawk, perfekt. Also Akrobat schön. Was haben wir gesagt, 9,0 gibt es, 10,0 wäre, wenn sich der Airbag öffnet. Mhm. Aber da war er knapp dran. Da war nämlich ohne Hüftbeugung jetzt der Tomahawk. Der war richtig gestreckt. Die Big Ass, Lukas Big. Die Ace of Spades, die Ace of Spades. Ich schaue schon fast wehmütig. Ich schaue fast schon wehmütig nach vorne. Weil wir haben wirklich nur mehr 12 Rider. Von mir aus könnte man dann noch den ganzen Tag so weitermachen. Das ist echt ein Schlamassel heute. Zuerst haben wir gedacht, um Gottes Willen, 80 Fahrer, das wird sie ziehen wie ein Strudeltag. Aber ich wurde Lügen gestraft. Nee, im Gegenteil. Also ich wäre die Open Faces Organisatoren Crew ermutigen, dass nächstes Jahr ruhig noch ein paar mehr dazu nehmen. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht am zweiten Start geht auf der rechten Seite oder pandemiebedingt. Sowas. Ich bin gerade dabei, in meiner Funktion als Peitschenknaller beim Kitzbüheler Skiclub, den Jungs hinaufzuschreiben, dass möglicherweise Skiers Left was gehen würde. Apropos Peitschenknaller beim Skiclub, wie wäre, wenn du deine Peitsche schwingst und
die Organisatoren da ein bisschen antreibst, dass ihr auch mal einen Freeride-Contest veranstaltet. Ja, wir haben. Gerade für den Nachwuchs. Was? So eine U10, U12, U14? Haben wir letztes Jahr schon gemacht. Wir sind letztes Jahr tatsächlich eine Vereins... Schau, das ist ganz was Neues. Kommt da ganz über rechts beim tiefsten Cliff in dieser Wächte vorbei. Wow, der war weit. Jösses, jetzt haben wir uns fast ein bisschen einlullen lassen von unserem Side-Talk. Ja, weil der Fahrer davor noch nicht einmal im Ziel war. Ja, eben. Und der ist auch weit, bleibt stehen. Lukas Bick im Ziel, das ist Tobi Werner, einer unserer deutschen Gäste. Coming in hot. Tour de Monde Royal Kicker. Schaut ein bisschen aus wie auf diesen alten Hannes Schneider Fotos, wenn sie über diesen letzten Kicker drüber fliegen, weil der kickt doch ziemlich. Jetzt absolut. Müssen sie alle sich ein bisschen absolut in Vorlage begeben, damit, und das schaut so oldschool aus. So ist ja es, der ganz weiße lustig. Rausch. Also wer immer den Kicker gebaut hat, hat eher an die Backflips gedacht als an die Straight Airs. Absolut. Was auch gescheit ist, weil er eine steile Landung hat. Also. Absolut. So, auch Tobi Werner im Ziel. Das war der letzte Deutsche des heutigen Tages. Jetzt haben wir ein geballtes Feuerwerk noch an Österreichern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Österreicher und einen Schweden noch. Genau. Also, der nächste Österreicher, Nico Bartel. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ja, vielleicht deswegen. Open Faces Alpbachtal One Star Qualifier 2020. Erster Platz, Nico Bartel. Der Titelverteidiger. Daher. Letztes Jahr gab es hier keinen Contest, Corona-bedingt. Der Titelverteidiger jetzt am Start, Nico Bartel. Das ist natürlich, ist das jetzt eine Motivation oder eine Bürde, wenn du da im Start bist? Das ist jetzt als natürlich die große Frage. Aber ich glaube, wenn du auf einem Face, ich meine, keiner kann das besser beurteilen als du, aber wenn du auf einem Face schon einmal gewonnen hast, dann gehst du, glaube ich, mit breiter Brust in eine Neuauflage. Ja, ist es auch so. Mhm. Du weißt, du kannst es und das ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Das Schwierige ist eigentlich noch die Dosierung, dass du nicht übermütig wärst, weil du weißt, okay, ich setze jetzt noch einen Streufall drauf, ich hupf den noch ein bisschen weiter oder mache da, wo ich Straight Eyes gemacht habe, einen Dreier oder einen Backflip. Werden wir schauen, wie er das jetzt taktisch ausgeht. Hast du es so gemacht, dass deine Linien eigentlich immer relativ ident dann waren in manchen Faces? Natürlich auch ein bisschen von den Schneebedingungen abhängig, oder hast du dann wirklich geschaut, na, hat funktioniert, mache ich wieder gleich? Also gerade auf der World Tour sind wir etwas hochalpiner unterwegs noch hier und dadurch verändern sich die Faces von Jahr zu Jahr ganz stark. Je nach Windrichtung, Schneelage, Temperatur sind manche Linien zum Beispiel gar nicht möglich, die in einem anderen Jahr vielleicht der Winning Line waren. Oder du musst einfach variieren. Es reicht ja, dass eine Landung schlechten Schnee hat oder zu wenig Schnee und dann musst du eh schon umbauen und dann musst du vielleicht gleich ganz andere Linien nehmen. Aber man hat grundsätzlich schon so Lieblingslinien am Berg. Also wenn du mal gewonnen hast mit einer Line, ist natürlich versuchen groß zu sagen, ich mache das gleiche wieder, nur noch besser. Mhm. Gut, 120 Jahre auf der Freeride World Tour, Flo Orle, multiplizieren Sie das mit 4 oder 5, dann hat es sicher Austragungsorte gegeben, wo die Lines ziemlich ähnlich waren, zumindest im Laufe der Jahre, oder? Ja, ja. Mein Lieblingsberg ist ja der Korvac im Engadin bei Silvaplana. Mhm. Da bin ich, glaube ich, bei 15 Teilnahmen immer auf dem Podium gestanden. Dieser Schmäh? Nein, ist kein Schmäh. Wahnsinn. Und es ist lustig, weil der Inn entspringt ja dort, der Innsbruck seinen Namen gegeben hat und der fließt zu Hause 200 Meter meiner Haustür vorbei. Und ich habe gesagt, das muss irgendwie die magische Connection sein, des Wassers, das dort runterfließt. Und welche magische Connection hat der Nico Bartel zu diesem Berg? Eine gewisse auf jeden Fall, sonst hätte er nicht gewonnen. Boah! Der war weit. Das war der weiteste Nimmst bis mal dato. Den Weitsprungrekord beim Obersten. Speed! Ja! Das kann nicht sein. Da ist der Kameramann zu langsam. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Nico Bartel is winning here. 2 years ago for a reason. Noch Flying einer. Down the mountain. Also der hat jetzt 2 Backflips gemacht über jeweils 30 Meter. Können wir das in Gott Ruhe zusammenfassen? Das Nico, du brauchst es nur mehr, stehen bleiben beim Kicker und drüber schieben und ins Ziel fahren. Vor allem braucht es jetzt einen Speedcheck. Nein. Vor allem braucht es jetzt. Noch einer. Jetzt braucht es einen Speedcheck. Es gibt und der stompt die... Like a piece of Applaus für cake. Nico Bartel. Ausrufezeichen. Erster Cliff, am weitesten von alle. Und da macht er 3 Backflips. Und zwar den zweiten, das war unglaublich. Ein Transfer-Backflip über den zweiten Cliff. Bitte schaut euch das an, jetzt in die Wiederholung. Der braucht den Speed von oben, sonst wird es gar nicht ausgegangen. Grad. Und jetzt, der hängt da noch, der Absprung. Wie kann man denn nur so wegdrehen? Tanze deinen Namen. Um wie Gottes viele Willen. Stunden muss der im Trampolin oder Wasserschanze verbringen? Das gibt's gar nicht. Vom Feinsten. Über 30 Meter und noch einmal.
Wahnsinn! Boah. Ist er da beim letzten über den Kicker gefahren oder hat er sogar links über den Roller gemacht? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Es ist mir eigentlich ein Wurst. Komplett egal. Aber der letzte war der schwierigste, weil er hat das sehr langsam weggedreht. Boah, dass er da die Schiene eingebracht hat. Nico Bartel, dann gibt es einen, wo ist die Kamera hier? Den Applaus. Wahnsinn. Für drei unglaubliche Backflips in Folge. Zusammenfassung des Runs von Nico Bartel in drei Buchstaben. Bam. Bam. So wie Julian Bam, der YouTuber. Bist du noch hat zu retten? Die Show aber gemacht. Himmel, Vater, schau aber. Das war tatsächlich. Jetzt haben wir so viele tolle Backflips gekriegen heute schon. Ja. Aber auch viele Stürze dabei. Aber drei hintereinander und die alle so hingestellt. Das war absolut sensationell. Puh. Super. Schau, die Rider kommen auch langsam, aber sicher zu uns herunter. Da gibt es dann natürlich auch Prize-Giving-Ceremony im Anschluss. Und das ist das Wunderbare, die Startnummer 69 hat es ein weiteres Mal geschafft, uns in Awe zurückzulassen. Was für eine Performance, Nico Bartel. Also da muss jetzt viel passieren, wenn der sich die Butter noch vom Brot nehmen lassen will. Tobi Huber, on course, the next one. Ja, und ich muss dazu stimmen. Ich glaube nicht, dass man bisher einen Run gesehen hat, der schneller, flüssiger, besser, spektakulärer war, wie der vom Nico. Aber wir haben ja noch 10. Und genau so schaut es aus. Ein Achtel in Ehren. Ist, glaube ich, sogar eine Band, oder? Ein Achtel in Ehren. Soll mir niemand verwehren. Kommt noch dran. Mit dem Left-Side-Dreier. Bleib stehen! Zirkenzuber. Und genau so lauft der Laden. Das war aber gut gemacht. Gut safe. Also ich hätte das nicht mehr gestanden. Tobi Huber. Fährt auf einem Ski seinen Dreier aus. Das sind möglicherweise die 30 Jahre, die zwischen euch liegen. Aber was macht er jetzt? Jetzt ist er da am Weg zum Monts-Royal-Kicker. Der fährt ihn von ein bisschen weiter Skiers Right an, glaube ich. Und genau so ist es. Kommt jetzt da herein. Schau, wow, schau, der ist weit. Ja, das habe ich mir gedacht. Es ist leider Gottes. Der hat auch den Speed unterschätzt. Wieso ist der jetzt so weit geflogen? Wahnsinn, ja, das ist Dani. Was ist? Das ist das Dani Sachs Schicksal. Meine Damen und Herren, open-faces.com. Schauen wir da nochmal hin. Beim Left Side Dreier, da hat er sich schon richtig plagen müssen. Und jetzt, liebe Regie, ihr seid die allerbesten. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch in die Kabine hinter uns. Schau dir den Backflip an. Gottes Willen, 35 Meter to bump. Ja, der heiße Tipp von der Regie jetzt an euch alle, www.open-faces.com. Hier gibt es die Live, nicht nur den Livestream, falls ihr drauf seid, sondern auch die Live-Results. Und da schauen wir jetzt natürlich auch selber hin und schauen, wie da die Top, wer da gerade ganz oben steht. Bis jetzt da oben, der Philipp Rabanza, genau, ja, unser Italiener. Philipp Rabanza, uns nicht, weil du mit sagst, 75 Punkten, ja, 33. Was macht man mit Nico Bartel? Der ist vielleicht noch nicht eingespeist, ha? Kann der, das sein? Der ist sogar sicher noch nicht eingespeist, weil er müsste auf jeden Fall in den Top 8 hier zu finden sein, wo ich seinen Namen noch nicht sehe. open-faces.com. Nicht nur jetzt the place to be, sondern dann auch natürlich in weiterer Folge sämtliche Nachberichte, alle Ankündigungen, ganz egal, ob es die Website oder die Social Channels sind. Dort werden Sie geholfen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Bevor wir es jetzt aber da verzetteln, schauen wir hinauf zum Startgate. Kilian Gross müsste Kilian das sein. Gross. Genau, da ist so ist es. Man muss nicht groß sein, um ein Großer zu sein. Passt in dem Fall natürlich nicht zusammen. Kilian Gross, da finde ich in meiner Database ein bisschen wenig. On course. Nimmt das Cliff da auch diagonal. Und dann hinauf auf die Wächte. Ja, das sind eigentlich so ein bisschen die Optionen. Da oben wäre ein Side-Hitter mal interessant. Mhm. Bin gespannt, was wir da oben noch an Kreativität erleben werden dürfen. Straight Air. Da geht es in die Straight Line von unserem snowboardenden Freund hinein. Und jetzt in
Racer-Manier. Lange Schwünge durch das verspurte Gelände in Richtung Mons Royal Kicker. Schau mal hin. Ah, so schöne Bilder immer wieder, oder? Also sensationell. Echt toll. Ja, der kickt tatsächlich ein bisschen. Smiling faces all around. Oh, da gibt es einen Bussi, habe ich gesehen. Da hat es jetzt nach der Überquerung der Ziellinie für den Kollegen Groß sofort einen Bussi gegeben. Ist das regelkonform? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass das dann quasi nicht mehr unter verbotene Hilfsmittel läuft, wenn das nach dem Überqueren der Ziellinie passiert. Stimmt, das darf vielleicht nur nach der Ziellinie sein. Maxi Steiner ist der Nächste, der oben steht. Maximilian Steiner, ladies and gentlemen. Ach, das sind Drohnenaufnahmen, schaut euch das an. Wahnsinn. Langsam, aber sicher kommt das Chiller Valley im Hintergrund dann auch zum Vorschein. Und das Alpachtal als großes Juwel hat wie immer alles perfekt angerichtet. Sollen wir während wir warten da jetzt ein paar Endresultate schon durchgeben, weil wir haben von den Skimädels und anderen hier auf der Website schon Rankings. Da spricht stehen. Eigentlich überhaupt gar nichts dagegen, würde ich jetzt einmal sagen. Dann machen wir das doch. Ja. Bei den Skimädels. Zwei Österreicher auf dem Podium. Mhm. Mach's von hinten nach vorne. Am dritten Platz mit 75 Punkten die Vicky Candlin, Local Hero. Ja, genau. Zweiten Platz aus Deutschland die Lena Kohler. Und erster Platz, nicht verwunderlich, die Ulla Gilott. Eigentlich wie von uns bereits antizipiert. Ja. Wow. Bei den Jungs habe ich noch kein Update, da ist immer noch. Der Philipp Brabant am ersten Platz, da sind wir die letzten noch nicht dabei. Da sind wir noch voll im Gange. Bei den snowboardenden Herren schaut so aus, als ob Philipp Lanius ganz vorne mit dabei wäre. Vor Lars Meinl und Sebastian Keplinger. Und bei den Ladies auch, wie von dir bereits vorhergesagt, die Glaskugel Flo Orle hat die Olivia Riedl ganz vorne gesehen und so war es dann natürlich auch vor Natascha Birnbacher und der Dame mit dem klingendsten Namen, without a doubt, Giulia Bertolotti. Winning the bronze medal. So, wir warten auf den Maxi Steiner. Er wartet und hat das Go. Weiter geht's. Maxi Steiner. Zum quasi Mandatory Cliff ganz oben. Boom! Sind er da weit hinunter. Kommt da ein bisschen tief an jetzt, bin ich gespannt. Ja, alles im Schatten, das ist jetzt da oben natürlich sicher etwas anders als am Vormittag. Mittlerweile 13.05 Uhr, der Contestzeit, ganz genau 3 Stunden im Gange bei der Lerche. Das ist ein ganz interessantes Detail. Viele Fahrer fahren ja mit so selbsttönenden Scheiben, die sich anpassen, sprich in der Sonne wird die Scheibe dunkler und im Schatten heller und die sind fürs Contestfahren denkbar ungeeignet. Du stehst am Start in der Sonne, weil meistens am Gipfel Sonne ist, die Scheibe ist dunkel, springst deinen ersten Cliff und fährst in den Schatten und siehst nichts mehr. Immer finster. Ja. Mhm. Deswegen greifen beim Wettkampf die meisten Fahrer dann gegenteilig wie beim Training zu so glasklaren Scheiben, weil die einfach immer die gleiche Lichtmenge durchlassen. Interessant. Der Almanach, meine Damen und Herren. Mhm. Flo Orle neben mir. Und der weiß, wie es geht. Maxi Steiner. Solide. Cleaner Run, solide, genau. Solide, die großen Spins und Flips in dem Fall nicht mit dabei. Aber total feiner Run. Schauen wir an, das oberste Cliff. Bam. Aber das ist ja das Schöne beim Freerun. Jeder kann sich selbst die Herausforderung setzen, wie er will. Wenn man wie Nico Badel 3 Backflips machen will, über in Summe 100 Meter, oder einfach geradeaus über die Kicker, dann ist beides okay. Vielleicht war das eine Wette von Nico Patel mit seiner Gang, dass er heute insgesamt Backflips im Wert von 100 Metern zusammenbringen muss. 100 Yards, das klingt eher wie so beim American Football. Wie viel Yards sammelst du heute über Kopf?
Das wäre eine neue, vielleicht eine sechste Kategorie der für die Judges. Quarterback ja. Nico Bartel. Maxi Steiner also im Ziel. Der nächste ist Lorenzo Pfeffel. 8 haben wir noch. 7 Ösis und einen Schweden. Was haben wir zum Lorenz? Schauen wir mal hier in unsere Datei hinein. Bei mir kommt er nicht viel daher. Nein. Pfeffel, Lorenz, da ist er. Bib Number 73, dropping in. Und weil wir es gerade so schön sehen, noch einmal einen Riesendank an unsere Partner, die Bezirksblätter, Raiffeisen, an Scott, an Mons Royal und auch er mit einer ganz, ganz ähnlichen Linie. Da kommt der Becky. Bissler Backslap, aber er fährt ihn sauber aus. Auch wow. Da über die Lerche hoch herein. Muss sich die Brille da noch einmal ein bisschen richten. Ne? Nimmt den straight, aber weit. So schaut es nämlich aus. Wow. Und jetzt relativ zügig unterwegs, ums Gelinde auszudrücken. Schön, schau, wie das Spiel ja, hat, oder? Mitten im Feld noch einmal Zeit für einen kleinen Shifty. So aber wenn er den Speed jetzt mit dem Hub ein bisschen flacher. Das wird der Double Backflip. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Wie geht's ihm? Ja, Gott sei Dank. Ärgert sich, hat die Hände in der Luft, schmeißt das Gerät sicherheitshalber noch einmal ein paar Meter weiter runter. Und hat sich an Dani Sachs angelehnt. Vielleicht also, sogar Ausbaustufe 2.0. Also Lorenz hat sicher das Potenzial zu einem Top-Fahrer, aber heute hat er nicht. Ich glaube, dass er so oben schon überdreht hat und am Rücken gelandet ist, sich die Brille richten muss, ein bisschen den Fokus verloren hat, weil da hat er voll überdreht. Schau mal an, ein Salto, eineinhalb Landung. Glaubst du, dass es Menschen gibt auf der Welt, die das erkennen und auf einen doppelten umstellen können nach dem Takeoff? Ich bin überzeugt, wenn ich mir die X-Games anschaue und die machen ja, Triple Corks, also 5 Schrauben mit 3 Saltos und wenn sie im letzten Augenblick halt um 90 Grad verdreht sind, drehen sie halt noch weiter. Aber das musst du halt dann wirklich trainieren. Unglaublich. Weil wenn du siehst, um Gottes Willen, meine erste Rotation ist vorbei, ich bin aber noch immer ewig weit am Weg, dass du dann den zweiten noch herüber takst quasi. Jetzt haben wir den ersten Double Backflip auf der Free World Tour gesehen vor wenigen Wochen. Aber wenn ich mir da Nico Bartel oder jetzt auch den Lorenz Pfeffer anschaue, dann wird das in Zukunft Standard sein. Ja. Weil so wie die da springen, könnten die da jederzeit doppelte einbauen. Marian Ebenbichler und der Name Ebenbichler im Freeride-Sport. Einer, der bereits Eindruck hinterlassen hat. Weiß zwar nicht, wie das Verwandtschaftsverhältnis vom Marian zu dem Herrn oder zu den Herren, muss es ja heißen, aus dem Zillertal ist. Wunderbarer Backflip. Wow. Aber er macht seinem Nachnamen alle Ehre, lieber Flo. Auf den Spuren von Nico Bartel und Lorenz Pfeffel, auch er den Transfer-Backflip beim zweiten Felsen ganz kontrolliert. Wow, super nächste. Hier kommt der Dreier. Big Air, Backflip, Dreier, also ganz gut unterwegs jetzt. Da ist er bei den Topscorern dabei. Jetzt entscheide ich, wie so immer, beim letzten Hop oder Drop. Ist auch ein feiner Skifahrer vor dem Herrn. Und jetzt wird sich's dann entscheiden. Der Monstreal-Kicker entscheidet Sixth heute. Und ganz ein cleveren. Und was sag ich clever? Macht den Speedcheck sogar noch mit Schneepflug. Aber weißt was? Diese steile Landung haben ganz, ganz viele massivst unterschätzt. Du brauchst hier nur an, also 3/4 von einem Backflip machen. So schaut's aus. Weil der Kicker kickt nach oben, die Landung ist so steil. Ewig steil, der Kicker steht da relativ weit vorne und die In-Run-Geschwindigkeit kann um die Hälfte gedrosselt werden. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe auch ich bei der Besichtigung ein bisschen anders eingeschätzt. Ich hätte geglaubt, dass du eine Spur mehr Speed brauchst, aber das brauchst du überhaupt nicht. Vielleicht auch der Rückenwind, schau da oben, die Beach Flag wackelt ordentlich. Klar, und dann reißt noch, dann nimmst du durch den Kick noch voll mit beim Backflip. Also schade auch für diesen Run von Marin Ebenbichler, da hätte er locker in die Drop 3 fahren können. Aber wie so manche, auch er mit 1,5 Backflips beim letzten Kicker. Wahnsinn. Nicht auf den Skien gelandet. Eingebombt, nichtsdestotrotz wunderbar mit anzusehen. Großartige Leistungen und Darbietungen, die uns hier heute gezeigt werden. Wenn ich es vergleiche zum letzten Jahr oder von vor 2 Jahren,
Da waren ganz vereinzelt Backflips. Ja. Ja, und heuer ist es bei den Top-Jungs und Mädels. Absolut auch bei Standard. Den Mädels nämlich absolut Standard. Ja, genau. Also da ist im Freeride schon wieder ganz viel passiert und ich bin stolz, das miterleben zu dürfen, wie sich der Freeride-Sport auch da immer noch weiterentwickelt und diese neue Generation ganz natürlich das Freestyle, gerade die Backflips einfach einbaut. Absolut, ja. Aber wie wir bei Sean White gestern gesehen haben, Flo, da darfst du auch dir du einiges, Tom Steiner, einer meiner Männer, auf die Fahnen heften, weil du immerhin die Basis bereitet hast aufgrund all deiner harten Arbeit in den letzten Jahren. So, Tom Steiner, meine Damen und Herren, Kitzbühler Skiclub on the course. Girlfriends, dreimal darfst du raten. Lieber Flo, einen Hinweis habe ich heute schon gegeben. Ja. Was macht er da? Bleib stehen! Das war so nicht ausgemacht. Macht da einen Nosebutter oben und das war so nicht ausgemacht. Tom Steiner. Ja, aber hat man zu voll Tag. Einfach vom Spaß Feinsten. Am Skifahren mittendrin, aber übertreten ein bisschen, oder? Hat ein bisschen bleib zu viel Momentum vorne ein bisschen gerade. Hängen. Schauen wir nochmal hin. Schau her. Und bleib da jetzt mit dem linken Gerät am Tail hängen. Und leider Gottes geht er in einer Staubwolke auf, hat er offensichtlich auch noch abgeschnallt und dementsprechend keine Weiterreise an diesem Bahnhof möglich. Endstation, no sputter. In das we trust. Tom Steiner und Dani Sachs. Das tragische Bärchen. Das tragische Bärchen, ja. Das tragische Bärchen. Ah, parallel dazu schaue ich wieder mal auf das Ranking, das sich aber nicht aktualisiert. Die letzten Fahrer sind hier nicht mehr zu finden. Tja, kann uns aber auch egal sein. Wir konzentrieren uns auf die Action, genau. Genießen die Action. Es hilft eh nichts. Tom Steiner! Aber du hast es mir jetzt nicht verboten, sozusagen da jetzt einen Butter einzubauen Willen. Oder sowas. Ich mische mich ja eigentlich dann auch, oder versuche ich mich zumindest so wenig wie möglich dann in die finale Linienwahl einzumischen, oder? Beziehungsweise, wenn mich wer fragt, kann er gern den Input haben, aber ich würde jetzt natürlich nicht den Kids, beziehungsweise Jungs und Mädels ihre Linie aufs Auge drücken, oder? Da soll und darf natürlich jeder das machen, was er gerne hätte. Das ist ja der Knackpunkt. Ich glaube, dass du nur dann eine gute Linie fahren kannst, wenn du sie selber aussuchst, oder? Ist. Und du schaust und sagst, da will ich aber fahren, so da will ich drüber springen. Und dann gibt es natürlich dort und da Fragen, die kommen zu gewissen Obstacles, wo du halt deine Meinung dazu äußern kannst, aber generell, wie gesagt... Zum Beispiel, wie schnell soll ich über den letzten Kicker fahren? Das sagt danke. Der Bernd so und dann... Danke, und dann ist das natürlich viel zu schnell. Der Stachel sitzt tief, aber danke Flo, dass du da noch einmal den Finger in die offene Wunde legst. Aber wie gesagt, Gott sei Dank haben wir was zum Reden, weil Dani Sachs als Vorreiterin am letzten Kicker dann natürlich noch gefolgt von einigen Jungs, aber wirklich Großes geleistet hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist einfach einmal schwer. Du kommst zu diesen Absprüngen und du warst noch nie in deinem Leben dort. Und selbst wenn du hier schon mal konntest fahren bist, es ist der Kicker ein bisschen anders, größer, kickt mehr, kickt weniger. Und dann musst du das einschätzen. Und das macht den Freeradsport einfach so spannend. Absolut. Das ist dieses Head, dieses Mindset am Start, was so schwierig ist. Die Unsicherheit zu verkraften und dann El Ripo, Philipp Kosa am Weg. Ah, da sieht man beim Wegfahren schon, dass da skitechnisch einfach fast alles stimmt. Schau, wie der locker unten raus ist. Und da kann sogar neue Linie. Neue Linie. Schön. Jetzt dann. Der geht auf diesen Floater, ja? Auf diese Floater. Welle. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Geht da jetzt hier doch wieder ein bisschen zur Seite. Wo war das, die Drohne wahrscheinlich, gell? Ja. Auf die er dazu gefahren ist. Jetzt ist es der Bezirksblattkicker, den haben wir noch nicht allzu oft gesehen, nein, deswegen schauen wir da ganz genau hin. Der Mute Cross. Einen weiteren Straight Air. Da, der fährt richtig lässig Ski, der zirkt ihn richtig durch. Richtig feiner Skifahrer, ja. Genau. Und jetzt dann am Weg zum Scott Kicker. Da kommt der Becky. Den stellt er fein, sauber und smooth hin. Da gibt es nochmal ein Shifty. Spaß am Skifahren. Von Top to Bottom hat man da gesehen. So ja, schaut es nämlich aus. Ich glaube, der hat es richtig da. Ganz flüssig. Bravo. Oder? Ganz Spaß kreativ. Ja. Es ist eigentlich wurscht, was so man macht. Sein. Hauptsache, man hat Spaß. Gell? Ja. Und das führt zum Erfolg.
Das sieht man hier natürlich auch im Fall des Philipp Kosas. Wunderbar. Da ist er noch einmal, der Becky beim Scott Kicker vom Feinsten hineingestellt. Ja. Das Einzige, was ich mir da jetzt denke, hätte er oben beim Bezirksblatt-Kicker noch einen Dreier gemacht, dann war er wirklich ganz vorne gleich mit dabei mit dem Absolut. Run. Absolut. Ja. Absolut. Und so, wenn die Judges sagen, okay, da fehlt ein Trick beim Pitcher und dann fehlen ein bisschen die Punkte wahrscheinlich für das Top-Ergebnis, aber ganz solide, ganz schöne Fahrt. Absolut. And we go to Sweden. Kannst du irgendwas auf Schwedisch, Bernd? Kann ich. Ich glaube, Smörrebröd. Aha. Und dann kann ich Slytternü. Slytternü, aber für das ist jetzt noch nicht Zeit. Slytternü heißt Schluss jetzt. Okay, na ja. Für einen Karl ist es das Gegenteil, nicht Schluss lässt, sondern jetzt geht's auch los. Weißt du überhaupt, warum wir jetzt die Abstände haben zwischen den Fahrern? Nein, das weiß ich nicht. Ja, weil wir keine abwechselnden Kategorien mehr haben. Ah, jetzt haben Judges. Wir alles G-Mails. Genau, die Judges brauchen ihre 30 bis 60 Sekunden. Mhm. Und gerade wenn sie sehr ähnliche Runs haben, dann vergleichen sie die ja. Wir haben ja den Vorteil beim Judging, dass es unterm Strich eigentlich nicht wichtig ist, welche Punkteanzahl bekommt der Fahrer, sondern auf welchem Rang ist er. Und die Judging-Sheets schauen auch dementsprechend genauso aus, dass alle Fahrer untereinander stehen. Tuk, 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 und du kannst das Judge genau vergleichen. Okay, den hatte ich bei 75, jetzt kommt der neue, der ist auch ungefähr bei 75. Mhm, aber und dann schaue ich mir an, was habe ich mir dem notiert. Mhm. Da war Becky, da war Dreier, aber da war Hand im Schnee. Mhm. Ja, Kontrolle ein bisschen. Und dann kann ich dementsprechend den neuen Fahrer einordnen. Mhm. Und das genau machen sie jetzt. Und erst wenn sie es erledigt haben, Dann darf der nächste Start losfahren, genau. Vielen Dank für diese großartige Erklärung. Also, drei Ski-Judges, drei Snowboard-Judges haben wir ja bereits erwähnt und auch über den grünen Klee gelobt. Denn der härteste Job am heutigen Tag neben den Ridern, den haben sicher die Judges. Und die Annika, wir sehen sie da oben in der roten Jacke, die seit 10 Jahren die Starterin ist bei Open Faces, die hat schon viele Male bei minus 20 Grad da stundenlang gestanden. Und auch heute ist es, glaube ich, im Winter oben nicht kuschelig warm. Ich wünsche ihr beheizbare Sollen. Die nehme ich an, hat sie, ja. Big Props, Annika. Ja. Bravo, die Annika in dem Fall. Kaum, wahrscheinlich keine Starterin auf der Welt geben oder Starter, der schon so viele Freerider abgelassen hat. Ich sehe dort schon so andeutungsweise Kniebeugen bzw. leichte Sprünge. Schau her, da muss das Blut wieder zurück in die Fingerkuppen. Annika, aber der erste Jagerdee kommt von uns heute. Aber sie hat es bald überstanden. 4 Starter noch, ein Schwede, Karl Malm und dann noch 3 Österreicher. Karl Malm, nicht zu verwechseln mit Max Palm. Genau. Und nicht zu verwechseln mit Karl Regner Eriksson. Noch einmal der Hinweis, wer noch nicht genug hat vom Freeride Contest schauen, heute Nachmittag, ich glaube 16 oder 17 Uhr ist es, die Freeride World Tour live aus Kicking Horse. Nicht genug haben, das gibt es gar nicht. Flo, man müsste eigentlich sagen, wer jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen ist. Ja. Aber wie wir gesehen haben, ein Einstein-Qualifier muss sich in der Action nicht verstecken hinter dem Fiat Walter. Und zwar ganz und gar nicht. Wahnsinn. Und zwar ganz und gar nicht. Tricks, Backflips, Crashes, wow. Was für eine Show heute am Wiedersberger Horn. Ich bin ein richtiger Fan von dem Berg. Irgendwie hat es hier immer einen ganz besonderen Vibe. Also, echt toll. Auch die Zuschauer sind nicht müde geworden. Schau, da stehen sie draußen. Echt wunderbare Bedingungen, obwohl der Wind jetzt auch langsam aber sicher zu uns heruntergekommen ist. Man sieht das am Flattern der Beachflags und wir sind wieder on course. Und zwar mit Heia Sverige, Karl Palm. Aha, auch interessante Linie. Nimmt das Kiffer ein bisschen höher, weil, so wie alle Schweden, er eher zügig am Weg ist. Allerdings, ich habe den allerersten Teil von seinem Run leider nicht gesehen. Warst du da schon? Der ist weit. Ah, schade drum. Der rechte Dreier. Ah, der war ja wunderbar gewesen. Lecker. Dürfte da weiter Rekord am heutigen Tag für einen Dreier gewesen sein. Absolut. Ja, also so weit. Weiter ist, glaube ich, überhaupt nur der Nico bei seinem Backflip geflogen. Umso beeindruckender, wie der die hingestellt hat, gell? Alle, 1, 2, 3. Schauen wir hin. Sag, da passt alles, eigentlich passt alles. Alles. Kommt ein bisschen vorne rein und dann zur Seite. Schade. Vielleicht einen Hauch überdreht, bis er dann wirklich mit den Füßen am Boden war, glaube ich, war er schon ein bisschen drüber. Ein bisschen off-axis, gell. Das ist genau das, wo eben die Freestyler die Vorteile haben, die das von klein auf machen. Die wissen einfach dann eine Zehntelsekunde früher, genau, ich muss die Arme schon aufmachen und die Rotation erst fertigstellen in dem letzten Moment, bevor ich aufsetze. Und der hat es eigentlich schon fertig gehabt und hat dann aufgesetzt, der Oberkörper hat aber das Momentum immer noch gehabt und dann überdrehst in der Landung passiert genau das.
P-Dude is delivering the goods. Und dann wird sich auch Karl Malm auf dem Weg, auf den Weg in Richtung Zielraum machen. Genau. Und während wir auf die letzten drei Österreicher warten, noch einmal der Hinweis auf www.open-faces.com. Falls ihr über Facebook oder so schaut, dort gibt es auch die Results. Da ist gerade der Result eingekommen. Soll ich da eine Punktezahl vorlesen? Bin ich gespannt. 94,00. Welcher Fall am heutigen Tage dürfte 94 Punkte erreicht haben? Das Open Faces Quiz mit Flo Orli, meine Damen und Herren. Ja, die Antwort ist relativ einfach, aber ich lasse sie selbst checken nach getaner Arbeit. Open-faces.com, der Flo hat es bereits erwähnt. Und jetzt schauen wir da hinauf. Das ist Tobi Kerber. On course. Und der geht so ganz entspannt aus dem Startgate. Hat doch Zeit, dort der Drohne, der Kamera zu winken. Das freut mich, nachdem er jetzt doch ein paar Minuten warten hat müssen. Gut gerettet, am Inninger hinübergezittert. Kommt der Straight Transfer. Auch das ist aller Ehren wert. Ja, da oben ist es natürlich schon ein bisschen zerspurt und getrackt. Da kommt der Left Side. Wow, über den Lerchen. Jawohl. Wow. Super kreativ, da ohne Kicker den Dreier zu machen. Und gleich noch einer. Also Dekorner blind, wow. Wirklich gut. Du hast jetzt wirklich gesehen, wie er in der Luft schon die Landung spottet und die Rotation genauso steuert, dass er hinsetzt und damit fertig ist. Jetzt bin ich gespannt. Was? Zeigen wir unten. Wir schalten auf. Nicht zu schnell, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Ja. Da hat es einer gewusst. He's a man eater. Das ist tatsächlich ein Man-Eater. Oh, here she comes. Es ist möglicherweise it sogar comes. Sie. Sie. Nein, it, weil es war ist auch ein Woman-Eater, ja, wenn man an die Dani denkt. Du sagst das. Ist Riders-Eater. Gender-neutral, müsste man sagen. Eigentlich, oder? Ja, sicher. Wir haben es echt schon gesehen, gell? Ja. Wir waren sicher, der macht einen Backflip und der ist um diesen Hauch zu schnell und rotiert zu viel weg. Ja. In dem Fall. Das sehen wir. Gib es vor allem der Rotation. Hast du gesehen? Ja. Er hat sogar noch geschaut, wo bin ich den Kopf besonders schnell herumgerissen. Und ich gebe es aber jetzt auf den noch nicht hohen Professionalisierungsgrad im Freeriden, weil es muss doch einer den Jungs da oben per Telefon oder Funk durchgehen können. Jungs, da unten dreht es langsam mal weg. Weniger Speed, ich oder? Glaube, haben wir, jetzt haben wir sicher 5-6 Mal den gleichen Sturz gesehen. Aber ich glaube, Flo, es geht da gar nicht so sehr ums Durchgeben. Ich glaube, es geht dann da einfach um die Umsetzung. Es ist so schwer, wenn du dann oben stehst und hörst, dass es dort und da Probleme gibt, dass du dann quasi für dich selbst wirklich einschätzen kannst, was du von deinem Plan was zu ändern hast. Das ist dann möglicherweise der Grund, warum das ein Stern ist und nicht die Full Adventure. Klar, ich kenne jetzt zum Beispiel vom Christopher Tadell und dem Rainer Barkeret, die ja ein Team sind, die sich blind verstehen, die sich also wirklich, wenn einer Ziel ist, hinaufsagen und sagen, okay, diesen großen Cliff nimmst du 2 Grad mehr rechts, 2 Grad mehr links oder mit 5 km/h mehr. Und die setzen das um im blinden Vertrauen. Mhm. Aber das kommt natürlich auch nicht von heute auf morgen, ist auch ein jahrelanges Vertrauensfeld, das sich aufbaut und dazu führt, dass man es dann erst umsetzen kann. Wunderbare Insights wieder von Flo Orli. Der Mann, der ist sein Geld wert. Patrick Schwab mit einer Träne im linken Augenwinkel. Meine Damen und Herren, kündigen wir den vorletzten Herrn des heutigen Tages an. Bib Number 79. Paddy Schwab. Genau. On course. Und der Wind wird nicht weniger. Ja, mit der Träne im Augenwinkel sicher auch der Letzte, der Tobi Kerber, der nach so einem tollen Run mit 2 wunderschönen Dreiern beim letzten Man-Eater versenkt hat, genau. So, der Patrick Schwab, punching it through the center. Second last rider of the day approaching the Raiffeisen Kicker with the spread eagle. Ach, wie schön. Da wäre ich ganz sentimental. Bei so Grätschen, da wäre ich ganz sentimental. Das sind die Tricks, die wir aus dem FF beherrscht haben, bitte, Gorschen. Und noch beherrschen. Ja, hey, schon, oder? Ja, hey. Mhm. Da hat man ja noch gar nicht von einem Backflip geredet, als wir mit dem Sport begonnen haben. Und der geht auf Buckel. Ja, und dann kommt dir natürlich die Kompression entgegen.
und zwar mit Überschallgeschwindigkeit nach diesem langen Hügel. Eine Idee wäre nämlich auch gewesen, das Ganze dort oben ein bisschen nach Skiers Left zu springen, weil dann hast du quasi diesen Gegenhang nicht so ausgeprägt auf dich wartend, quasi die Mausefalle dann, die dann auch noch zuschnappt nach getaner Arbeit. Und vielleicht sehen wir es jetzt auch noch einmal in der Wiederholung, da sind wir schon. Habe ich schon gefragt, warum keiner oben anruft und sagt, sie sollen ein bisschen hast weniger noch nicht nehmen, erwähnt. Ja? Nein, aber es wäre vielleicht gar keine schlechte Idee gewesen. Patrick Schwab, somit auch. Another one done, another one bites the dust. Und standesgemäß beendet der Kitzbüheler Skiclub, meine Damen und Herren. Ja, sicher. Das bunte sportliche Treiben im Skijuwel, dem Alpbachtal, Mo Steinwender. Und das ist einer, Flo, und du weißt, ich will nicht zu viel versprechen, aber der wohnt am Trampolin. Oh. Das ist unglaublich, was der am Trampolin aufführt. Hat skitechnisch Unglaubliches geleistet die letzten Jahre, hat wirklich aufgeholt, fährt mittlerweile ganz, ganz sauber. Aber die Skills am Trampolin sind one of a kind. Sprich, dieses Face mit den Man-Made Kickers müssten ihm entgegenkommen. Wie gesagt, ich habe es heute schon ein paar Mal verschrien, deswegen sage ich jetzt nichts, aber wie schön ist das Bild zum Schluss noch einmal, Bravo Regie, der Mann, der oben Mutterseelen alleine im Startgate steht, der blaue Himmel im Hintergrund, die Sonne lacht mir auf den Bauch, Tauch, schau dir das und einmal an. Und du hast ihn angerufen und gesagt, er soll beim letzten wenig Schwung nehmen. So, Mo Steinwender, come on my buddy, jawohl. Wunderbar. Dann geht's auch da hinüber in Richtung dieses Cliffs, das heute durchaus ausgiebig zerspurt wurde. Nimmt der Transfer, bleibt stehen. Ja, das ist seiner Körperbeherrschung. Wow, fährt das einem Ski aus, das kann er wirklich auch nur vom Bernd Reinbruch viel, haben. Auch da ist noch viel Speed dabei. Jetzt ist es. Aha, da probiert er es mit dem Straight Air. Möglicherweise den Plan ein bisschen abgeändert. Große Schwünge da unten herunter noch einmal. Wir sind live bei ihm und jetzt bin ich gespannt. Mons Royal, last, wo schleift die ein? Last Air of the day. Auch das ist wahrscheinlich flott. Und ich hab mir gedacht, da geht's aus. Ja, das und es hat so auch so ausgeschaut. Ja, weil er einer ist, der das kann, der wie du richtig kann. Sagst, der verzögert den. Aber selbst Backflip-Profi Mo Steinwender, ja, wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt beim Montreal-Kicker, der halt sicher 20% hat er abgeworfen, gell? Wenn es reicht. Wenn's reicht, wenn's reicht. Ja. Der Montreal-Kicker, der wird im nächsten Jahr entweder 5 Meter weiter hinten gebaut werden, oder man wird ihn mit einer Traverse bzw. einer Hornadel am Eingang versehen müssen. Ich sehe es ein bisschen wie den Tischsprung in Kitzbühel. Er muss auf jeden Fall in irgendeiner Form entschärft werden. Damit ach Maria. Wie sehr hat man dem Mo jetzt und uns den Abschluss gegönnt, dass diesen Backflip auf die Füße gestellt hat. Hat er auch, aber danach konnte er nicht ausfahren. Der Druck wurde schlichtweg zu groß. Um Gottes Willen, Flo, ich hätte mir nicht gedacht, das sagen zu können, aber diese 3,5 Stunden sind verflogen. Genau 3 Stunden und 20 Minuten, nachdem der erste Rider heute eingetroppt ist im Rahmen vom Junior Zweistein Contest, schließt der Tobi, na, Entschuldigung, der Moritz Steinwender den Einstein Field Work Qualifier ab. Und siehe da, schau, die Touristen stürmen schon das Face und probieren auch die Kicker. Die wollen natürlich alle schauen, wie das funktioniert. Bernd, lässig war es. Es war wunderbar so viel sogar. Action. Nein, ja, ein Traum. Und ich muss wirklich sagen, Flo, das Ganze ist generell eine spaßige Angelegenheit, aber mit dir und deinen fachlichen Inputs ist es tatsächlich was, was man sich länger als 3,5 Stunden auch anschauen könnte, weil das genau das Salz in der Suppe ist, um diesen Sport auch zu verstehen. Angefangen von wie das Judging funktioniert bis an Herangehensweisen und Trainingsmethoden. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Ja, ich wünsche mir fast, dass wir wieder so eine Live-Schaltung über Facebook zum Beispiel haben, bei den nächsten Events, dass die Leute uns auch Fragen stellen können etc., dass wir dann noch näher an unseren Zuschauern dran sind, als wir es eh schon sehen. Super Idee. Ich glaube, das ist definitiv was, was wir in den nächsten Ausgaben andenken können und andenken werden. Ganz egal, ob via Instagram oder dem Facebook-Feeds.
Wir sagen noch einmal vielen Dank an unsere Partner. Wir schauen hinauf, die Bezirksblätter, an Scott, an Mons Royal, die Raiffeisenbank und allen Presse- und Medienpartnern, die uns die Stange halten. Und zuvor der Oberst, einerseits dem Skijuwel, dem Alpochtal und all seinen Heinzelmännchen bzw. der Crew rund um die Löfflers von Open Faces, die, wie du bereits erwähnt hast, seit 10 Jahren unglaubliche Arbeit leisten. Genau. Bernd, vielen Dank. Toll formell, war's. Sehr formell, aber das haben wir uns heute verdient. Wie es sich fürs Forum Alpbach gehört, genau. Mit einem Handshake, selbst zu Corona-Zeiten. Wo eine Kamera läuft, diese läuft. Da sind wir, so ist es. Liebe Zuschauer, danke, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie bei uns. Ja. Auf open-faces.com, ja, in wenigen Minuten die kompletten Resultate. Und wir kommen schon in 2 Wochen wieder aus dem Montafon mit einem 4-Stern-Qualifier. Und da geht es dann richtig zur Sache. Das war's. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag, die Free Red World Tour, möglicherweise ein weiterer Fixstern am Fernsehhimmel. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei den Open Faces. Ich muss es sagen, Ski heil. Genau. Viel Spaß beim Freeriden. Passt auf draußen im Gelände. Ja? Nur mit voller Ausrüstung und Begleitung etc. hinaus. Ja? Dann ist Freeriden in seiner schönsten Form für jeden eine Gaudi. Macht es gut. Zum Abschluss noch ein paar schöne Bilder vom Alpbachtal. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem